So, dann begrüße ich euch alle wieder. Danke fürs zahlreiche Erscheinen. Es freut uns immer, wenn trotzdem Leute kommen, obwohl die YouTube-Videos schon existieren. Und viele, das manche haben das ja schon gehört in der ersten Woche, aber es ist trotzdem cool, wenn dann noch immer Leute kommen. Das freut uns natürlich. Heute ist das Programm die Chemotherapie, Zytostatika. Haben manche von euch morgen das Seminar für Zytostatika oder alle erst nächste Woche? Hat wer morgen Seminar? Okay, gut. Also dann besonders gut aufpassen. Du wirst es dann eh schon das meiste gehört haben und deswegen werde ich dann genau auf die wichtigsten Sachen noch hinweisen. Wir haben es extra auf den Mittwoch gelegt, damit eben Leute, die am Donnerstag Seminar haben, auch kommen können. Das war letztes Jahr. Waren da recht viel da. Ja. Also wir stürzen uns dann gleich hinein, bevor wir die Chemotherapie selbst beginnen, die einzelnen Präparate. Nur einleitend kann man nur sagen, Zytostatika an sich unterschätzt dieses Thema nicht. Ja. Dieses Thema ist eigentlich rein von der Anzahl der Wirkstoffe, die zu lernen sind, wahrscheinlich das größte Thema. Ja, das muss man sich bewusst sein und das sollte man nicht unterschätzen, dass man da manchmal, manche beginnen am Tag davor. Ja, manche schaffen es, wie weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mehr Tage dafür gebraucht. Ich habe die Tabelle erstellt und habe auch bei euch in die Gruppe reingestellt. Da sind die wichtigsten Sachen schwarz und also halt fett markiert. Die muss natürlich jeder wissen. Und ganz allgemein kann man sagen, dass ihr die Anwendungsgebiete von Zytostatika nicht wissen müsst. Ja, das ist auch dann eigentlich der Bereich, wo die Onkologen kennen sich aus, aber die als sage ich mal, Durchschnittsarzt kann man das nicht immer im Kopf haben. Und ansonsten, ja, anhand der Tabelle lernen ist auf jeden Fall hilfreich. Alle Stoffe sind vielleicht zu viel und werden beim Seminar auch nicht verlangt. Also das heißt, es sind ein bisschen mehr Stoffe drauf auf der Tabelle, als eigentlich dann beim Seminar geprüft wird. Ja? So, und jetzt beginnen wir mal mit einer Einleitung, wie können Tumoren entstehen. Das habt ihr dann eigentlich im Block 8 schon gehört, deswegen kann man das relativ schnell machen. Und im Block 5 hat man das ja auch schon das erste Mal gehört, diese ganzen Signaltransduktionswege. Begriffe, die ihr wissen müsst, ist natürlich einmal die Suppressorgene, Tumorsuppressorgene oder Tumorpromotorgene. Also es ist ja so, dass eine Neoplasie, es gibt verschiedenste Wörter, ja, Tumor heißt ja an sich was? Das heißt ja nur Schwellung, das heißt, das ist eigentlich ein unklarer Begriff. Das ist, eigentlich sollte man Neoplasie sagen, weil das ist eine Neubildung. Ja? Und prinzipiell Begriffe, die können müssen es natürlich auch benigne, maligne. Maligne heißt bösartig und wir reden jetzt auch immer von den bösartigen Tumoren. Ja? Was zeichnet die bösartigen Tumoren aus? Prinzipiell haben sie verschiedenste Abwandlungen quasi von den normalen Zellsignalwegen so dereguliert, dass sie quasi unbegrenzt wachsen können. Und was muss man da also wissen? Tumorsuppressorgene, da gibt es drei, die ihr kennen müsst. Welche drei sind es? P53, P21 und RB. Das sind also drei Proteine in der Zelle, die normalerweise quasi aktiviert werden, wenn jetzt irgendein Schaden in der DNA vorliegt. Wenn irgendwelche Mutationen passiert sind, wenn DNA-Schäden vorliegen, werden diese Proteine aktiviert. Was passiert darauf? In erster Linie muss natürlich der DNA-Schaden repariert werden. Und zweitens, es muss der Zellzyklus angehalten werden. Die Zelle soll sich jetzt nicht teilen, weil sonst wird die Mutation festgeschrieben. Gut, und wenn es ein Tumorsuppressor-Gen, eine Loss-of-Function-Mutation erleidet quasi, dann kann jetzt genau dieses Reparaturprotein nicht mehr funktionieren. Also, was ist ein Beispiel? BRCA1, wer kennt es? Woher kennst du das? Okay, BRCA, wofür steht's? Breast Cancer. Ihr kennt es von Breast Cancer? BCA-Abel hast du gemeint, genau. BRCA1 steht ja für Breast Cancer und wir kennen das von Angelina Jolie, oder? Wenn man nämlich Mutationen im BRCA1 hat, dann hat man ja quasi ein bis zu 100%iges Risiko, dass man Brustkrebs irgendwann in seinem Leben bekommt. Und deswegen sollen sich dann diese Menschen die Brüste vielleicht schon prophylaktisch abnehmen lassen. Ja? Gut, also das wäre auch so ein Beispiel für Tumorsuppressor-Gene. Tumorpromotor-Gene, was sind das jetzt für Gene? Das sind, wenn die eine Gain-of-Function-Mutation erlangen, sprich, wenn sie auf einmal zu aktiv sind, dann wird die Zelle stimuliert. Ein gutes Beispiel dafür ist RAS. Ja, RAS ist ja dieser RAS-MAPKinasen-Signalweg.
Wenn RAS verstärkt aktiv ist, dann kann sich die Zelle vermehrt teilen. Zweitens, alle möglichen Wachstumsfaktorrezeptoren. Ja, wenn zum Beispiel der EGF-Rezeptor, das ist natürlich der Rezeptor für den EGF, das ist jedem klar, also für den epidermalen Wachstumsfaktor, und der hat intrazellulär ja eine Kinase-Aktivität. Die ist normalerweise natürlich streng kontrolliert, darf nicht zu aktiv sein, sonst teilt sich die Zelle zu oft. Sondern wenn jetzt dieser EGF-Rezeptor intrazellulär quasi eine Gain-of-Function-Mutation bekommt, dann kann es sein, dass dieser Rezeptor konstitutiv aktiv ist. Das heißt, er stimuliert die Zelle die ganze Zeit zum Wachsen und zum Teilen. Also, das sind so diese Stichworte, die ihr wissen müsst. Das sind prinzipiell ja auch diese Hallmarks of Cancer von Herrn Professor Dr. Weinberg, der einer der führenden Onkologen ist, und der hat einmal so ein berühmtes Paper rausgebracht, wo er gesagt hat, das sind Charakteristika, die eine Tumorzelle auszeichnen. Also die Mutationen in Tumorsuppressor und Tumorpromotor-Genen, der Zellzyklus wird dereguliert, also die Zelle wird nicht mehr so leicht gehindert am Teil, an der Mitose. Und Unabhängigkeit von äußeren Wachstumsfaktoren kann eben zum Beispiel passieren, wenn der EGF-Rezeptor oder irgendein Wachstumsrezeptor interzellulär mutiert ist, dann die Zellen werden auch unempfindlich gegenüber Apoptose-Signalen. Und Angiogenese ist ein ganz wichtiger Punkt. Also alle solide Tumoren, man unterscheidet ja in solide Tumoren versus nicht solide. Nicht solide sind einfach mal Leukämien, grob gesagt. Und die soliden Tumoren, das sind zum Beispiel Kolonkarzinom. Ja, das ist einfach ein fetter Brocken, der immer größer wird. Und was braucht er natürlich? Ab einer gewissen Größe braucht jeder solide Tumor Gefäße, damit er auch die Nährstoffe, Sauerstoff, Zucker, alle möglichen Sachen bekommt. Und deswegen muss jeder solide Tumor Angiogenese betreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum sage ich das? Weil wir mit Zytostatika die Angiogenese hemmen können und beim erwachsenen Menschen wird es ja nicht mehr so viel Angiogenese geben. Ja, weil unser Gefäßsystem ist schon super ausgebildet. Das heißt, man würde sich erwarten, dass mit einem Angiogenesehemmer könnte man weniger Nebenwirkungen haben. Das nächste ist die Telomerase-Aktivität. Das ist ein Enzym, kennt ihr. Was macht die Telomerase? Genau, die verlängert einfach die Telomere, ganz allgemein gesagt. Telomerase ist ja dieses Enzym, das verhindert bei menschlichen Zellen, dass sie in die sogenannte Seneszenz verfallen. Seneszenz bedeutet dieser Zustand einer Zelle, dass sie sich nicht mehr teilen kann, aufgrund der verkürzten Enden von den Chromosomen. Ja, wenn die Telomere eine kritische Länge erreicht haben, beziehungsweise eigentlich eine Kürze erreicht haben, wenn sie irgendwie zu kurz sind, dass sich die Zelle noch teilen kann. Spricht man von Seneszenz. Das heißt, Telomerase, würde man mal vermuten, haben also nur Tumorzellen. Warum können wir jetzt die Telomerase nicht einfach hemmen? Weil auch alle unsere Stammzellen brauchen natürlich auch Telomerase, weil sonst würde ja der Mensch nach einer Generation spätestens irgendwie aussterben, wenn alle Zellen in Seneszenz gehen würden. Ja, also unsere Stammzellen brauchen logischerweise auch Telomerase-Aktivität. Die müssen irgendwann wieder die Enden verlängern, dass sie sich wieder unbegrenzt teilen können. Ja? Also deswegen kann man Telomerase nicht einfach hemmen, dieses Enzym. Immunevasion, sie können also, der Tumor wird eigentlich ja erkannt vom eigenen Immunsystem, aber er kann diesem Immunsystem, dieser Immunantwort ausweichen. Warum sage ich euch das? Weil wir haben Zytostatika, die können diese Immunevasion ein bisschen vermindern. Ja? Dann kann das Immunsystem die Tumore selbst wieder besser zerstören. Und Metastasierung ist eigentlich halt das Stichwort an sich für einen bösartigen Tumor. Ja, wenn ein Tumor an sich, wenn er die Metastasierungsneigung hat, dann spricht man eigentlich vom bösartigen Tumor. Ja, wenn er destruierend wächst und wenn er metastasierend wächst. Also das ist, Metastasen heißt einfach nur, ihr könnt euch vorstellen, der Tumor wächst irgendwann ins Blutgefäß rein, schickt ein paar Zellen in den Blutkreislauf und die einfach entlang von diesem Blutgefäß, wo sie halt sind, werden sie sich irgendwo wieder quasi durch eine Diapedese, sie wandern wieder durchs Endothel und nisten sich irgendwo ab. So metastasiert zum Beispiel das Kolonkarzinom, wohin? In die Leber, ist logisch, oder? Bei Kolonkarzinom, also im Kolon, was haben wir da für eine Blutversorgung? Bitte? Also zuerst einmal das mesenteriale Gefäßsystem und die ganzen Gefäße trainieren ja in die Portader und deswegen wird jede Tumorzelle, außer die Rektalkarzinome, rektal, die können ja quasi dann diesen ganzen Vorderkreislauf ausweichen, können da woanders hin metastasieren. Ja, aber das ist eigentlich relativ logisch, muss man meistens so nachdenken, wo ist das nächste Blutgefäß, wo kann es dann hin. Es gibt auch Abtropfmetastasen beim Magenkarzinom, ja, wenn der Magen, wenn quasi der Tumor die Magenwand durchwächst, dann kann es einfach abtropfen und tropft einfach quasi irgendwo unten in den Bauchraum hinein. Oder lymphogene Metastasierung gibt es auch.
Das waren also Stichwörter, die ihr kennen müsst. Weitere Begriffe, die ihr wissen müsst, sind zum Beispiel der Fractional Cell Kill. Also man sagt, dass eigentlich würde man annehmen, einen Tumor mit Chemotherapie zu behandeln. Man würde erhoffen, dass bei der ersten Behandlung sofort alle Tumorzellen absterben. Das ist natürlich nicht so in der Praxis. Ja? Es hat sich gezeigt, dass eigentlich immer eine konstante prozentuelle Anzahl von dieser ganzen Tumormasse abgetötet wird. Und das beschreibt der Begriff Fractional Cell Kill. Also das sieht man hier besser. Einen Tumor, man sieht hier das Wachstum vom Tumor, ja, das ist natürlich schon ganz lang, bevor man erkannt hat, der muss erst irgendeine Größe erreichen, dass man überhaupt erkennen. Hier erkennen wir den Tumor und dann beginnen wir mit der Chemotherapie. Das Erste, was ihr wissen müsst, Chemotherapie, das sind einfach alles Gifte. Ja, wir greifen körpereigene Zellen an, das heißt, kein Zytostatikum ist ohne Nebenwirkungen. Ja, es hat jedes Zytostatikum extrem viele Nebenwirkungen, weil wir einfach körpereigene Zellen attackieren. Wir attackieren keine Bakterien oder Pilze oder so. Ja? Und deswegen muss man dem Körper auch immer Erholungspausen zwischen einem sogenannten Chemotherapiezyklus lassen. Ja? Also erste Chemotherapie wird verabreicht und wir sehen, ein Tumor beispielsweise von 10 hoch 9 Zellen, sagen wir, sind dann nur mehr 10 hoch 7 Zellen da. Das heißt, 99% des gesamten Tumors wurden bei der ersten Chemotherapiegabe zerstört. Dann muss man dem Körper wieder eine Ruhephase gönnen, dass er sich wieder ein bisschen erholen kann. Und gleichzeitig kann sich auch der Tumor wieder erholen. Der Tumor wächst wieder, dann geben wir den nächsten Zyklus. Und wieder 99% des gesamten Tumors werden abgetötet. Also ihr seht, es ist nicht ganz leicht, einen Tumor mit Medikamenten zu behandeln. Und deswegen sieht man auch in diesem Graphen hier, das schaut natürlich viel erfolgsversprechender aus, weil wenn man am Anfang zum Beispiel einen Tumor operiert, wir denken wieder an das Mammakarzinom, okay, Brustkrebs, dann liegt es natürlich nahe, einen soliden Tumor chirurgisch zu entfernen. Wenn man chirurgisch entfernt, dann haben wir natürlich keinen Fractional Cell Kill, sondern dann können wir auch 100% erwischen. Ja, wenn man Glück hat, wenn man früh genug den Tumor operiert, kann man auch alles rausschneiden beim ersten Mal. Aber es wird oft so sein, dass man ein paar Zellen nicht erwischt und deswegen gibt man im Anschluss an eine Tumoroperation, gibt man fast immer eine Chemotherapie im Anschluss noch. Die ist dann natürlich weniger intensiv und kürzer als die alleinige Chemotherapie. Und deswegen müsst ihr diesen Begriff kennen, adjuvante Chemotherapie heißt es. Also eine Operation gegen einen soliden Tumor plus eine adjuvante Chemotherapie. Adjuvant heißt, nach der Operation geben wir ein Zytostatikum. Gutes Beispiel, man operiert ein Mammakarzinom und gibt nachher beispielsweise 5 Jahre lang Tamoxifen. Ja, zum Beispiel. Das wäre ein gutes Szenario. Wenn man Tamoxifen gibt, wer kennt das schon? Was müssen wir machen? Bitte? Papabstrich, wie oft? Alle 6 Monate. Okay, es kann dann relativ schnell gehen. Ja? Also Papabstrich müssen wir dann machen, Papanikolaou, also Endometrium quasi, muss man anschauen, ob es irgendwie schon Neoplasien gibt. Entzündungszeichen Neoplasien. Werden wir noch besprechen. So, also ein Tumor ist oft erst spät quasi diagnostiziert. Das ist auch eine Erkenntnis, die ihr aus der Folie bekommen müsst. Es ist ja so, dass generell die Behandlungschancen gegen fast alle Tumoren wird ja immer besser. Warum? In erster Linie, weil wir einfach die Tumoren früher erkennen können. Ja? Durch hochauflösende MRTs, durch neue Laborverfahren, ja? Alle möglichen diagnostischen Verfahren werden verbessert und deswegen können wir einen Tumor jetzt früher erwischen. Ja, und deswegen kann man früher operieren beispielsweise und dann kann man besser heilen. So, das war jetzt mein prinzipieller Begriff adjuvante Chemotherapie. Wenn ihr adjuvante Chemotherapie gemerkt habt, also primäre chirurgische Therapie plus anschließende medikamentöse Nachbehandlung, dann müsst ihr jetzt den Begriff neoadjuvante Therapie auch wissen. Was ist das? Die neoadjuvante Therapie beschreibt den Prozess, wenn man vor der chirurgischen Operation Medikamente gibt. Warum? Damit die Tumorgröße schrumpft. Ja, damit der ganze Tumor kleiner wird. Was verspricht man sich dadurch? Er wird besser operabel. Ja, jetzt können dann die Chirurgen natürlich viel besser drauf hinarbeiten und sagen, wir müssen weniger große Stücke rausschneiden. Wir können das ganze Gewebe, das umliegende Gewebe besser schützen. Und deswegen ist das natürlich für den Patienten oft vorteilhaft. Neoadjuvante Therapie ist also, wir geben
Medikamente und im Anschluss an die Medikamentengabe wird dann chirurgisch therapiert. Es wird dann trotzdem wahrscheinlich auch eine Nachbehandlung geben. Ja? Also es wird quasi neoadjuvant, man schreibt es nur, wir geben vorher schon Medikamente, dann wird man chirurgisch operieren und dann kann man noch adjuvante Therapie geben. Ja? Das macht man trotzdem gern. Ja? Es ist immer gut, weil man immer davon ausgehen muss, dass man irgendwelche Tumorzellen nicht erwischt hat. Ja? Beim Mammakarzinom, was macht man da normalerweise, wenn man die Operation macht? Wie überprüft man, ob der schon metastasiert ist? Sentinel-Lymphknoten, was ist das? Wie funktioniert das? Okay, sehr gut. Also beim Mammakarzinom, wie kann sich das vorstellen? Es wird quasi hier durch eine Mammographie ein Tumor gefunden, man macht eine Biopsie und sagt, okay, das und das ist der Krebs. Dann operiert man den und während der Operation wird quasi in dieses Gewebe wird einfach ein Farbstoff reingespritzt und dann schaut man, welche Lymphknoten färben sich an. Ja, weil das muss logischerweise dann das lymphatische Abflussgebiet von diesem Gewebe sein. Und dann sucht man den ersten schön angefärbten Lymphknoten, das ist der Wächterlymphknoten. Dann schaut man, also man weiß genau, hier muss also eine Tumorzelle vorbeigekommen sein, wenn sie metastasiert ist. Dann schneidet man quasi sofort, schickt man diesen Lymphknoten zum Pathologen, der macht einen Schnellschnitt und schaut sofort, sind da irgendwelche Krebszellen drinnen? Wenn nein, super. Wenn ja, dann müssen wir die Operation vergrößern. Dann müssen wir viel mehr rausschneiden. Ja? Gut, also Adjuvant, Neoadjuvant wisst ihr jetzt. Und jetzt prinzipiell müsst ihr noch von der Zielsetzung bei einer Krebstherapie, müsst ihr wissen, man unterscheidet prinzipiell in kurative Therapie und in palliative Therapie. Wenn man einen Krebs früh genug diagnostiziert, dass er jetzt noch nicht metastasiert ist, das ist meistens das Hauptkriterium. Ist er schon metastasiert oder nicht? Und wenn er noch nicht metastasiert ist, dann kann man eben sagen, okay, unsere Intention, die Ärzte wollen jetzt diesen Patienten wirklich heilen. Die sagen, wenn der Tumor weg ist, hat er wieder eine ganz normale Lebenserwartung. Das wäre quasi eine kurative Intention. Heilen. Ja, kurativ, heilende Therapie. Und eine palliative Therapie beschreibt dann die Maßnahmen, die man ergreift, wenn man eigentlich quasi zu spät den Krebs entdeckt hat oder wenn es ein so schwer operabler Krebs oder was es ist, so stark mutiert, dass man ihn nicht mehr behandeln kann, alles Mögliche gibt es. Wenn man den einfach nicht mehr heilen kann, dann spricht man von palliativer Therapie, also man lindert die Symptome, die durch den Tumor entstehen. Ja, was entsteht quasi durch jeden Tumor? Welches Symptom? Bitte? Kachexie, okay, also die meisten magern ab. Warum? Ist ganz logisch, der Tumor, der ist ja quasi das gierigste Organ dann auf einmal. Der frisst auf einmal alle Nährstoffe. Deswegen werden die Menschen ganz abgemagert, erstens. Und zweitens, Schmerzen haben ganz viele Menschen. Ja, und deswegen ist oft eigentlich das Hauptproblem bei einer palliativen Therapie ist, wir müssen die Schmerzen des Patienten lindern. Und dann ist interessant, es gibt ja noch dieses WHO-Stufenschema von Schmerztherapeutika, aber es ist eigentlich, hat sich gezeigt, dass am effektivsten kann man oft Tumorschmerzen beseitigen, indem man trotzdem Chemotherapie gibt. Ja, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr heilen will, sagt man trotzdem, wir geben trotzdem eine Chemotherapie, obwohl das kein Schmerzmedikament ist, aber der Tumor wird trotzdem ein bisschen zerstört, ja, ein klein bisschen, auch wenn man nicht heilen kann. Gut. Also Fractional Cell Kill, das habt ihr jetzt hoffentlich verstanden. Man sagt, es wird mit jeder Applikation von Medikamenten wird ein konstanter Prozentsatz an Zellen getötet, also beispielsweise 99%, ja, oder 99,9%, je nachdem wie effektiv die Chemotherapie ist. Und deswegen haben wir dann halt von 10 hoch 11 Zellen nach der ersten Verabreichung haben wir nochmal 10 hoch 9 Zellen. Gut. Und dann ist halt wichtig, auch wenn der Tumor dann nicht mehr nachweisbar ist im bildgebenden Verfahren oder im Labor, ja, selbst wenn man jetzt im Labor sagt, man findet eigentlich fast, oder man findet keine Tumorzellen mehr, keine Marker, da muss man trotzdem noch weiter therapieren, ja, weil man immer davon ausgehen muss, dass er vielleicht noch da ist. Polychemotherapie erhöht die Therapieeffizienz. Das kennt ihr jetzt, dieses Prinzip kennt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon von der Tuberkulose-Therapie. Also bei Krebszellen ist es ja quasi ähnlich wie bei manchen Bakterien. Die Bakterien können resistent werden, Tumorzellen werden auch resistent. Ja, die können ja ganz leicht neue Mutationen akquirieren. Deswegen müsst ihr wissen, eine Polychemotherapie, also 3, 4 Substanzen gleichzeitig, sind wirksamer als eine Monosubstanz, ja, weil sonst der Tumor schnell resistent wird. Und dann noch spannend, je schneller ein Tumor wächst, desto besser wirkt eigentlich eine Chemotherapie. Warum ist das so? Weil fast alle Chemotherapeutika
irgendwie mit der DNA interagieren. Und die DNA wird logischerweise nur dann synthetisiert, wenn sich eine Zelle teilen muss. Und die DNA wird dann auch einmal locker gemacht, kondensiert, die wird quasi die ganze Zeit richtig bearbeitet. Und deswegen ist es so, dass schneller teilende Tumoren, sprich von einem Tumor sind, sagen wir mal, 99% in der S-Phase fast die ganze Zeit, weil sie sich die ganze Zeit teilen wollen und DNA synthetisieren, dann wirken bei solchen Tumoren die Chemotherapie, wirkt die Chemotherapie oft besser. Ja, das ist also ein paradoxer Satz. Je schneller der Tumor wächst, desto besser ist er behandelbar. Die Einteilung von Zytostatika werden wir jetzt nicht anhand von dieser Folie durchgehen, sondern ich werde einfach dann anfangen mit den ersten Substanzgruppen. Und das dient einfach dazu, dass man dann nachher vielleicht einen Überblick hat, welche Substanzgruppen muss ich alle kennen. Und ihr könnt dann mit dieser Folie einfach eine Gruppe nach der anderen selbst wiederholen. Was ihr hier seht, ist der Zellzyklus. Also ihr wisst ja, dass es Zellen gibt, die ausdifferenziert sind. Und es gibt Zellen, die sind undifferenziert. Das sind also wieder zwei wichtige Begriffe. Beispielsweise bei einer Leukämie. Ja, welche Leukämieformen muss man grob gesagt kennen? Also mal myeloisch und lymphatisch. Und dann gibt es bei diesen zwei noch chronisch und akut. Okay. Bei der akuten, was passiert da? Da teilen sich auf einmal die ganzen Stammzellen ganz schnell. Also es wachsen auf einmal ganz viele neue Zellen heran. Das heißt, es gibt ganz viele unreife Zellen. Bei einer chronischen, wie ist es da? Da ist es eher das Problem, dass die alten Zellen nicht absterben und sich deswegen immer mehr ansammeln. Ja, und das ist quasi dann kann man gleich wieder einen Unterschied festmachen. Bei den akuten Leukämien kann man grob gesagt sagen, sind die meisten Zellen in diesem Zyklus. Bei den chronischen sind eigentlich die meisten Zellen in dieser Phase. Ja. Und so unterscheiden sich auch die Therapieschemata dann. Gut, also G0-Phase, das heißt einfach, die Zelle hat ihre Funktion erreicht, sie ist ausdifferenziert. In diesem Stadium befinden sich ja fast alle Zellen unseres Körpers. Ja, es gibt eigentlich nur mal ein paar Gewebe, wo wir Zellen haben, die noch den Zellzyklus durchlaufen. Welche Gewebe sind das? Bitte, Knochenmark. Genau. Ja, wo? Epidermis, sehr gut, wo noch? Enterozyten im Darm, Haarzellen und? Willst du mal Familie haben? Also, ja gut, also die Keimzellen verdoppeln sich auch noch. Ja? Gut, also wir haben eigentlich ja nicht mehr sehr viele Gewebe im Körper, wo wir sehr viel Zellteilung haben, sondern muss man sich mal vor Augen halten. Wir haben also gar nicht mehr so viel Gewebe, wo viel Zellerneuerung stattfindet. Viele sagen ja Muskelzellen, aber ich habe es ja schon im ersten Jahr gelernt. Wie wird der Muskel größer? Das ist Hypertrophie und nicht Hyperplasie. Ja, diese Begriffe kennt ihr noch. Hypertrophie heißt, die einzelnen Zellen werden größer. Hyperplasie heißt, Zellen teilen sich. Ja? Und der Muskel wird ja nicht durch Zellteilung größer. Also, wir haben da ein paar Gewebe, die diese Phasen durchlaufen und die Tumorzellen durchlaufen auch meistens diese Phasen. Und es ist jetzt so, dass fast alle Chemotherapeutika wirken auch in diesen Phasen. Ja? Also ihr seht hier ganz viele Gruppen aufgelistet, ganz viele Medikamente, die eben in diesen Phasen wirken. Es gibt auch ein paar Chemotherapeutika, die Zellzyklus unspezifisch wirksam sind. Und warum das auch wichtig sein kann, werden wir dann später noch besprechen. Das ist also wieder eine Folie, die kann man dann, nachdem man es einmal alles gut gelernt hat, schaut man sich die Folie an und geht es nochmal durch. Ja? Da brauche ich jetzt nicht alles durchgehen. Wie kann ein Tumor resistent werden? Jetzt müsst ihr wieder nur an die Antibiotika denken, dann ist das alles eigentlich relativ einfach. Müsst ihr daran denken, wie kann ein Bakterium gegen Antibiotika resistent werden? Und genau das Gleiche kann eine Tumorzelle auch machen. Also erstens, es kann einfach das Zytostatikum weniger aufnehmen. Ja, Beispiel dafür. Kennst du ein Beispiel? Methotrexat zum Beispiel. Ja, Methotrexat muss ja über einen speziellen Folsäure-Transporter aufgenommen werden. Und wenn eine Tumorzelle diesen Transporter nicht mehr quasi exprimiert, dann kann Methotrexat nicht mehr aufgenommen werden. Ja, welches Folsäure-Analogon kann dann noch aufgenommen werden? Das P-Methotrexat. Ja, gut, das werden wir später noch besprechen. Also verminderte zelluläre Aufnahme ist ein Resistenzmechanismus. Verstärkte Inaktivierung ist ein anderer Mechanismus, das kann es jetzt bei ganz vielen Zytostatika geben. Ja, einfach, dass eine Tumorzelle, ihr denkt jetzt einfach an die Beta-Lactamase von Bakterien und sowas ähnliches, analog dazu kann halt eine Tumorzelle irgendwas mit dem Zytostatikum anfangen, das irgendwie enzymatisch so bearbeiten, dass es inaktiviert ist. Oder einfach vermindert aktiviert.
dann verstärkte DNA-Reparatur, das erscheint wieder paradox, ja, weil eigentlich sagt man immer, die Tumorzellen haben ja weniger DNA-Reparaturen, können deswegen vermehrt Mutationen akquirieren. Welches Beispiel müsst ihr also für vermehrte DNA-Reparatur kennen? Das Kompetenzzentrum da oben weiß es sicher. Also es gibt methylierende Substanzen, methylierende Zytostatika. Kennen Sie die? Procarbazin, Dacarbazin, Temozolomid. Die methylieren DNA und das ist ja eine Bearbeitung der DNA. Und es gibt ein Reparaturenzym, wie heißt das? Genau, MGMT, Methylguanin-Methyltransferase. Das kann Methyle wieder entfernen von der DNA, ist also eigentlich ein DNA-Reparaturenzym. Das heißt, das wäre der Mechanismus, den Tumorzellen gegen diese methylierenden Zytostatika aktivieren können. Also vermehrte Expression von MGMT würde bedeuten, verstärkte DNA-Reparatur. Zielstruktur kann verändert werden, das kann fast wieder bei jedem Zytostatikum vorkommen. Und Überexpression des Zielproteins, das ist wieder das wichtigste Beispiel, die Thymidylat-Synthase und verstärkter Aussatztransport. Das sind jetzt einfach Sachen, ja. Das ist eigentlich eh, das erinnert sehr stark an die Resistenzmechanismen von einem Bakterium gegen Antibiotika. Jetzt beginnen wir mit den alkylierenden Verbindungen. Das ist also jetzt die erste Substanzgruppe, die ihr können müsst. Alkylierend, was heißt das? Als erstes muss man mal wissen, Alkylgruppen werden an die DNA gehängt. Das ist einmal die Pharmakodynamik, ganz grob gesagt. Was ist eine Alkylgruppe? Das sind einfach Kohlenwasserstoffmoleküle. Okay, es geht also nur darum, dass wir irgendeine Kohlenwasserstoffverbindung an ein DNA-Molekül hängen. Dadurch wird die DNA in der Struktur verändert und auch in der Funktion beeinträchtigt. Ja, wir machen also de facto DNA-Schäden. Und wenn wir einen DNA-Schaden machen, dann wird normalerweise in körpereigenen Zellen wird dann irgendein Reparaturprotein aktiviert. Welches Protein wird normal bei DNA-Schäden aktiviert? Von wem wird P53 aktiviert? Genau, von ATM. Ja. ATM, wer kennt das Protein? Ataxia teleangiectasia mutata oder so, oder mutiert. Ja, ATM, das aktiviert dann P53 und P53 sorgt normalerweise dafür, dass der DNA-Schaden dann irgendwie wieder beseitigt wird. Das ist also das. Und wenn jetzt der DNA-Schaden nicht mehr beseitigt werden kann, dann wisst ihr ja, dann muss diese Zelle Apoptose eingehen. Also den kontrollierten Zelltod. So. Also, das ist einmal prinzipiell so die Idee, wie die wirken sollen. Beeinflussen die DNA, führen zu DNA-Schäden, sollen Apoptose auslösen. Natürlich machen sie das auch in körpereigenen gesunden Zellen, nicht nur in Tumorzellen. Also, was sind Begriffe, die ihr kennen müsst? Erstens Alkylierung, was bedeutet das? Und dann müsst ihr Begriffe wie bifunktionell, intra- und interstrang-Quervernetzung müsst ihr kennen. Das kann man ganz leicht aufzeichnen. Wenn man es einmal aufgezeichnet hat, hat man es normalerweise verstanden. Also wir zeichnen irgendein DNA-Molekül, also quasi einen Teil dieser Doppelhelix zeichnen wir auf. Und jetzt brauchen wir ein Zytostatikum. Ja, das ist also der Doppelstrang und wir haben ein Zytostatikum. Das ist das Zytostatikum und das ist die Alkylgruppe. Ja, es soll ganz einfach sein, ihr solltet es ja nur verstehen. Ihr müsstet irgendwelche biochemischen Sachen hundertprozentig genau wissen. Und wenn das eine alkylierende Gruppe hat, dann spricht man davon, dass es unifunktionell ist. Ja? Unifunktionell. Also es hat eine Alkylgruppe, unifunktionell. Was macht es? Es kann sich an die DNA dranhängen. Ja? Beziehungsweise es kann auch nur, meistens ist es eigentlich dann so, dass es quasi nur diese alkylierende Gruppe die gibt es an die DNA und das Zytostatikum selbst kann dann auch weg sein. Ist egal. Ja. Es geht einfach darum, es wird nur ein Molekül, eine Base der DNA wird eigentlich wirklich alkyliert. So, was ist dadurch erreicht? Erstens, wir haben das Guanin jetzt beispielsweise verändert. Wie kann man das Guanin verändern? Wir haben es ja vorher angesprochen. Methylieren. Ja. Also wir gehen davon aus, das ist eine Methylierung. Was ist jetzt der Nachteil an so einer unifunktionellen Alkylierung? Das Problem ist, erstens, der Tumor oder alle Zellen im Körper können sich ganz gut gegen so ein Gift wehren. Wie? Am leichtesten ist es, ich schneide einfach das G raus und baue ein richtiges G wieder rein. Ja, das wäre der erste Mechanismus. Zweiter Mechanismus,
Ich schneide mehrere Basen raus, ja, und baue dann einen neuen Strang mit der DNA-Polymerase einfach komplementär zu diesem Strang und es passt wieder alles. Ja. Also das ist relativ, also ich kann einfach quasi auftrennen, das rausschneiden und wieder auffüllen. Das ist also sehr leicht zu reparieren. Deswegen sagen wir, unifunktionelle Gruppen sind nicht ganz so beliebt, weil sie nicht so effektiv sind. Zweitens, wenn wir Guanin methylieren, was passiert durch Guanin-Methylierung? Gene Silencing, so ein Stichwort, oder? Die Gene können einfach in ihrer Expression beeinflusst werden. Das heißt, es werden jetzt dann nachfolgend irgendwelche Proteine entweder vermindert oder vermehrt transkribiert. Ja, wenn ich jetzt da genau ein Gen von einem Tumorsuppressor-Gen quasi silence, dann aktiviere ich ja quasi eigentlich irgendwelche onkogenen Mechanismen in der Zelle. Das heißt, ein Problem von Guanin-Methylierungen ist, dass wir zwei Tumoren hervorrufen können. Ja, es hat also ein gewisses mutagenes Potenzial. Ja, also wir schreiben gleich hin, warum das böse ist. Mutagen. Hat das jeder verstanden? Ja, das ist nämlich eigentlich eine so leichte, kleine Beeinflussung von der DNA, dass quasi die DNA funktioniert ja prinzipiell noch. Vor allem auf dieser Seite ist ja überhaupt kein Schaden. Und auf dieser Seite ist eigentlich auch kein wirklicher Schaden. Es kann einfach dazu kommen, dass es irgendein Gen stillgelegt wird und dadurch irgendwas in der Zelle passiert. Es können zwei Tumoren entstehen. Also ist uns das nicht ganz so recht. Deswegen wollen wir bifunktionelle Alkylantien. Ja, also mit zwei funktionellen Gruppen. Bifunktionell. Zwei alkylierende Gruppen. Und was kann jetzt hier passieren? Wenn das an die DNA bindet, wir können mit zwei verschiedenen Basen einen Komplex quasi eingehen. Und das Ganze kann jetzt auf einem Strang passieren. Dann sagt man, es ist innerhalb eines Stranges, das ist Intra-Strand oder Intra-Strang-Vernetzung. Was sagen wir über Intra-Strang-Quervernetzung? Logischerweise wird dieser Strang wieder überhaupt nicht beeinflusst. Das heißt, es ist wieder relativ leicht zu reparieren. Ein bisschen schwieriger als hier ist es schon, aber es geht noch immer. Ich muss jetzt einfach ein paar Basen rausschneiden, dann kann ich wieder komplementär die richtigen reinsetzen. Kein Problem quasi für die Tumorzellen. Also das ist kein Problem. Es ist ein Problem, aber es ist machbar. Ja? Gut. Und deswegen hoffen wir darauf, dass die Zytostatiker Folgendes machen. Sie legen sich zwischen die zwei Stränge hinein und verknüpfen eine Base von dem einen Strang mit einer Base vom anderen Strang. Und das heißt dann Inter-Strand-Quervernetzung oder Inter-Strang-Quervernetzung. Auf Deutsch oder auf Englisch ist ja wurscht. Ja, und wenn wir eine Inter-Strang-Quervernetzung haben, ja, also zwischen zwei Strängen, dann ist es ganz schwierig für eine Zelle und für die Enzyme der Zelle, dass sie diesen Schaden wieder beheben kann. Warum? Weil wir jetzt einfach die DNA nicht auseinanderreißen können und dann wieder einen Strang irgendwie einfach neu schreiben. Ja, das Problem ist, welches Enzym schneidet normal die DNA, welches dreht es normal immer auf? Die Helikase zum Beispiel. Ja. Also dieses Enzym wird zum Beispiel hier sich wundern, ja, was ist denn da los? Ja, ich kann das auf einmal nicht mehr weiter aufmachen und ich kenne diese Struktur nicht. Ja, also man kann sich vorstellen, hier werden Schäden quasi produziert, die eigentlich eine menschliche Zelle ein bisschen überfordern. Und deswegen sagen wir wollen bifunktionelle Alkylantien, die zu einer Inter-Strand-Quervernetzung führen. Das ist also der Begriff, den man verstanden haben muss. Also warte, ich muss den mal früher ausschalten. Ja, also das waren jetzt einmal Begriffe, die ihr wissen müsst. Und das Ganze wirkt zellzyklusunabhängig. Warum? Weil DNA an sich ist ja immer in der Zelle vorhanden, auch in Tumorzellen. Und die DNA wird auch laufend gebraucht von Tumorzellen. Ja, also wenn wir das irgendwo in einer Zelle machen, eine Interstrand-Quervernetzung, dann können natürlich Gene auch nicht mehr abgeschrieben werden. Ja, und deswegen haben wir eine zellzyklusunabhängige Wirkung. Welche Substanzen müsst ihr können? Ihr müsst als erste Gruppe die Stickstoff-Lost-Derivate lernen. Lost,
Derivate, das ist ja die Entdeckung, geht ja auf die zwei Chemiker Lommel und Steinkopf zurück, deswegen heißt es LOST. Ich habe mich damals gewundert, wofür LOST steht. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwas Besonderes Chemisches, aber das ist einfach, sind die Initialen von denen. Und die Präparate, die ihr kennen müsst, sind Cyclophosphamid, Iphosphamid und Trophosphamid. Wobei man gleich mal sagen kann, Cyclophosphamid ist mit Abstand das Wichtigste von der ganzen Folie. Das muss jeder hundertprozentig super drauf haben. Die anderen sind eher so namentlich und pharmakodynamisch zu wissen. Ja, aber Cyclophosphamid sollte man wirklich super Bescheid wissen. Weil das braucht man nicht nur in der Chemotherapie, sondern auch in anderen Bereichen der Medizin. Was haben jetzt Stickstoff-Loss-Derivate gemeinsam? Die Stickstoff-Loss-Derivate, also so. Stickstoff-Loss-Derivate haben alle eine Stickstoff-Loss-Gruppe. Ist einmal klar. Was ist eine Stickstoff-Loss-Gruppe? Es schaut so aus. Also wir haben irgendeinen Rest. So wird quasi das Pharmakon selbst definiert. Also irgendwo, also jetzt, je nachdem wie das Pharmakon halt ausschaut. Und die Stickstoff-Lost-Gruppe schauen wir uns jetzt kurz an. Also, hoppala. Entschuldigung. Stickstoff. Man muss es jetzt nicht zeichnen können. Ich erkläre es euch nur, schaut euch das mal an. Und wenn ihr es gesehen habt, werdet ihr auf einmal verstehen, dass das ganz leicht ist. Und vor allem ist es so, dass man von Stickstoff-Lost-Derivaten muss man die Pharmakodynamik lernen, die da lautet, sie bilden ein Aceridinium-Ion und dadurch wird die DNA alkyliert. Und dann wird, wenn man das so sagt, muss man in Kauf nehmen, dass dann der Professor dich fragt, was ist denn ein Aceridinium-Ion? Ja, und dann muss man so, ja. Ist halt dann doof. Und deswegen zeichne ich das kurz auf, ihr werdet sehen, das ist ganz leicht zu verstehen. Also ich zeichne jetzt mal diesen Wirkmechanismus auf. So, das ist jetzt also Stickstoff und das ist jetzt diese Stickstoff-Lost-Gruppe. Die definiert die ganzen Stickstoff-Lost-Derivate. Was kann diese spezielle chemische Verbindung? Es kann jetzt passieren, dass in den Zellen wird das Chlorid abgegeben. Okay? Also in den Zellen wird Chlorid von dieser Gruppe abgespalten. Und was passiert dadurch? Das CH2, Kohlenstoff, wisst ihr, hat ja 4 Bindungsstellen. Das hat jetzt auf einmal nur mit 3 besetzte Bindungsstellen. Und laut dieser, was heißt, Oktettregel oder was man da im Block 1 lernt, wollen die ja immer alle Bindungshüllen da irgendwie ausgefüllt haben. De facto passiert also Folgendes. Dieses CH2 lagert sich zurück. Okay. Und macht Folgendes. Lagert sich zurück und bindet mit dem vierten Bindungsarm mit dem Stickstoffatom von dieser Verbindung. Was passiert jetzt mit dem Stickstoff? Der Stickstoff wird auf einmal positiv. Okay? Gut, und was passiert jetzt? Durch diese positive Ladung kann es jetzt passieren, dass wir haben hier irgendwie einen DNA-Strang. Also das ist jetzt ganz, alles ist im Zellkern. Und der Stickstoff will wieder neutral werden, weil es ist zwar immer positiv drauf, aber eigentlich will es ja schon neutral sein. Und können Sie sich also vorstellen, der Stickstoff schiebt jetzt diese Kohlenwasserstoffgruppe wieder weg. So, wo kann jetzt der Stickstoff diese Kohlenwasserstoffgruppe hinbinden? Sie bindet an DNA. Okay? Das war jetzt dieser Wirkmechanismus von Stickstoff-Loss-Derivaten, okay? Also ihr seht, es ist eigentlich nicht schwierig, es wird einfach, nochmal, ganz leicht gesagt, es wird Chlorid abgegeben, das Chlorid ist negativ, das muss irgendwo hinbinden, das CH2 legt sich zurück, bindet an den Stickstoff, das wird positiv und im Zellkern geht diese Kohlenwasserstoffgruppe wieder weg und bindet sich an DNA-Basen. Und dadurch haben wir jetzt die erste Alkylierung, okay? Das war die erste Alkylierung. Und jetzt siehe da, wenn man gesagt, unifunktionell ist doof, wir haben Gott sei Dank eine zweite Stickstoff-Lost-Gruppe in diesem Molekül. Das heißt, das gleiche kann jetzt hier nochmal passieren, wir haben also eine bifunktionelle Alkylierung von DNA-Molekülen. Ja? Also das ist das Wirkprinzip, so funktioniert das. Und dieses zwischenzeitlich positiv geladene Stickstoffatom
mit dem CH2. Das nennt man Aziridinium-Ion. Ja, also ihr müsst es nicht aufzeichnen können, aber ich sag mal, ich habe mich damals einfach darum gerissen, dass ich genau bei solchen Sachen halt sage, schnell irgendwie brillieren, rausgehen an die Tafel, das aufzeichnen und dann sagt der Professor, gut, für die Woche hat es gereicht. Ja? Das ist dann, das einzig Doofe ist natürlich, dass Zytostatik erst am Donnerstag oder Freitag drankommen, aber trotzdem, vielleicht hat man den Professor ja wieder mal. Also das war jetzt das Wirkprinzip von Stickstoff-Loss-Derivaten. Gut. Cyclophosphamid, Iphosphamid und Trophosphamid. Und ihr seht jetzt, man muss eben jetzt kein großer Chemiker sein, aber man erkennt auf jeden Fall sofort diese Stickstoff-Lost-Gruppen, die ich jetzt gezeigt habe. Ja? Cyclophosphamid hat zwei davon, Iphosphamid hat zwei davon, Trophosphamid hat sogar drei davon, Melphalan hat wieder zwei, Chlorambucil hat zwei und das Thiotaper schaut eigentlich so aus, als ob sofort drei Aziridinium-Ione hätte, so ungefähr. Aber wie das genau funktioniert, mir ist egal. Also, was müsst ihr jetzt wissen? Als erstes schaut euch das Cyclophosphamid an und das Trophosphamid. Und ihr seht, wenn man diese Gruppe hier wegstreichen würde, dann schaut Trophosphamid genauso wie Cyclophosphamid. Also als erstes könnt ihr euch gleich mal merken, Trophosphamid ist eine Prodrug von Cyclophosphamid. Und gleichzeitig, wenn man sich jetzt die zwei anschaut im Vergleich, Trophosphamid ist auch eine Prodrug von Iphosphamid. Okay, also Trophosphamid wird sowohl zu Iphosphamid als auch zu Cyclophosphamid. Gut, und was müsst ihr jetzt über das Cyclophosphamid wissen? Als erstes, es ist selbst eigentlich auch noch eine Prodrug, also Cyclophosphamid muss zuerst aktiviert werden von CYP2B6. Ja, also es muss aktiviert werden zum Hydroxycyclophosphamid und dieses Hydroxycyclophosphamid muss noch weiter zerfallen zum Aldophosphamid, also diese Namen sind wurscht. Ja. Was ihr hier merken müsst, Cyclophosphamid gibt irgendwann das aktive Stickstoff-Lost-Molekül quasi ab. Okay? Also wir haben einerseits eine Aktivierung durch CYP2B6 und was ist das Problem? Warum müsst ihr euch das anschauen? Weil ein anderes Abfallprodukt vom Cyclophosphamid, das bei diesem Zerfall entsteht, ist Acrolein. Und Acrolein schädigt die Blase ganz stark. Ja, das ist ganz reizend in der Blase. Reizend im Sinn von negativ. Und Acrolein führt zu einer hämorrhagischen Zystitis. Ja. Hämorrhagische Zystitis, was heißt das? Einfach der Patient, also ihr überlegt, wenn man sowas lernt, muss man immer sofort denken, okay, wie sage ich das dem Patienten? Du sagst ihm ja nicht, es kann sein, dass sie eine hämorrhagische Zystitis bekommen, sondern was sagt man ihm? Genau. Perfekt, genauso. Man würde ihm sagen, okay, es kann sein, dass Sie blutigen Harn bekommen und eine ganz schmerzhafte Harnblase, also irgendwo da unten im unteren Bauchbereich, aber ganz starke Schmerzen. Und dann soll er sofort wieder kommen. Okay? Und warum sagen wir euch das so genau? Weil wir haben auch ein Antidot, also ein Gegengift gegen dieses Acrolein und dieses Gegengift heißt Mesna, ja, Mercaptoethansulfonat als Natriumsalz. Das ist das Gegengift mit seiner Schwefel. Gruppe kann das Acrolein binden und dadurch ist Acrolein nicht mehr so toxisch. Das müsst ihr also dann dazugeben. Das gibt man gleich, soll man gleich dazugeben, ja? Ja? Also daran sollt ihr denken. Mir ist noch nicht bekannt, dass es eigentlich wäre sehr logisch, dass es dann fixe Kombinationen gibt, dass es das Cyclophosphamid sowieso nur mit Mesna gibt. Aber das gibt es, glaube ich, noch nicht. Weiß ich nicht, ja? Also das wäre wieder Punkt, das muss man dann mit dem Pharmaprofessor diskutieren. Dann kann man fragen, gibt es das schon als fixe Kombi? Wenn ja, warum verwendet man denn immer das? Und wenn nein, warum gibt es das nicht? Also, Cyclophosphamid. Erstens, ihr wisst jetzt schon Stickstoff-Loss-Derivat. Zweitens, ihr wisst es, alkylierte DNA mit dem aktiven Aziridinium-Ion. Und jetzt ganz wichtig, die Nebenwirkungen. Erstens, hämorrhagische Zystitis. Dagegen können wir was machen. Wir können vorbeugend Mesna geben. Und zweitens, in sehr hohen Dosen kann es zu hämorrhagischen Myokardnekrosen kommen, wobei man da sagen muss, das sind wirklich exorbitant hohe Dosen. Ja, wenn man sich mal so typische Dosierungen anschaut, es wird auch zur Immunsuppression verwendet, da wird es natürlich niedriger dosiert, also bei Autoimmunerkrankungen beispielsweise, Lupus oder so irgendwas. Und wenn man es dann bei Leukämien geben würde, wenn man es bei Leukämien geben würde, wird man es natürlich schon höher dosieren. Und wenn man sich dann die hohen Dosen anschaut, dann sieht man, es ist irgendwie dann noch einmal
doppelt oder dreimal so viel und dann kann man erst diese hämorrhagischen Myokardnekrosen haben. Aber ihr müsst trotzdem dran denken, ja? Ich kann also das Herz auch kaputt machen. Warum man dann Trophosphor mitgeben würde? Ich würde es nie geben. Ich habe auch noch nie gesehen, dass das irgendwo steht, dass man es gibt. Okay? Aber super Einwand, ja? Ich komme gleich nochmal dazu. Also Cyclophosphor mit. So, eigentlich schaut ja das aus, ja gut, wenn man Mesner gibt und wenn das eh nur bei extrem hohen Dosen gibt, dann ist es gut verträglich. Ich habe jetzt auf diese Folien, haben der Mario und ich nicht alle Nebenwirkungen von Zytostatika aufgeschrieben, weil die meisten logisch sind. Ja, also eine Myelosuppression, eine Knochenmarkstoxizität hat jedes Zytostatikum, außer wir sagen was anderes, ja? Oder das Buch sagt was anderes. Also das steht nicht da, weil es wird einfach zu viel Platz brauchen. Erstens also. Übelkeit, Erbrechen kann alles, jedes Zytostatikum machen. Cyclophosphamid ist sehr stark emetogen. Zweitens, eine Myelosuppression kann jedes Zytostatikum machen, also auch das Cyclophosphamid. Drittens, Haarausfall kann auch immer bei Chemotherapie vorkommen. Okay? Das sind so Punkte, die müsst ihr immer sagen. Und die Fertilität ist auf jeden Fall beeinträchtigt. Und natürlich bei Schwangerschaft absolut kontraindiziert, weil es einfach mit Zellwachstum interagiert. Also man muss den Patienten dann quasi sowieso sagen, erstens auf eine ganz, ganz sichere Kontrazeption achten, zweitens Männern, was bieten wir Männern an? Die Kryokonservierung von Spermien, genau, also das können wir ja vorher einfrieren, wenn er noch quasi gesund ist, also wenn die Spermienzellen noch nicht geschädigt sind. Und gegen die Perücke können wir den Frauen sagen, dass die Krankenkasse für die Perücke bezahlt. Also Haarausfall ist natürlich sozial immer quasi sehr, da wird man natürlich dann gleich stigmatisiert und das kann vor allem bei Frauen sehr unangenehm sein. Männer müssen damit leben können. Frauen bekommen von der Krankenkasse eine Perücke gestellt. Ja. Und Fertilität haben wir gesagt, Durchfall kann immer vorkommen. Dann gegen die Übelkeit und das Erbrechen, was machen wir da? 5-HT3-Antagonisten für die frühe Phase des Erbrechens, sowie welche? Ondansetron, weiter. Topisetron, Granisetron. Und was für Nebenwirkung? Wenn ich 5-HT3-Rezeptoren blockiere, dann blockiere ich quasi den propulsiven Reflexkreislauf im Magen-Darm-Trakt. Das heißt, sie haben Obstipation als Nebenwirkung. Ja? Gut. Und gegen die Spätphase des Erbrechens können wir dann diesen NK1-Antagonisten plus Glucocorticoide geben. Also aprepitant. Ich habe ja schon in der Gastro-Vorlesung letzte Woche gesagt, aprepitant. Apre heißt ja schon nach, auf Französisch, so kann man es immer merken, auf die zweite Phase des Erbrechens. Ja, Zytostatika führen immer zu zwei Phasen. Frühe Phase, so sofort danach, nach Einnahme fangen die zum Speiben an, da wirken super die 5-HT3-Antagonisten. Macht Sinn, weil diese frühe Phase wird natürlich induziert durch den Serotonin-Release von den Kulchitzki-Zellen. Wenn man jetzt die Rezeptoren blockiert, haben wir frühe Phase unterdrückt. Die Spätphase hat sie gezeigt, dass die vor allem auf Glucocorticoide plus NK1-Antagonisten anspricht. Ja, das sind jetzt also Nebenwirkungen, die stehen nicht hier, weil die gelten für jedes Zytostatikum. So, Cyclophosphamid. Verwandte Substanzen mit dem Cyclophosphamid sind das Ifosfamid erstens und das Trophosphamid. Beim Ifosfamid können Sie sich gleich merken, Ifosfamid erstens kann auch das Acrolein kann auch anfallen. Und zweitens, also die hämorrhagische Zystitis kann auch entstehen. Und zweitens, ganz wichtig, beim Ifosfamid entsteht ein Chloracetaldehyd als zweiter Metabolit. Und dieser Metabolit ist neurotoxisch. Ja, das ist also, das Acetaldehyd, sagt man ja immer, das ist ja auch die Substanz, die beim Alkoholabbau entsteht und den Kater am nächsten Tag verursacht. Und das Chloracetaldehyd, das beim Ifosfamidabbau entsteht, ist quasi auch so ein Molekül. Und deswegen sagt man, Ifosfamid ist neurotoxisch und deswegen ist eh immer die Frage, warum. Und deswegen wird wahrscheinlich auch nur Cyclophosphamid verwendet von den drei Mitteln. Das Trophosphamid ist jetzt ein Produkt von Ifosfamid und Cyclophosphamid und kann deswegen alle Nebenwirkungen haben, die zwei haben. Ja, indiziert sind die bei sehr vielen verschiedenen Tumoren. Ihr müsst es, wie gesagt, nicht genau wissen. Wichtig ist beim Cyclophosphamid, dass es auch bei zur Immunsuppression wird es auch verwendet. Das ist wichtig. So, das waren die ersten drei. Die nächsten drei, da braucht man nicht viel wissen. Melphalan, Chlorambucil und Tiotepa. Was man sich beim Melphalan merken kann, das ist ganz leicht merkbar, deswegen sage ich es immer,
Ihr seht es hier drinnen, also entweder Biochemiker unter euch werden sehen, dass diese Struktur hier ist was? Nicht nur Carbonsäure, sondern was ist hier? Also ist Aminosäure, oder würde ich sagen? Aminosäure, was haben wir für phenolische Aminosäure? Phenylalanin, oder? Zum Beispiel. Ja, oder das Tyrosin, würde ich sagen. Und Phenylalanin schaut jetzt dem Melphalan ganz, ganz ähnlich. Ihr seht es auch hier im Namen. Hier steckt quasi Phenylalanin drinnen. Es steht pH für Phenyl und Alan für Alanin. Das steckt schon drinnen im Namen. Ja? Und so könnt ihr euch merken, dass Melphalan, wenn man das einnimmt, oral, und man isst dazu ganz viel proteinreiche Nahrung, sprich Aminosäuren, dann konkurriert es um die Resorption im Magen-Darm-Trakt. Ja, deswegen ist das wichtig. Also zum Melphalan sollte man jetzt nicht so viel Proteinshakes trinken, zum Beispiel. Oder Fleisch essen. Chlorambucil und Thiotepa, da merkt sich einfach nur Stickstofflossderivat und unsere klassischen Nebenwirkungen. Welche klassischen Nebenwirkungen sagst du mir sofort? Muss sofort kommen. Immer. Welches macht jedes Zytostatikum? Welche Nebenwirkung? Immunsuppression? Ja. Okay. Ist irgendwie Immunsuppression, ist ja irgendwie nochmal. Ja. Übelkeit erbrechen, Durchfall, Infertilität. Okay? Das muss man so oft vorsagen, bis man dann irgendwann das, muss man quasi von selbst sofort sagen, bei jedem Zytostatikum, bevor der Professor überhaupt irgendwas gefragt hat. Gut, die nächsten alkylierenden Substanzen, das sind jetzt keine Stickstoff-Loss-Derivate zwingend, also ihr seht hier trotzdem wieder so eine Gruppe, die euch schon bekannt vorkommt, aber die wirken auch alkylierend, wie ist jetzt dann schon wurscht, ja? Die Substanzen, die ihr kennen müsst, als erstes ist einmal das Busulfan. Busulfan ist hier ganz rechts abgebildet. Und beim Busulfan müsst ihr euch merken, das ist ganz, ganz, ganz stark myelosuppressiv. Ja, also dieser Begriff, damit man das auch erklärt hat. Am Anfang wundert man sich ja, warum im Pharmabuch einmal myelosuppressiv, einmal knochenmarkstoxisch und einmal steht nur irgendwas an, Immunsuppression. Ja, das heißt ja quasi alles das Gleiche. Ja, einfach wenn das Knochenmark irgendwie toxisch beeinflusst wird, dann kann das Immunsystem nicht mehr funktionieren. Ja, und deswegen auch Myelosuppression. Busulfan ist also ganz, ganz stark myelosuppressiv. Und dazu muss man jetzt sagen, ihr müsst einen Begriff kennen bei den Zytostatika. Als erstes müsst ihr euch einmal überlegen, warum gibt man Chemotherapie immer in Zyklen? Was glaubst du? Weil ein prozentualer Anteil von Tumorzellen stirbt, dann, aber wenn ihr Montag 99% abtötet, dann würde ich am Dienstag wieder 99% abtöten. So. Genau. Das Problem ist also nicht, dass wir den Tumor nicht mehr Schaden zufügen wollen. Wir wollen ihm eh so viel Schaden zufügen wie möglich, aber das Problem ist, wie der Kollege richtig bemerkt, dass wir auch das Immunsystem abschalten. Also, deswegen müsst ihr den Begriff Nadir kennen. Beziehungsweise kann man ganz kurz allgemein über die Knochenmarkstoxizität reden. Wie äußert sich Knochenmarkstoxizität? Was glaubst du? Wie äußert sich Knochenmarkstoxizität? Weil wenn ihr immer Myelosuppression sagt, ist ja das schön und gut, aber ihr müsst ja den Patienten auch sagen, es kann sein, dass Agranulozytose ist ja quasi die abrupte Myelosuppression, okay. Also neutropenisches Fieber wirst du dem Patienten nicht sagen, weil er wieder nicht sehr viel damit anfangen können. Genau. Auch wenn er Fieber klare Ursache hat, soll er kommen. Am besten. Ja, wenn er Fieber hat, soll er kommen. Erstens. Okay, also man muss dem Patienten, wir sagen es im Allgemeinen, wir sagen, dein Immunsystem, also ihr Immunsystem, wird die nächsten Wochen sehr stark geschwächt sein. Deswegen möglichst nicht mit irgendwelchen kleinen Keimschleudern im Kindergarten spielen, sondern eher irgendwie schauen, dass man ein bisschen isoliert ist. Ja? Erstens. Zweitens, was kann noch sein? Was wird im Knochenmark noch gebildet? Eris. Gut, also was sagst du dem Patienten? Sie werden blass. Es kann sein, dass Sie blass sein werden. Wenn man steht vor dem Patienten und sagt, es kann sein, dass die Leute blass werden. Das ist wichtig fürs Pharmazie. Ja, ich simuliere ja jetzt gerade den Patienten. Ich bin ja gerade blass und Schweiß und irgendwie schneller Herzschlag. Klassisch annehmen, ja? Gut, also bei der Anämie, man sagt ihm erstens, zuerst sagt man ihm, das Immunsystem, ihr Immunsystem wird die nächsten Tage geschwächt sein, die nächsten Wochen.
Zweitens, auch die roten Blutkörperchen werden vermindert gebildet. Also kann es sein, dass Sie beim Treppensteigen sofort außer Atem kommen werden. Machen Sie nicht zu viel Sport, Sie können einfach umkippen, ja, weil einfach zu wenig Sauerstoffträger in Ihrem Blut sind in den nächsten Wochen. So, und dann das nächste. Die Gerinnung. Okay, also er sollte nicht die Hüfte brechen und irgendwie innere Blutungen haben. Gut. Also er hat auch eine erhöhte Blutungsneigung, ja? Meines Wissens ist einfach die lange Myelosuppression an sich das große Problem. Es ist jetzt unabhängig davon, welcher Zelltyp eigentlich quasi geschädigt wird. Es ist einfach das Problem, das sage ich jetzt. Also, lass mich nochmal kurz. Nochmalstoxizität tritt also eigentlich bei jedem Zytostatikum auf und ihr merkt euch dazu also erstens Immunsystem. Ja, also man muss ihm sagen, dass er infektanfällig ist. Immunsystem. Zweitens Anämie, also er wird quasi schnaufen, er wird einen schnellen Herzschlag haben, er wird müde sein, er wird schwach sein und die Thrombos werden auch abfallen und deswegen kann er bei sich einen Duke-Test machen, ins Ohr pieksen und schauen, wie lange es nachblutet. Ja? Und was müsst ihr jetzt wissen? Ihr müsst den Begriff Nadir kennen. Und dieser Begriff heißt, wer weiß es? Genau, also das ist der Tiefpunkt. Das ist quasi das Maximum an Knochenmarkstoxizität, das der Patient erleben wird, beziehungsweise sein Knochenmark. Ja? Also wie schaut das normalerweise aus? Wenn wir ein typisches Zytostatikum geben, wann haben wir den Nadir? Man sagt so 1 bis 2 Wochen. Ja? Also circa 7 bis 14 Tage nach Chemotherapie, nach Einnahme. Ist normalerweise das Maximum an Knochenmarkstoxizität erreicht. Das heißt, wie schaut das jetzt aus, wenn man sich das aufzeichnet? Hier haben wir also die Leukos. Eigentlich das Wichtigste sind auf jeden Fall ja die Leukos. Ja, weil wenn man einen Infekt hat ohne Immunsystem, ist das viel gefährlicher, als wenn man die Treppen raufsteigt und schnaufen muss. Ja, also die Anämie ist ja, sagen wir mal, egal. Nicht so schlimm. Das ist ganz schlimm. Thrombus sind auch ungut. Also, wenn man hier unten dann die Zeit aufträgt, wir machen das in 10-Tage-Schritten. Dann kann man also davon ausgehen, dass wenn wir eine Chemotherapie am ersten Tag, am Tag 0, geben wir Chemotherapie und das Immunsystem wird so abfallen. Ja? Okay, das ist also jetzt der Nadir, der ist so um Tag 10. Also jetzt ist es ganz, ganz, ganz gefährlich. Wenn der also wirklich, sagen wir, 4 Substanzen bekommt und das ist alles ganz stark toxisch, dann kann man sogar überlegen, dass man den um diesen Zeitraum auch irgendwo isoliert in einem Krankenhaus. Einfach irgendwo sagt, der hat kein Immunsystem, jetzt muss man ganz keimarm aufpassen. Natürlich ist immer das Problem, wenn man im Krankenhaus ist, dass wenn er dann einen Keim bekommt, dann hat er halt irgendeinen Multiresistenten meistens. Gut, also das ist immer so das Abwägen. So. Die Leukozyten erholen sich auch wieder und das ist jetzt auch der Grund, warum man Chemotherapie eben nur einmal im Monat so ungefähr geben kann. Man sagt, diese typischen Chemotherapiezyklen richten sich eigentlich nach der Leukozytenzahl. Ja? Also man macht mit dem Patienten aus, ich gebe heute Chemotherapie, in 10 Tagen wird das Immunsystem ganz stark geschwächt sein und wir schauen dann mal in 4 Wochen, wenn nichts ist bis dahin, in 4 Wochen werden wir mal schauen, wie das Blutbild ausschaut. Und dann kann es eben sein, dass sie das bis dahin wieder was er erholt hat. Man sagt, das Immunsystem braucht so circa 2 Wochen, 2-3 Wochen zur Erholung. Ja, das ist dann natürlich immer individuell unterschiedlich und je nach Substanz unterschiedlich. Und jetzt seht ihr eben, okay, jetzt hat das Immunsystem wieder erholt. Es ist wieder auf einem normalen Niveau. Jetzt können wir wieder eine Chemotherapie geben. Ja, wenn bei dem Patienten, wenn es zum Beispiel anders wäre, wenn der auf einmal nur ganz niedrige Leukos hätte, dann sagt man einfach, okay, wir warten noch 2 Wochen. Ja? Gut. Das ist also so typisch, wie das ausschauen wird ungefähr. Ja. Und jetzt müsst ihr wissen, beim Busulfan ist es nicht so, dass nach 7 bis 14 Tagen das Maximum an Myelosuppression erreicht ist, sondern erst nach 8 Wochen. Okay? So circa 8 Wochen. Und daraus ergibt sich, dass Busulfan an sich ein extrem schlechter Kombinationspartner für irgendwelche Chemotherapien ist. Weil wenn man, sobald man eine Substanz hat, die erst nach 8 Wochen wirklich den maximalen toxischen Effekt quasi ausübt, dann kann man erst noch angenommen 16 oder 20,
16 oder 20 Wochen den nächsten Chemotherapiezyklus quasi starten. Und deswegen ist Busulfan eigentlich nicht mehr als Zytostatikum an sich oder halt als Chemotherapeutikum im Einsatz. Ja, also Busulfan, Nadir nach 8 Wochen, das können Sie aufschreiben. Sondern beim Busulfan steht hier KMT dabei und das steht jetzt nicht für Knochenmarkstoxizität, sondern für Knochenmarkstransplantation. Ja? Also Busulfan wird eigentlich jetzt nicht mehr verwendet dafür, dass man irgendwelche Krebse heilt oder halt nicht, dass man die Leukämiezellen abtötet, sondern man sagt dazu, die Konditionierung vor Stammzelltransplantation. Ja? Man sagt, das heißt konditionieren. Es ist ja so, dass alle Leukämien sind prinzipiell wie heilbar, wenn man Stammzellentherapie macht. Ja, die meisten Leukämien haben ja irgendeine prozentuell meistens gar nicht so schlechte Ansprechrate auf Chemotherapie, aber de facto werden immer irgendwo ein paar Tumorzellen drinnen bleiben, die sich immer wieder teilen und es wird immer wieder kommen, die Leukämie. Ausnahme ist, wir beseitigen alle weißen Blutzellen, die es in dem ganzen Körper gibt und dann geben wir von einem anderen gesunden Menschen Stammzellen hinein. Ja, dann kann quasi ein neues Immunsystem gebildet werden und das ist ja die Stammzelltransplantation. Und vor der Stammzelltransplantation muss man jetzt sicher gehen, dass keine weißen Blutzellen mehr da sind. Das macht man zum Beispiel mit Busulfan oder man kann auch, also macht auch dann Strahlentherapie. Also man muss es auch bestrahlen. Ganzkörperbestrahlung muss dann auch sein, auch erfolgen. So, da war noch eine Frage? Also ja, okay. Also Bestrahlung immer wichtig. Ja, das merkt sich zum Busulfan. Die nächsten drei Präparate sind Nitrosoharnstoffderivate, das ist das Carmustin, Lomustin und Nimustin. Gibt es auch noch mehr, das Fotemustin gibt es auch noch. Also alles mit Mustin. Ja. Und da kann man sich immer merken, Lomustin als Zytostatikum ins Hirn. Ja. Also wenn man Carmustin, Lomustin, Nimustin, Lomustin ins Hirn. Okay, so wie man das gemerkt. Das sind Nitrosoharnstoffderivate, die sind lipophil. Und wenn sie lipophil sind, dann können Pharmaka natürlich Membranen überwinden und dann können sie auch ins Gehirn kommen. Und da ist ganz wichtig, das Gehirn haben wir also nicht sehr viel Substanzen, also sehr viel zytostatische Substanzen haben wir nicht, die Gehirntumoren therapieren können. Welche Gehirntumoren solltet ihr gehört haben, also jetzt nicht fürs Seminar, aber überhaupt, damit man ein bisschen einen Plan hat, das Glioblastom ist ganz wichtig. Ja? Das ist quasi so der Krebs vom Gehirn, von dem sie immer alle fürchten, weil der ist halt wirklich ganz böse. Entsteht aus den Astrozyten. Ja? Also normalerweise ist es so, dass die Astrozyten, ihr kennt sie nur die Gliazellen. Was sind die Gliazellen? Welche Typen gibt es? Oligodendrozyten, ja, die machen was. Machen die Myelinscheide im zentralen Nervensystem, im peripheren macht es wer? Die Schwannzellen, ja, okay. Welche Gliazellen gibt es noch? Mikroglia und Ependymzellen, die den Liquor auskleiden, Liquorraum, okay, also das sind die Gliazellen. Ihr werdet beim Gehirn, beim ZNS-Block, werdet irgendwann darstellen, es gibt von jedem, von diesem Zelltyp gibt es dann 17 verschiedene Tumorerkrankungen, ja, also das ist dann immer ganz spannend. Wichtigste, können Sie jetzt schon merken, dann bekommen Sie jetzt von mir gesagt, das Astrozytom ist immer das Wichtigste, das ist prinzipiell noch relativ gutartig und aus dem Astrozytom kann dann ein Glioblastom werden. Ja, also ein Glioblastom ist nichts anderes als ein Tumor von Astrozyten und der ist ganz böse. Ja? Also wer da vielleicht schon irgendwann einmal einen Patienten gesehen hat oder auch familiäre Erfahrungen gemacht hat, das ist wirklich eine ganz böse Erkrankung, weil die Patienten oft nach Diagnosestellung haben sie dann noch 3-4 Monate, ja, beim Glioblastom. Also das ist wirklich heftig. Und was ist ein weiteres Problem, dass sie halt lange, das wächst ja schon die ganze Zeit, aber man hat oft wenig Symptome. Was können die ersten Symptome sein beim Gehirntumor? Kopfschmerzen, genau. Bitte? Genau, wenn es eher im Kleinhirn sitzt. Also im Prinzip können es jetzt alle möglichen zentralnervösen Symptome durchgehen. Es kann Doppelbild sein, es kann sein, dass er auf einmal auf einer Seite anläuft, weil er dann nichts mehr wahrnimmt. Es kann einfach irgendwas sein. Ja? Und das Problem ist einfach, wenn es ein Glioblastom ist, dann hat der Mensch nicht mehr lange Zeit. Und für das Glioblastom können wir eben Carmustin, Lomustin oder Simustin oder Fotemustin verwenden, lauter lipophile Substanzen. Ja, also das steht jetzt hier, das Busulfan haben wir gesagt,
ist beim Busulfahren, merkt sich also. Verwendet man zur Vorbereitung auf eine Knochenmarkstransplantation. Was müsst ihr noch zum Busulfan wissen? Das Busulfan, erstens wird es an Glutathion gekoppelt. Woran denkt ihr dann sofort? Paracetamol, exzellent. Also das ist vielleicht so eine Geschichte, könnte man sagen, daran sollte man denken. Ja, wenn man quasi Busulfan und Paracetamol gleichzeitig gibt, könnte sein, dass da irgendwie eine schnellere Glutathion-Verarmung ist. Und zweitens, was müsst ihr euch noch merken, Busulfan hat es wichtige Nebenwirkungen, Lungenfibrose und ja, das ist also wichtig, die Lungenfibrose und die Hyperpigmentierung ist nicht so wichtig. Ja, also die Lungenfibrose, was sagst du dem Patienten? Was sagst du mir? Genau, also sie sollen sofort wieder kommen, wenn irgendwie die Atmung schwerfällt, wenn sie irgendwie immer außer Atem sind. Ja? Ja, dann müssen wir, was machst du dann? Bitte? Okay, was machst du, wenn ich schnaufend in die Ordination komme und Busulfan genommen habe? Okay, zuerst willst du mal schauen, was mit der Lunge los ist, oder? Was machst du? Okay, er zeigt es vor, was machst du? Okay, er geht aufs Klo. Bitte? Sättigung ist immer ganz wichtig, also es sind so allgemeine Sachen, das kann man nicht oft genug hören. Vor allem im Medizinstudium schadet es nicht, wenn einmal wie solche Sachen durchbespricht. Also Sättigung ist immer auf jeden Fall wichtig, wenn die Lunge geschädigt ist. Und dann würde ich sofort was machen? Röntgen würde ich als zweites machen. Glukokortikoide würde ich auch noch nicht machen. Spirometrie, super. Ganz leichte Untersuchung. Ja, Spirometrie, die ist ganz leicht gemacht und man hat sofort einen guten Überblick. Wie funktioniert die Lunge? Und was machst du nach der Spiro? Du vergleichst den Befund mit dem Befund, den du, bevor du die Therapie begonnen hast, hoffentlich gemacht hast. Ja, damit du jetzt einschätzen kannst, ist es schlechter geworden oder nicht? Na, es ist ganz immer wichtig, immer Referenzwerte haben. Man muss immer zum Tag 0 einmal einen Referenzwert haben, damit man sagen kann, es ist schlechter geworden oder nicht. Gut, und bei den Nitroso-Harnstoffverbindungen haben wir gesagt, hohe Lipophilie, deswegen bei ZNS-Tumoren eingesetzt. So, die nächsten, die Triazene, das sind jetzt Dacarbazin, Procarbazin und Temozolomid. Und bei denen müsst ihr euch jetzt merken, ganz wichtig, die sind nicht bifunktionell. Ich habe es ganz am Anfang schon mal besprochen, irgendwo habe ich es erwähnt. Also diese drei Substanzen sind nicht bifunktionell, das sind unifunktionelle Alkylantien. Und jetzt, wenn ich unifunktionell sage, was fällt dir dann sofort ein? Bitte? Entschuldigung? Also nein, ich habe es ja nur nicht akustisch nicht verstanden. Ja, wenn es unifunktionell sind, was denkst du sofort? Kann erstens schnell beseitigt werden, zweitens mutagen. Okay? Unifunktionell haben wir gesagt, ist nicht so gut. Ja? Und ganz allgemein müsst ihr euch sofort dann denken, wenn es unifunktionell ist, dann ist es erstens mutagen, zweitens kann es leichter repariert werden. So, beim Dacarbazin kann man sich merken, es wird durch CYP1A1 und 1A2 aktiviert. Welches Antibiotikum gibst du also nicht dazu? Welches gibst du nicht dazu? Ciprofloxacin und Enoxacin, genau, CYP1A2-Hemmer, weil dadurch wird man die Wirkung vermindern. Ja, daran kann man denken. Es wird also durch CYPs aktiviert und de facto es führt zu einer Methylierung von Guanin. Ja, und wenn es zu einer Methylierung von Guanin führt, haben wir gesagt, kann es zum Gene Silencing führen, das kann auch mutagen sein, also haben wir zwei Tumoren. Und jetzt noch ganz wichtig, der Tumor kann sehr leicht resistent werden, weil Methylierungen am Guanin können durch das MGMT-Enzym, das ist eigentlich kein Enzym. Warum ist es kein Enzym? Weil es eigentlich das Methyl bindet und dann nicht mehr die Reaktion katalysieren kann. Und das ist also quasi eigentlich, es bindet es ja quasi nur ab. Ja, und ein Enzym wird eigentlich dadurch definiert, dass es ein Substrat umsetzt und das in einer gewissen Geschwindigkeit kann. Und das ist eigentlich, wir brauchen ein Enzym für eine Methylierung. Ja. Also ja, ein Enzym kann eine Methylgruppe wegnehmen. Für die nächste Methylgruppe müssen wir ein neues Enzym synthetisieren. Und deswegen ist es jetzt logisch, dass ein Tumor, wenn er ganz viel MGMT macht von diesem Enzym, dann wirken diese Substanzen nicht mehr. Was müsst ihr euch noch merken? Die sind alle drei ein bisschen unterschiedlich. Also als erstes, sie sind nicht bifunktionell, sie sind nur unifunktionell. Sie machen Methylierungen. Dacarbazin wird durch CYP1A1 und 1A2 metabolisiert und auch aktiviert. Kann, Einsatzgebiet ist wurscht.
Wichtig ist beim Tagarbeitsziehen, das ist jetzt das erste Zytostatikum, das ihr lernt heute Abend, das eine geringe Myelosuppression hat. Ja, es wirkt schwächer myelosuppressiv. Trotzdem hat es die anderen Zytostatika-inhärenten Nebenwirkungen schon. Also ganz, ganz starkes Erbrechen beim Dacarbazin. Also machst du. Okay, beim Seminar redet man immer ganz, ganz laut und deutlich und selbstbewusst. Wie zum Beispiel. Oder? Denk an Professor Graninger, der ist Tropenmediziner. Granisetron und Tropisetron. Ja? Zum Beispiel. Palonosetron. Und dann sagst du noch dazu? Was sagst du noch dazu bei den 5-HT3-Antagonisten? Und da kann man vielleicht sagen, sie haben ja auch vielleicht Durchfall vom Zytostatikum, oder? Dann ist es praktisch, dass Ondansetron als Nebenwirkung ein bisschen obstipierend wirkt. Also, Ondansetron als Antiemetikum der Wahl bei zytostatik-induzierten Erbrechen. Gut, das war Dacarbazin. Temozolomid, was müsst ihr hier merken? Temozolomid geht wieder ganz gut ins Gehirn. Ja, deswegen wird es wieder bei Gehirntumoren gern verwendet. Und da merkt sich wieder das Glioblastom. Das ist ja immer praktisch, wenn man dann ein Beispiel parat hat und wenn man auch ein bisschen weiß, warum lerne ich das. Und beim Procarbazin ist es jetzt so, dass ihr wissen müsst, das Procarbazin ist ein MAO-Inhibitor. Das heißt, mit welchem Antibiotikum kombinierst du es nicht? Linezolid. Super. Ja, keine MAO-Inhibition. Das will man nicht beides inhibieren. Warum? Was haben wir dann? Also man kann ein Serotonin-Syndrom bekommen. Wie erkenne ich ein Serotonin-Syndrom? Man geht in irgendeinen Elektroclub und schaut sich mal die ganzen Leute an. Die haben alle Serotonin-Syndrom, wenn sie gerade ein bisschen zur Techno-Musik strampeln. Und also die haben ja Hyperthermie und ein bisschen große Pupillen und reden viel und gern. Ja. Procarbazin ist also ein MAO-Inhibitor. Ja? Doch? Wie meinst du? Achso, bei der vorigen Folie. Na, es ist schon ein. Achso, ja. Ich glaube schon, dass es eins ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein methylierendes Zytostatikum. Ja, es ist ein Triazin. Sind mir nicht bekannt. Es ist nicht Typ 1 oder 2, soweit ich weiß. Aber welches sind, weiß ich nicht. Welche Typ sind es? Wisst ihr das da oben? Oder du? Beim Procarbazin. Gut. Also das waren jetzt die methylierenden. Was jetzt nicht dabei gestanden ist, die Tumoren können also ganz leicht resistent werden, wenn sie das MGMT vermehrt exprimieren. So, alkylierende Verbindungen. Was braucht ihr noch bei dieser Gruppe? Ihr braucht die Platinsalze. Also wir haben das Cisplatin, Carboplatin und Oxaliplatin. Warum heißen die so? Weil die einfach da überall ein Atom, also so ein Platin, halt drinnen haben im Molekül. Das ist einmal prinzipiell wichtig. Man sagt, extrazellulär haben die Chlorid gebunden, weil Chlorid extrazellulär höher ist. Intrazellulär, wo das Chlorid, die Chloridkonzentration niedriger ist, da binden sie dann Wassermoleküle und dann bilden sie einen sogenannten Diaquoplatinkomplex und dann können sie die DNA alkylieren. Was ist für euch wichtig? Sie machen es bifunktionell. Okay? Weil wenn es bifunktionell ist, ist es ja eher nicht mutagen. Ja, daran denkt sie wieder. Also, meines Wissens ist Oxaliplatin neurotoxisch, vor allem bei Kälteexposition. Also, mir ist es nur zum Oxaliplatin bekannt. Das quasi vor allem dann, wenn es kalt ist, spüren die irgendwie vermehrt Missempfindungen oder haben irgendwelche Schmerzen. Das ist auch kälteinduziert. Ob jetzt beim Cisplatin diese Stimmritzen. Ja, es passt auf jeden Fall zu einem der Platine, das kann gut sein, aber woran das dann genau liegt, kann ich nicht sagen, ja. Also Platinverbindungen. Was müsst ihr wissen? Also prinzipiell wieder bifunktionelle Alkylantien. Jetzt ganz wichtig, Cisplatin ist stark nephrotoxisch.
Und es ist auch stark ototoxisch. Und es erinnert dich sofort an welche Antibiotikagruppe? Wie? Welche Vertreter? Wie? Vertreter von den Aminoglykosiden? Josamycin nehmen wir zurück. Was ist Josamycin? Makrolid. Oh, Achtung. Spiromycin ist auch Makrolid. Okay, also Streptomycin fehlt noch, Neomycin, Paromomycin. Okay? Und Aminoglykoside brauchen wir jetzt nicht besprechen, das sind Antibiotika. Aber sie sind auch ototoxisch und nephrotoxisch und machen eure muskuläre Blockade. Cisplatin ist also, können wir sagen, unser Aminoglykosid der Zytostatika. So kann man sich das gut merken. Nephrotoxisch und ototoxisch. Gegen die Nephrotoxizität haben wir auch ein Gegengift, das Amifostin. Und was ihr noch wissen müsst, Cisplatin ist ganz, ganz, ganz stark emetogen. Ja, also Cisplatin, Dacarbazin und Cyclophosphamid waren jetzt bis jetzt die Zytostatika, die extrem emetogen sind. Ja. Und es kann auch neurotoxisch sein, wo man eben vielleicht bei so einem Stimmritzenkrampf sein könnten. Ja. Aber was ist der große Vorteil am Cisplatin? Cisplatin ist weniger knochenmarkstoxisch. Okay, das heißt, welches Präparat war vorher weniger knochenmarkstoxisch? Dacarbazin. Also Cisplatin und Dacarbazin merkt sich jetzt schon mal jeder. Es ist ganz wichtig, dass man Ausnahmen weiß. Was folgt daraus, wenn die zwei nicht so stark myelotoxisch sind? Die sind quasi super Kombinationspartner. Ja? Weil man will natürlich quasi nicht zwei Medikamente geben, die beide die gleiche Nebenwirkung haben, sondern so ein bisschen sie ergänzen. Ja? Oder eher halt beide weniger Nebenwirkungen haben, dann insgesamt hoffentlich. Das war mal das Cisplatin. Und die Nephrotoxizität müssen wir noch besprechen, weil ihr müsst jetzt lernen, beim Carboplatin und beim Oxaliplatin ist es so, dass die weniger nephrotoxisch sind. Wenig bis gar nicht nephrotoxisch. Dafür sind sie stärker myelosuppressiv. Wie funktioniert das? Ihr müsst diesen Mechanismus wissen. Also in der Niere haben wir organische Kationentransporter, die und der OCT2 beispielsweise auf der basolateralen Seite, der ist jetzt quasi der Transporter, der sowohl Cisplatin und Carboplatin und Oxaliplatin in die Nierenzellen jetzt aufnehmen kann. Und jetzt an der apikalen Seite habt ihr diesen berühmten MATE2K. Den hat der Mario sicher gestern bei Kinetik erwähnt, oder? Wer war gestern da? Hat er ihn erwähnt? Du warst sicher am Klo. Also, der MATE2K, der Multidrug and the Toxin Extrusion Channel 2 Kidney, dafür steht es. Also Multidrug and Toxin Extrusion Channel 2, also der tut ganz viele Gifte raustransportieren. Und es ist eben so, dass das Cisplatin ist ein ganz, ganz, ganz schlechtes Substrat für den MATE2K. Was heißt das? Es sammelt sich vermehrt in der Niere an. Und das Carboplatin ist ein sehr gutes Substrat für diesen MATE2K. Das heißt, oder was ist sehr gut, ein besseres. Das heißt, Carboplatin und Oxaliplatin sammeln sich also nicht in den Tubuluszellen an in der Niere, das Cisplatin schon. Deswegen ist Cisplatin ganz stark nephrotoxisch und die anderen zwei weniger bis nicht. Ja? Vorteil von Cisplatin auf der anderen Seite ist, dass es wenig myelosuppressiv ist und die anderen zwei schon. Sonst könnt ihr euch noch zum Oxaliplatin eben merken, dass es neurotoxisch ist und man sagt immer vor allem dann, wenn man es im Winter gibt und die Patienten gehen dann raus. Ja, also bei Kälteexposition ist Oxaliplatin scheinbar stärker neurotoxisch. Ja. Jetzt kommen die Antimetaboliten. Sollen wir kurz Pause machen? Ja, machen wir bis um 7:30. Wir machen jetzt weiter mit den Antimetaboliten, also kurze Wiederholung, bis jetzt haben wir die alkylierenden Substanzen besprochen. Was bedeutet Alkylierung? OH? Nein, nicht COH und nicht Entschuldigung, es ist ja, du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Also Kohlenwasserstoffgruppen, okay? Einfach nur CH. Gut, welche Vertreter waren die wichtigsten? Sag mal einen ganz wichtigen Vertreter. Cyclophosphamid, was weißt du drüber? Sehr gut, noch weiter. Genau,
Bifunktionell, ja, Nebenwirkungen, ansonsten. Hämorrhagische Zystitis hat der Kollege schon gesagt. Myelosuppression. Durchfall, Erbrechen, genau. Ja, trotzdem immer wieder das Ganze durchspielen. Jetzt machen wir mit Antimetaboliten weiter. Antimetabolit, ihr kennt das ja schon aus den Antibiotika jetzt. Also ihr solltet, vielleicht habt ihr es schon gelernt, wir niemandem zu nahe treten, aber da gibt es ja zum Beispiel Folsäure-Antagonisten. Wer kennt die schon? Du kennst, wer ist er? Wie heißt der Folsäure-Antagonist? Und bei Bakterien? Bei Bakterien heißt der Dihydrofolatreduktasehemmer wie? Trimetoprim. Und bei Protozoen? Pyrimetamin. Irgendwer hat es da gesagt, oder? Ja? Gut, also ihr kennt diese Antimetaboliten prinzipiell ja schon irgendwo anders her. Was ist ein Antimetabolit? Das sind jetzt Moleküle, die irgendein normales Molekül quasi imitieren und deswegen in irgendwelche Stoffwechselwege quasi hemmend eingreifen. Was hemmen sie in unseren Zellen? Sie hemmen die DNA- und die RNA-Synthese. Also sie interagieren alle wieder mal mit irgendwelchen Basen, Purin, Pyrimidinsynthese, Stoffwechselwegen und das werden wir uns dann ein bisschen anschauen. Weil sie eben mit der DNA-Synthese hauptsächlich interagieren, können Sie schon mal merken, die wirken fast alle nur in der S-Phase. Ja, weil nur dann, wenn wir DNA synthetisieren und eine Zelle synthetisiert nur dann DNA, wenn sie nach der G1-Phase, also wenn sie in die S-Phase quasi kommt. Ja, weil in der G0-Phase beispielsweise braucht die Zelle nie DNA synthetisieren. Warum hemmen Sie auch die RNA-Synthese? Wofür brauchen wir denn die Folsäure? Laut interessante Fragen. Wer hemmt auch die RNA-Synthese? Wer kennt einen Vertreter? Clatribin? 5-Fluorouracil muss es zum Beispiel wenn wir sein. Ja? Warum sagst du Clatribin? Warum sagst du Clatribin und Fludarabin? Weil sie Zellzyklusphasen unspezifisch wirken, zum Beispiel. Super Argument, ja? Genau, und 5-Fluorouracil, einfach weil es Uracil heißt, ja? Und Uracil ist RNA. Wir reden jetzt nicht nur von Folsäure-Synthese-Hämmern, sondern wir reden auch von Purin-Pyrimidin-Analoga, ja? Und deswegen ist es dann klarer. Und wir werden uns jetzt anschauen, wofür wir die Folsäure brauchen, ja? Also als erstes, Folsäure-Antagonisten, warum heißen die so? Weil sie mit den Stoffwechselwegen von der Folsäure interagieren. Muss ich kurz die Tafel löschen? Das verabsäumt in der Pause. Also Folsäure-Antagonisten, welche müsst ihr kennen? Ihr müsst wissen, das Methotrexat, das ist ein ganz, ganz wichtiges Pharmakon. Das brauchen wir nicht nur in der Krebstherapie, sondern wir brauchen es auch wieder zur Immunsuppression. Und dann gibt es zwei neuere Folsäure-Antagonisten und die heißen Raltitrexet und Pemetrexet. Ja, das sind noch nicht ganz so wichtig. Und jetzt werden wir uns kurz anschauen, wofür wir das brauchen. Also ihr müsst jetzt ein Schlüsselenzym kennen. Und das ist die Thymidylat-Synthase. Ja? Also die Thymidylat-Synthase, was macht die? Logischerweise, die tut Thymidylat synthetisieren, ja? Thymidylat-Synthase. Gut, also wann braucht man Thymidylat? Nur in der S-Phase, warum? Keine Ahnung. Okay, dann denken wir logisch drüber nach. Was macht denn das Enzym? Das macht aus Deoxy-UMP macht es Deoxy-TMP. Also ist es logisch, warum wir es nur in der S-Phase brauchen? Weil das Deoxy-UMP braucht jede Zelle immer für RNA-Synthese. Für Protein-Translation, also für Gentranskription einfach. Ja? Und Thymidylat braucht man nur, wenn wir uns teilen wollen. Also, ihr müsst jetzt wissen, diese Thymidylat-Synthase, ganz wichtiges Enzym. Was macht es? Es macht aus
Deoxy-UMP. Es bindet hier in diese Bindungsstelle für DUMP rein. Und dann, was macht das Enzym? Was ist der Unterschied zwischen UMP und TMP? Eine Methylgruppe. Okay, also wir brauchen eine Methylgruppe. Die wird auf das Deoxy-UMP übertragen. Und dann kommt was raus? Deoxy-TMP. Und das machen wir dann zum Deoxy-Triphosphat, also Thymidin-Triphosphat, und dann kann es in die DNA eingebaut werden. Ja? Also brauchen wir also nur, wenn wir DNA synthetisiert werden. Woher bekommen wir Methylgruppen? Aus Tetrahydrofolsäure, wenn wir einen zweiten Methylgruppendonor in unserem Körper. Das S-Adenosylmethionin, aber in diesem Fall brauchen wir die Tetrahydrofolsäure. Okay, also Tetrahydrofolsäure. Tetrahydrofolsäure bindet hierher an diese Bindungsstelle. Dann kann dieses Enzym eine Methylgruppe auf das Deoxy-UMP machen. Ja? Und dann ist aus dem Deoxy-UMP das Deoxy-TMP geworden. Und aus Tetrahydrofolsäure ist was geworden? Dihydrofolsäure. Ja? Gut, und wie machen wir aus Dihydrofolsäure wieder Tetrahydrofolsäure? Das macht ein Enzym und das ist die Dihydrofolatreduktase. Ja? So. Also das war jetzt einmal ein wichtiger Stoffwechselweg, den ihr da kennen müsst. Und wo greift jetzt das Methotrexat an? Methotrexat schaut aus wie Folsäure. Also es ist ein Antimetabolit deswegen, weil es genauso ausschaut wie Folsäure. Es bindet auch ganz stark hierher, aber es gibt einfach keine Methylgruppe her. Ja, das heißt, es wirkt einfach als ganz starker Antagonist von der Thymidylat-Synthase. Welche Farbe kriegt Methotrexat? Irgendwas. Methotrexat kürzt man ab mit MTX. MTX schaut einfach aus wie Folsäure. Und ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, es wird auch in menschliche Zellen aufgenommen, als wäre es Folsäure. Ja, es wird einfach über die Folsäure-Transporter aufgenommen und wird in der Zelle so behandelt wie Folsäure. Wie wird Folsäure in den menschlichen Zellen normalerweise weiter behandelt? Es wird polyglutamyliert, also werden ganz viele Glutamatreste angehängt. Warum? Erstens, damit es mal raus kann und, viel wichtiger, damit ganz viel weitere Folsäure rein kann. Weil wenn das nicht sein würde, dann würde es ja ganz schnell ein Flussgleichgewicht einstellen. Das ist genau das gleiche Prinzip wie Glucose, das sofort an der 6er Stelle phosphoryliert wird, ja, Glucose-6-Phosphat. Damit einfach der Glucosetransporter nur immer durchlässig ist quasi. Gut, also MTX, ganz wichtig für euch, hemmt jetzt die Thymidylat-Synthase, weil es setzt sich hier rein und es kann keine Folsäure mehr hinbinden. Ja, und MTX, Methotrexat, schaut aber aus wie Folsäure und deswegen hemmt es alle folsäureabhängigen enzymatischen Reaktionen. Und das ist auch zum Beispiel diese Reaktion, die Dihydrofolatreduktase. Und so seht ihr, dass quasi sehr effektiv dieses Enzym gehemmt wird und dadurch können die Zellen keinen Deoxythymidin-Monophosphat mehr produzieren. Deswegen können sie keine DNA mehr produzieren. Deswegen können sie sie nicht mehr teilen. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Und das Gleiche sieht man jetzt dann hier nochmal. Eigentlich kann ich das wieder abdrehen. Also das ist Deoxy-UMP und ihr seht, es wurde eine Methylgruppe angehängt. Das macht die Thymidylat-Synthase. Und hier seht ihr genau diesen Stoffwechselweg. Ja. Tetrahydrofolsäure gibt eine Methylgruppe ab, wird wieder zu Dihydrofolsäure, bekommt wieder eine Methylgruppe von der Dihydrofolatreduktase und dann geht der ganze Kreislauf wieder von vorne los. Also das Glutamat, das sind ja die Leberenzyme, die zeigen dir quasi nur an, wie stark der Leberschaden ist, um die Menge von Glutamat oder so, das da noch da ist, um das geht es eigentlich überhaupt nicht. Es geht ja nur darum, welche zwei Leberenzyme gibt es, wichtige bei den Transaminasen. Das sind die alten Namen, das sind die neuen Namen.
Ast und Alt. Ja? Und Ast sitzt wo? Wo? Nein, in den Mitochondrien. Ja? Und deswegen, und Alt sitzt eher an der Zellmembran, weiter draußen. Ja? Deswegen sagt man ein leichter Leberschaden. Ja? L, leichter Leberschaden, macht eher quasi einen Altanstieg, und ein schwerer Leberschaden, S, macht eher einen Astanstieg. Okay? Gut. Ganz kurz zu den anderen zwei, also Methotrexat mit Abstand das Wichtigste, Raltitrexid und Pemetrexid schauen einfach so ähnlich aus wie Methotrexat, und wir schauen uns dann kurz an, was so die Unterschiede sind. Das ist eigentlich quasi der Kreislauf, den ich euch auch aufgezeichnet habe. Und was müsst ihr jetzt wissen? Prinzipiell wird die Folsäure über verschiedene Folsäuretransporter und Rezeptoren aufgenommen. Wie wird es aus dem Darm resorbiert zum Beispiel? Folsäure. Wie wird Eisen aufgenommen aus der Nahrung? Bitte? Okay, das ist der erste. Und wie noch? Also es gibt freies Eisen und Hemeisen. Wie wird Hemeisen aufgenommen? Und der Hemcarrier, der Hemtransporter, ist gleichzeitig auch ein Folsäuretransporter. Ja, also durch diesen Transporter wird auch Folsäure aufgenommen. Okay? Zum Beispiel. Und es gibt eben verschiedene Transporter. Ihr müsst euch jetzt merken, Methotrexat wird also nur durch einen von diesen Folsäuretransportern aufgenommen in diese Tumorzellen und in andere menschliche Zellen, hemmt dann drinnen die Thymidylat-Synthase und die Dihydrofolat-Reduktase und damit die Pyrimidinsynthese, und andererseits hemmt es auch auf anderen Wegen noch die Purinsynthese. Ganz, ganz wichtig ist, dass Methotrexat viele Nebenwirkungen hat. Ja, es hat eine Hepatotoxizität und vor allem eine Nephrotoxizität und eine Mukositis als Nebenwirkung. Nephrotoxizität, da ist wichtig, dass diese Nephrotoxizität durch andere Pharmaka gesteigert werden kann. Ja? Also die Nierenschädigung von MTX wird quasi zum Beispiel durch NSAIs erhöht. Ja? Da sagt man 5 NSAIs. Du da sagst mal 5 NSAIs. Wir sprechen schön Ibuprofen. Weiter. Ja, schon. Wer sagt Paracetamol? Wer hat das gerade gesagt? Nein, also Paracetamol ist kein NSAI. Ja. Indomethacin und Naproxen zum Beispiel. Es geht noch weiter, ja. Aber 5 sollte man drauf haben, ja. Ganz entspannt. Also. Diese verstärken die Nephrotoxizität vom MTX. Cisplatin an sich ist ja auch nephrotoxisch, verstärkt auch die Nephrotoxizität. Und Aminoglycoside sind auch nephrotoxisch. Also ihr seht einfach, nephrotoxische Medikamente verstärken die Nephrotoxizität vom MTX. Okay? Und bei der Mukositis, was ist das? Also Mukositis, was schaust du also bei mir an, bevor du mir MTX gibst? Genau. Mit Freude, oder wie? Nein. Also alle Schleimhäute des Patienten kann man kontrollieren vorher. Ja? Also wir reden natürlich vom Zahnfleisch einmal da in der Nähe, fangen wir an zu suchen, aber man gräbt sich dann auch irgendwo tiefer in andere Gelände. Auf jeden Fall Schleimhautentzündung, ganz wichtig. Das heißt MTX, was ist natürlich dann eine Kontraindikation? Irgendwelche Schleimhautschäden, wie zum Beispiel? Ulkus, genau. Logisch, oder? Also beim Ulkus werde ich nie MTX geben, wenn es eh schon schleimhautschädigend ist. Und beim MTX kann es auch bei längerer Therapie zu einer Lungenschädigung kommen. Wie bei welchem Zytostatikum, das wir vorher besprochen haben? Busulfan. Super. Busulfan, was haben wir uns dazu gemerkt? Ganz lange Knochenmarkstoxizität. Ja? Gut, also. Was ihr noch wissen müsst, MTX hat sehr viele Nebenwirkungen, ja, wirkt aber auch sehr effektiv in der Immunsuppression. Und wenn es überdosiert wird und es wirklich ganz stark nephrotoxisch oder irgendwie hepatotoxisch ist, dann kann man ein Enzym verabreichen, die Carboxypeptidase G2, die baut MTX ab. Ja, und dadurch hat man quasi ein Antidot zur Verfügung. Die zwei anderen Folsäureantagonisten, Pemetrexid und Raltitrexid, da müsst ihr mal wissen, Pemetrexid wird besser in Tumorzellen aufgenommen. Ja.
Da habe ich immer gemerkt, P-Matrix steht irgendwie, wenn man mit Fantasie kann man dran denken, das permeiert besser in Tumorzellen rein. Ja, P-Matrix permeiert. Gut, also das wird durch mehrere Folsäure-Transporter aufgenommen in Tumorzellen, also durch den Protonengekoppelten und durch den reduzierten Folsäure-Transporter. Deswegen kann es quasi wirksam sein, wenn Methotrexat schon unwirksam ist. Wie kann Methotrexat unwirksam sein, wenn der Tumor einfach diesen Transporter nicht mehr synthetisiert? Also, Dynamik, wie wirkt es? Es hemmt auch die Thymidylase, da sind die Dihydrofolsäure, die Dihydrofolatreduktase und auch im Weiteren wegen die Purinsynthese. Raltitrexid ist ein bisschen neuer noch und das hemmt nur die Thymidylase, ja, aber de facto hat es auch dann die gleichen Effekte auf die Zellen und Anwendungsgebiet ist nicht so wichtig. Was ihr wissen müsst, deswegen habe ich das aufgezeichnet, das ergeben sich aus dieser, wenn man das verstanden hat, ergeben sich ein paar wichtige Implikationen. Und zwar, als erstes muss man wissen, wenn ein Enzym zwei Bindungsstellen hat, ja, also es hat, einerseits gibt es hier den Methylgruppendonor und andererseits gibt es hier das Substrat. Und es ist jetzt so, wenn man ein Enzym hat mit zwei Bindungsstellen, dann ist es so, dass die Affinität der zweiten Bindungsstelle wird vielfach erhöht, wenn die erste Bindungsstelle besetzt wird. Das macht auch Sinn. Ja, also das Enzym an sich wartet quasi, solange keiner links und rechts gebunden ist. Sagen wir mal, hat es eine natürlich auch schon hohe Affinität, aber sagen wir mal moderat. Und sobald jetzt hier Folsäure hier ist, macht es auch Sinn, dass das Enzym sagt, jetzt mag ich unbedingt ein Substrat haben, wo ich die Methylgruppe dranhängen kann. Ja, deswegen wird die Affinität von der zweiten Bindungsstelle quasi, je nachdem, ob die erste Bindungsstelle besetzt ist, beeinflusst. Und das ist jetzt nachher wichtig, ja, weil wir können auch hier Pharmaka geben, die hier binden. Und was ihr noch wissen müsst, ist, dass Tumorzellen ganz, ganz gierig sind, sprich, wenn wir MTX geben, Methotrexat, dann saugen sich die Tumorzellen sofort voll. Ein Kollege hat ja schon gesagt, eines der Hauptsymptome einer chronischen Tumorerkrankung ist ja die Kachexie, also die totale Abmagerung quasi des Patienten. Warum? Weil der Tumor alle Nährstoffe auffrisst. Und der Tumor frisst auch die ganze Folsäure. Aber der Tumor checkt nicht, dass Methotrexat eigentlich keine Folsäure ist, weil es ja so ausschaut. Sprich, wenn man Methotrexat am Montag um 7 Uhr in der Früh gibt, dann hat man die Vorstellung, um 9 Uhr sind schon alle Tumorzellen ganz, ganz gesättigt. Die saugen sich voll mit Folsäure, weil sie viel DNA produzieren wollen. Sie polyglutamylieren das MTX intrazellulär, sodass es nicht mehr nach draußen kann. Und die körpereigenen Zellen, die Stammzellen, sagen, eigentlich ein bisschen DNA wäre schon leibernd, aber nicht ganz so viel muss es jetzt nicht sein. Ja? Das heißt, die nehmen nur ein bisschen Methotrexat auf. Und wenn man jetzt dann am Dienstag, 24 Stunden später, um 7 Uhr in der Früh, physiologische Folsäure gibt, und das heißt dann Leucovorin, dann kann man dadurch in unseren gesunden Zellen das Methotrexat aus dieser Bindungsstelle an der Thymidylationase verdrängen. Und dadurch kann man Nebenwirkungen minimieren. Leucovorin, was ist das? Das ist nichts anderes als Tetrahydrofolsäure. Okay, das ist jetzt nichts anderes als einfach eine wirksame Folsäure. Und die Idee ist eben die, dass wenn man das 24 Stunden nach Methotrexat-Applikation verabreicht, dann hat man folgenden Effekt. Die Tumorzellen glauben, sie sind eh voll mit Folsäure, die wollen nichts mehr. Und die gesunden Zellen im Körper sagen, na doch, richtige Folsäure wäre schon auch cool. Das heißt, Leucovorin antagonisiert die Wirkungen von Methotrexat an der Thymidylationase und somit erhofft man sich, dass man die Nebenwirkungen von Methotrexat ein bisschen unter Kontrolle bekommt. Natürlich muss man andererseits sagen, wenn man logisch darüber nachdenkt, dass man auch ein paar Tumorzellen damit füttern wird. Weil ein paar Tumorzellen wird es sicher geben, die noch nicht gesättigt sind von Methotrexat, die noch immer Folsäure aufnehmen wollen. Die werden dann auch Leucovorin aufnehmen. Das heißt, es ist ein bisschen zweischneidige Klinge? Na wie? Da gibt es doch irgendwas so ein Sprichwort. Wie geht es? Zweischneidiges Schwert, danke. Ja, also Deutsch ist nicht so leicht für mich. Zweischneidiges Schwert, weil einerseits rettet man körpereigene Zellen und andererseits gibt man auch ein paar Tumorzellen wieder Futter. Ja, deswegen muss man sagen, dieser Leucovorin Rescue, der ist zwar super genial überlegt, aber es ist natürlich, man muss ihn vorsichtig machen.
Ja, also das heißt Leucovorin Rescue. 24 Stunden nach Methotrexatgabe gibt man Leucovorin, um körpereigene Zellen zu retten. Sollte jeder verstanden haben. Dann geht es jetzt weiter mit den Pyrimidin-Analoga. Ja, Pyrimidine, das war das Uracil und das Thymidin, ja, zum Beispiel. Und auch das Cytosin sind also unsere Pyrimidine in den Zellen. Und wenn jetzt Zytostatika so ähnlich ausschauen wie die Pyrimidine, dann heißen sie logischerweise Pyrimidin-Analoga. Ihr müsst vor allem einmal das 5-FU kennen, 5-Fluorouracil. Bei den Antimykotika habt ihr schon mal ein ähnliches Pharmakon gelernt. Welches war das? Das Flucytosin. Ja, das ist ja quasi das 5-FU für Pilze. Ja? Und das 5-FU ist jetzt unser Zytostatikum für menschliche Zellen. Wie funktioniert das? Es hat an der Stelle, wo jetzt, also wie wird das, nachdem es aufgenommen wird in den Körper, schaut es einmal so aus. Einfach 5-Fluorouracil. Da, wo normalerweise das Uracil ein Wasserstoffatom hat, ist hier ein Fluoratom. Und dieses 5-FU wird erstens einmal durch die Dihydropyrimidin-Dehydrogenase inaktiviert, das muss man mal wissen. Und die orale Resorptionsrate variiert sehr stark. Okay? Also oral wird das nicht sehr gern gegeben. Man muss sich da irgendwelche Tricks überlegen. So, 5-FU, wie läuft das ab bei Pyrimidin-Analoga? Der typische Weg ist, in den Zellen wird so ein Pyrimidin-Analogon phosphoryliert, dann ist es einmal das 5-FU-Monophosphat und dann wird es deoxygeniert zum Beispiel, ja, wenn es in die DNA eingebaut werden soll, oder nicht deoxygeniert, wenn es in die RNA eingebaut werden soll, wird es zum Triphosphat gemacht und dann wird es eingebaut. Und dann führt es aufgrund von strukturellen Unterschieden zum physiologischen Substrat, zu irgendwelchen Strangbrüchen, zu RNA-Synthesehemmung, so dadurch auch Proteinsynthesehemmung, alle möglichen Effekte in der Zelle. Ja? Gut, das ist einmal das Erste. Und zweitens, 5-FU, wenn das da phosphoryliert wird zum Monophosphat und dann durch die Ribonukleotidreduktase, das ist wieder mal so ein Enzym, das man nur braucht, wenn man DNA synthetisieren will, weil das deoxygeniert ja alle möglichen Pyrimidine und Purine. Ja? Und dann haben wir das 5-Fluoro Deoxy-UMP. Und jetzt, wie funktioniert jetzt die Hemmung hier in der Thymidylat-Synthase? Genau an dieser Stelle, wo die Thymidylat-Synthase, also wir haben ja gesagt, UMP wird normal zu TMP umgebaut, und genau an der Stelle, wo das normale UMP die Methylgruppe abkriegt, ja, statt einer Wasserstoffgruppe, also statt einem Wasserstoffatom eine Methylgruppe, hier hat es 5-FU im Gegensatz dazu ein Fluoratom, und die Fluor Kohlenstoffbindung ist viel stärker als die Wasserstoff-Kohlenstoffbindung. Deswegen kann die Thymidylat-Synthase das Fluor nicht wegreißen und ein Methyl hinpicken. Und deswegen ist die Thymidylat-Synthase dann irreversibel gehemmt, weil sie hängt sich quasi an dieses Fluoratom dran und kommt nicht mehr weg. Und was müsst ihr jetzt wissen? Jetzt wird es ganz wichtig. Also das Verständnis ist auf jeden Fall jetzt ganz wichtig, sollte man jetzt haben. Wenn wir Fluorodeoxy-UMP. Also wir geben nur FU, aber das wird natürlich dann phosphoryliert und es wird deoxygeniert durch die Ribonukleotidreduktase und das schaut dann so aus wie das normale Deoxy-UMP. Und das hemmt jetzt also die Thymidylat-Synthase über Bindung an diese Bindungsstelle. Und jetzt ist ganz wichtig, habe ich vorher gesagt, wenn ein Enzym zwei Bindungsstellen hat, dann verändert sich die Affinität, je nachdem wie viele Bindungspartner gebunden sind. Also, es ist dem 5-FU ist es ganz egal, wer hier bindet. Sobald hier irgendein ein Substrat herbindet, bindet das 5-FU viel stärker an die Thymidylat-Synthase, sprich wirkt stärker. Und daraus folgt jetzt Folgendes: Wenn wir Leucovorin beispielsweise plus 5-FU verabreichen, dann wirkt das 5-FU stärker. Ja, weil einfach Leucovorin bindet dann verstärkt an die Thymidylat-Synthase. Und dadurch wird die Bindung vom 5-FU hierher stärker. Zweitens, MTX verstärkt auch die Wirkung vom 5-FU, weil MTX bindet an diese Bindungsstelle, dadurch wird die Affinität der Thymidylat-Synthase für diese Bindungsstelle, also für das Substrat an diese Bindungsstelle, auch höher. Ja, also das ist jetzt ganz wichtig, ganz wichtig, dass ihr versteht, dass Leucovorin und MTX synergistisch mit 5-FU wirken,
und andererseits Leukovorin antagonistisch zum MTX wirkt. Ja, also das muss man verstanden haben. Ja, also Leukovorin Rescue gegen MTX und andererseits, und das ist auch so, ja, beim Kolonkarzinom beispielsweise, wer weiß, was man da zum Beispiel geben kann für Zytostatika. Degafur, okay, also wir sagen jetzt 5-FU, weil es ja Prodrug ist. 5-FU plus, bitte? Ja, okay, aber wir wollen eine Kombinationstherapie. Ich will das Folfox-Schema zum Beispiel, oder Folfiri-Schema. Es gibt für das Kolonkarzinom, wir sagen ja Polychemotherapie ist ja effektiver, deswegen spricht man dann immer solche Schemata aus. Ja? Sagt man zum Beispiel Folfox, wofür steht das? Das steht für F für 5-FU, dann Oxaliplatin, also das steht hinten fürs Ox, und Leukovorin, ja, zum Beispiel. Also beim Folfox ist, Entschuldigung, ich schreibe es kurz auf, dass das nicht irgendwie verwirrend ist. Folfox fürs Kolokarzinom, kolorektale Karzinom. Ja, wofür steht jetzt das? Das Ox steht für Oxaliplatin. Und das F steht für 5-FU. Und das Fol steht für Folsäure oder für Leukovorin. Ja, Leukovorin ist ja Folsäure. Also ihr seht, das ist wirklich Wissen, das wird wirklich in der Klinik so angewandt. Ja, man weiß, Leukovorin wirkt synergistisch oder verstärkt die Wirkung vom 5-FU, deswegen gibt man es dazu. Ja? Das ist reimt sich, ja? Es gibt ein anderes Schema da, ja? Müsst ihr ja nicht wissen, aber zum Beispiel, sag ich mal, Folfiri, was ist dann das? Das ist wieder Folsäure, Leukovorin, 5-FU plus Irinotecan, zum Beispiel. Ja? Aber jetzt, durch dieses Schema, jetzt seht ihr also, dieser Leukovorin-Synergismus mit 5-FU wird wirklich in der Klinik verwendet, ja? Also 5-Fluorouracil. Wirkung, Hauptwirkung ist, die Thymidylat-Synthase wird gehemmt. Ja, und diese Hemmung wird eben durch MTX und Leukovorin verstärkt. Es wird auch in die DNA eingebaut, weil es schaut ja irgendwie auch ein bisschen so aus wie das Thymidin-Monophosphat oder halt Thymidin selbst. Und führt dann in der DNA natürlich auch zu DNA-Schäden. Und was müsst ihr noch wissen? Dass es Prodrugs gibt. Und zwar gibt es Capecitabin und Tegafur. Und die sind halt dann besser resorbierbar. Ja? Die sind ein bisschen konstanter resorbierbar als das 5-FU. Weil es eigentlich ausschaut wie, Uracil. Ja? Genau, das ist ein richtiger Punkt. Die will ich ja bekräftigen. Ich will gerade sagen damit, ich verstehe es auch nicht. Okay? Das ist ja komisch. Ja, es ist wirklich komisch. Es ist einfach so. Ja, man muss einfach... Es ist wirklich seltsam. Ja? 5-FU, man würde vermuten, das sollte eigentlich nur in RNA eingebaut werden. Aber scheinbar erkennen diese Enzyme, die das dann auch in die DNA-Polymerase, wird sie wahrscheinlich beim 5-Fluorodeoxy-Uracil-Triphosphat irgendwie auch denken, das könnte auch Thymidin sein. Ja? Macht einen Fehler, baut 5-FU statt Thymidin ein und dadurch haben wir auch einen DNA-Einbau und Abbruch quasi. Ja? Also da kann die DNA dann nicht bis gut weiter synthetisiert werden. Die Prodrugs Capecitabin und Tegafur sind jetzt eben besser resorbierbar, also konstanter resorbierbar. Und der Kollege oben sagt, dass man Uracil dazu gibt. Warum gibt man Uracil dazu? Wie funktioniert das? Dihydropyrimidin-Dehydrogenase. Genau, also man gibt Uracil, physiologisches Uracil zum Tegafur dazu. Bitte nur bei der oralen Gabe. Ja, bei intravenös wird es, glaube ich, weniger Sinn machen, weil dann wird man den Tumor auch mit Uracil füttern. Also es geht eigentlich darum, dass in den Enterozyten oder in der Leber quasi bei der First-Pass-Effekt vom Tegafur, also vom 5-FU allgemein kann man sagen,
Da haben wir einen starken First-Pass-Effekt, weil die Dihydropyrimidin-Dehydrogenase baut ganz viel vom 5-FU gleich ab oder inaktiviert. Wenn man jetzt Uracil dazu gibt, hemmt man die Dihydropyrimidin-Dehydrogenase, beziehungsweise hemmen ist falsch, man beschäftigt sie einfach und dadurch haben wir höhere Wirkspiegel vom Kapazitabin-Tegafur, im Endeffekt FU. So, 5-FU, das sind die Products. Was merkt ihr euch dazu? Nebenwirkungen, neben den klassischen Nebenwirkungen, die klassischen Nebenwirkungen, was sind die? Gewichtsverlust, den muss man schon lang nehmen. Ja. Ausfall und, ganz typisch für Chemotherapie, was ist ganz typisch? Myelosuppression. Okay? Also da ist ja, alles andere war gleich unwichtig. Myelosuppression ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, und Infertilität. Dem müssen wir sowieso sagen und jetzt müsste ich nur zum 5-FU dazu merken, es steht praktischerweise schon drinnen, zerebelläre Ataxie. Ja, die fallen um, die Menschen. Wie schaut eine zerebelläre Ataxie aus? Wie ein Betrunkener, genau. Ja, also am besten denkt man immer an die SIP-After-Partys. Sage ich immer, so kann man sich das gut merken. Zerebelläre Ataxie ist gleich SIP-After-Party. Und wie kann man sich das noch merken? Die fallen um, also FU, Fall um, 5-Fluorouracil. Und zweitens, was haben die Menschen noch oft, wenn sie 5-FU nehmen? Sie haben ein Hand-Fuß-Syndrom. Das bedeutet, die Haut an den Handflächen und an den Fußflächen geht quasi in Blasen oder die schilfert quasi ab und bildet Blasen, ist ja auch schmerzhaft, ja. Und da kann man sich wieder merken, im FU steckt auch ein bisschen was vom Fuß drinnen, ja. Also Hand-Fluorouracil-Syndrom, ja, zum Beispiel. Irgendwie so muss man sich das merken. Fall um und Fuß. Und ansonsten wird es eben breit angewendet, ja. Vor allem halt fürs Kolonkarzinom. Gut. Pyrimidin-Analoga, welche müsst ihr noch können? Ihr müsst noch das Cytarabin kennen. Cytarabin, was ist da wichtig? Da sagt man, das wird also auch wieder, die ganzen Analoga funktionieren immer so. Sie werden zuerst zum Triphosphat gemacht und als Triphosphat werden sie dann in die DNA eingebaut. Und dann kommt irgendein Enzym daher und merkt, da stimmt irgendwas nicht, weil irgendein sterisches Hindernis vorhanden ist oder weil die Kette nicht verlängert werden kann. Auf jeden Fall passiert dann ein DNA-Schaden. Und beim Cytarabin sagt man, also wenn das eingebaut wird in die DNA, da hat man irgendwie festgestellt, wir müssen das eine bestimmte Zeit geben, weil erst ab einer gewissen Menge von Cytarabin-Molekülen ist ein DNA-Strang quasi irreversibel geschädigt. Ja, da gibt es irgendeine imaginäre Zahl. Also wir können uns sagen, bei 25 Molekülen Cytarabin pro DNA-Strang oder so, ist er wirklich irreversibel kaputt. Und deswegen hat sie als Therapiestrategie herausgestellt, dass es am effektivsten ist, man gibt Cytarabin als 7-tägige Dauerinfusion. Okay, also man lässt es 7 Tage lang in den Patienten reinlaufen. Und das macht man hauptsächlich bei der Anwendung, also bei der Therapie der AML. Was ist AML? Akute myeloische Leukämie, genau. Ist die häufig bei Kindern oder bei Alten? Was ist bei Kindern die häufigste Leukämie? Wie? ALL. Ja, also bei Kindern ist ALL typisch. Nicht AML. Gut, also Cytarabin, da kann man sich halt einfach das merken. 7-tägige Dauerinfusion. Und da müsst ihr euch merken, also wer hat im Krankenhaus schon mal Chemotherapie verabreicht gesehen? Ja, und da hast du dann wahrscheinlich dir beim ersten Mal gedacht, ups, das müssen wirklich giftige Substanzen sein, oder? Wenn die Ärzte auf einmal ganz, ganz vorsichtig mit den Sackern so herumgehen, und irgendwie ein Notfallplan gemacht wird, falls man da irgendwo was verschüttet. Ja, da gibt es immer diese Spillboxen und irgendwas muss man zuerst eine Einschulung machen im Krankenhaus. Wie verhaltet man sich, wenn Chemotherapie auf die Haut kommt oder so? Also das sind einfach Gifte. Und wenn man 7-tägige Dauerinfusion hat, dann ist das wahrscheinlich relativ unangenehm, weil die Venen von den Patienten sind oft sehr gereizt dann. Ja. Also das sind einfach Gifte, die man reinlaufen lassen. Und dann haben die ja oft eine Thrombophlebitis und da muss man einen neuen Zugang stechen und wieder einen Zugang zu. So geht's weiter, ja. Und 7-tägige Dauerinfusion ist auf jeden Fall unangenehm. Gemcitabin, was merkt sich darüber? Wird auch wieder in die DNA eingebaut, macht auch wieder DNA-Schäden, macht die Zelle kaputt. Und Indikation Pankreaskarzinom. Hier kann man sich merken, ich sage euch nur Indikationen, die quasi ein bisschen herausstechen. Ja, das Pankreaskarzinom ist sehr schwierig zu therapieren, deswegen ist das Gemcitabin hier eine Erwähnung wert. Jetzt gehen wir weiter zu den Purin-Analoga. Die schauen einfach aus wie Adenin oder Guanin, werden dann an deren Stadt in die DNA eingebaut
und verursachen dadurch wieder irgendwelche DNA-Schäden und hoffentlich irgendwie führen sie dann zur Apoptose. Ihr müsst eigentlich, zwei Vertreter sind da ganz wichtig für euch, und das ist das 6-Mercaptopurin und das Azathioprin. Wobei man vorwegnehmen kann, Azathioprin ist ein Prodrug von 6-Mercaptopurin. Also es ist auf jeden Fall 6-Mercaptopurin das Wichtigste. Die Enzyme, die gehemmt werden, ja, das ist zwar schön und gut, wenn man sie die ganz brav merkt, aber fürs Verständnis reicht, die Purinsynthese wird auch beeinflusst. Okay? Wenn man sich das gemerkt hat, Purinsynthese wird zusätzlich gehemmt, dadurch wird einfach die Zellteilung gehemmt und Verständnis ist da, das passt. Ja, hier ist die Folie von der Hyperuricämie, ja, könnt ihr erinnern, stellt die Metabolisierung von dem Guaninen, also von Guanin und Adenin, von den Purinen dar, die eben über das Zwischenprodukt IMP im Endeffekt immer zu Hypoxanthin und Xanthin und Harnsäure werden. Und dann gibt es diesen Salvage Pathway, der ganz wichtig ist in den Leukozyten. Aber das ist eigentlich jetzt alles schön und gut. Purinsynthese wird gehemmt. Ja? Also 6-Mercaptopurin wird aktiviert durch die Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribesyltransferase und hemmt dann alle möglichen Enzyme. Und was ist da wichtig? Es wird erstens metabolisiert über die Thiopurin-Methyltransferase, ein Enzym, wo es wieder einen genetischen Polymorphismus gibt. Es gibt ja auch hier einen genetischen Polymorphismus, aber auch hier. Ja, also generell könnt ihr euch merken, beim 6-Mercaptopurin gibt es genetische Polymorphismen. Ja, das heißt, man kann einmal die Krankenakte vorher durchblättern, ob vielleicht schon irgendwas bekannt ist bei dem Patienten. Was ist jetzt ganz wichtig, was ihr wissen müsst, es wird in weiterer Folge durch die Xanthinoxidase abgebaut. Und die Xanthinoxidase kennt ihr ja schon von der Hyperuricämie, und die Xanthinoxidase wird gehemmt durch Allopurinol, Oxypurinol und Febuxostat. Und daraus folgt, bei der Kombination entstehen halt dann toxisch hohe Spiegel. Ja, also Allopurinol und Febuxostat wollt ihr nicht gern mit Azathioprin kombinieren. Warum ist das blöd? Oder mit 6-Mercaptopurin? Warum ist das blöd? Wofür? Dass man Azathioprin und 6-Mercaptopurin nicht mit Allopurinol kombinieren darf. Tumoralyse-Syndrom, genau. Also eigentlich sind ja diese Harnsäure, diese Uricostatika, sind ja eigentlich sehr relevant in der Chemotherapie. Warum? Weil sehr viele Patienten, die eine Leukämie haben, müssen wir therapieren, dann zerfallen ganz viele Zellen und dann haben sie ja Hyperuricämie. Dann würden sie vielleicht gern zum Beispiel mit 6-Mercaptopurin therapieren, aber dann können wir quasi keine Prophylaxe gegen das Tumoralyse-Syndrom mit Allopurinol machen. Okay, also deswegen ist das wirklich eine relevante Interaktion, der man sicher irgendwann einmal begegnen wird. Azathioprin ist eine Prodrug von 6-Mercaptopurin, und beim Azathioprin ist also wichtig, das wird eigentlich nicht zur Chemotherapie verwendet, sondern zur Immunsuppression. Okay? Bei welcher Krankheit, welche müsst ihr kennen? Welche entzündlichen Erkrankungen? Colitis ulcerosa, genau, das wäre also Anwendungsgebiet vom Azathioprin und Morbus Crohn zum Beispiel, ja. Viel mehr müsst ihr noch nicht so wissen über jetzt konkrete klinische Bilder. Und beim Azathioprin ist interessant, erstens, es ist hepatotoxisch und zweitens, es macht oft eine Pankreatitis. Ja, also neben Immunsuppression, Erbrechen, bla 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 bla, macht es zusätzlich Hepatotoxizität und vor allem Pankreatitis. Ja, und Pankreatitis, da gibt es eigentlich nicht so viel Medikamente, die das machen als Nebenwirkung. Gut, das 6-Thioguanin, das schaut so ähnlich aus wie 6-Mercaptopurin, aber das wird nicht durch die Xanthinoxidase abgebaut. Das heißt, hier haben wir diese Interaktion haben wir nicht, und ansonsten haben wir auch diese genetischen Polymorphismen mit der Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribesyltransferase und mit der Thioporin-Methyltransferase. Allopurinol soll man noch, mit welchem Zytostatium soll man es noch nicht kombinieren? Bitte? Zyklophosphamid, wo kann die Stimme? Ah, da. Ja, wie immer. Ja, irgendwo da vorne kommen immer die ganz, ganz schlauen Antworten. Genau, Zyklophosphamid, richtig. Super. Ja, Zyklophosphamid soll man nicht mit Allopurinol kombinieren. Warum nicht? Ja, die Professoren wollen auch Begründungen hören. Allopurinol verstärkt auf mir nicht bekannte Art und Weise die Myelosuppression, die Knochenmarkstoxizität vom Zyklophosphamid. Ja? Also gefährlich. Weitere Purinanaloga, die ihr kennen müsst, ist das Cladribin und das Fludarabin.
Ja, die werden auch wieder DNA eingebaut als Triphosphat und hemmen dann die DNA-Synthese und führen zu DNA-Strangbrüchen und in idealer Weise dann auch zur Apoptose. Warum sind die zwei Substanzen jetzt illegal, interessant, wollte ich sagen? Cladribin und Fludarabin wirken zellzyklusunabhängig. Und deswegen, also warum wollt ihr das jetzt wissen? Ja, das ist wahrscheinlich eine Info, wo sie viel denken, ja, eigentlich ist mir das jetzt ziemlich egal, dass die zellzyklusunabhängig wirken. Daraus wird in der Klinik keine Konsequenz folgen. Aber es ist schon so, und dafür kann man vielleicht ganz kurz, nur fürs Verständnis und damit man auch Neugier wecken kann. Also, wenn man hier die Häufigkeit hat an, also sagen wir Inzidenz von Leukämien. Hier haben wir das Lebensalter. Gibt es keine weiße Kleider mehr? Also hier ist das Lebensalter in Jahren. Wie schaut das jetzt aus? Wir haben gesagt, also jetzt grob gesagt für euer Verständnis. Erstens zweigipflig. Und zweitens, es gibt einmal vier Leukämien. Okay? Es gibt dann ganz, ganz viele Untertypen, aber das wird euch noch oft genug beschäftigen. Jetzt mal fürs Verständnis reicht das. So, die erste Art von Leukämie hat, sagen wir mal, ungefähr so eine Kurve. Was ist das für eine? Die ALL. Akute lymphatische Leukämie, typischerweise bei Kindern. Also was ist da das Problem? Die Vorläuferzellen proliferieren auf einmal ganz, ganz, ganz extrem und dieses Krankheitsbild, weil es schon akut heißt, die akuten Leukämien, das verläuft natürlich immer ganz, ganz, ganz schnell. Ja, die Patienten verschlechtern sich und auf einmal 2 Wochen später fällt er schon um und dann muss man schon ganz schnell handeln. Ja, es ist akut. Was ist bei der ALL ein Problem? Bei der ALL ist es so in 10% der Fälle so, dass sich die lymphatischen Zellen auch in den Hirnhäuten absiedeln. Ja? Das sagt man dazu Meningiosis carcinomatosa. Ja, dass diese Leukämiezellen auch in der Hirnhaut sitzen. Deswegen müsste es bei der Chemotherapie, bei ALL, reicht es nicht, wenn man es nur intravenös gibt, sondern man muss MTX, Methotrexat, gibt man dann auch noch intrathekal. Der zusätzlich noch, damit man das abdecken kann. So, und die anderen Leukämien, das läuft dann quasi irgendwie so ab. Bitte? Ja, also das sind jetzt einfach die anderen. Also die häufigste ist welche? CLL. Und dann haben wir noch irgendwo so zwei Mitteldinger. Welche ist die zweithäufigste? Also das ist dann die AML. Und dann gibt es die CML. Ja, wie kann man sich das merken? Leukämie ist immer Kaka, oder? So wie man das immer gemerkt. Leukämie ist immer Kaka und man muss schon ein Lümmel sein, Lümmel, damit man das behandeln kann. Ja, irgendwie muss man sich ja Merkhilfen suchen. Gut, und jetzt ganz allgemein. Bei akuten Leukämien ist es so, dass sich die Blasten extrem schnell vermehren. Das heißt, es werden fast alle Zellen immer in der S-Phase sein. Hier brauche ich also keine zellzyklusunabhängigen Wirkungen. Bei den chronischen Leukämien, was ist hier das Problem? Die Zellen, die ganz alten Zellen, sterben alle einfach nicht ab. Okay? Das heißt, die weißen Blutzellen werden einfach immer mehr im Laufe des Lebens. Die sterben nicht ab. Das bedeutet aber auch, dass da ganz viel Leukozyten eigentlich im Blut herumschwimmen, die gar nicht sie weiter teilen, sondern die sind einfach in irgendeinem Zellzyklus arretiert, wollen sie gar nicht mehr teilen, funktionieren aber nicht, weil sie irgendeinen mutierten Defekt haben, ja, und sterben einfach nicht. Und deswegen ist bei chronischen Leukämien, sollte dann schon wissen, dass man da dann eigentlich Zellzyklus unspezifische Chemotherapie geben kann. Ja? Also bei der CLL könnt ihr euch also merken, Fludarabin beispielsweise. Ja? Bei der CML, da haben wir ja Spezialmittel. Was haben wir da? Das müsst ihr aus dem Imatinib, das wisst ihr, vom BCR-ABL. Da haben wir ja schon quasi eine ganz zielgerichtete Therapie. Ja, weil bei CML ist ja in über 95% der Fällen dieses BCR-ABL-Fusionsprotein, das eigentlich ein Protein darstellt, das es in physiologischen Zellen nicht gibt. Deswegen haben die Pharmakologen dann einfach
gezielt einen Kinaseinhibitor entwickelt, der genau die Kinase hemmt. Deswegen können wir da ganz gezielt CML therapieren. Ja, und ihr seht jetzt aber Fludarabin bei der CLL und deswegen seht ihr, es hat doch praktische Relevanz, dass man lernt, Zellzyklus unabhängige Wirkung. Ja? Okay. So viel dazu. Viel mehr müsst ihr noch nicht wissen. Interessant ist dann nachher noch bei der AML, da gibt es so M0 bis M7 ganz viele Zwischenformen, ja, da will ich euch nicht quälen. Es gibt M3, was ist das? Wer kennt das schon? Das ist die akute Promyelozytenleukämie und ihr müsst nur verstehen, das sind ganz undifferenzierte Zellen, die sich viel teilen. Und dann gibt es ein Pharmakon, das fördert die Differenzierung von weißen Blutzellen. Und das ist die Altransretinsäure. Ja? Also Altransretinsäure heißt die einfach, glaube ich. Ja? Wir werden nachher noch, die Retinsäure, kann man es auch sagen. Ja? Und die fördert also die Ausdifferenzierung. Das heißt, wenn man das können wir bei AML geben, weil das sind lauter undifferenzierte Zellen, die werden dann differenziert. Das ist dann logischerweise die Nebenwirkung. Ich habe auf einmal ganz viele Granulozyten im Blut. Ich habe so viele Granulozyten im Blut, dass das sogar schon ein bisschen gefährlich sein kann. Ja? Und da kann man sagen, das ist die das ATRA-Syndrom, also das Altransretinsäure-Syndrom, dass zu viele Granulozyten sind. Das ist auch interessant bei CML, das ist ja die Leukämie, wo am meisten weiße Blutzellen entstehen. Über 500.000 können es sein. Was hat man dann für Symptome? Was haben die Männer dann für Symptome? Prinzipiell kann es dann zur Leukostase kommen. Das sind schon so viele weiße Blutkörperchen, dass das Blut quasi stehen bleibt. Und es sammelt sich dann irgendwo. Wo kann es sich beim Mann sammeln? Bei X-Bisomie geht es nicht. Oder Penis. Ja, also Leukostase, Priapismus. Ja, also das finde ich recht interessant. Es kann dann quasi dazu kommen, dass eine Erektion einfach nur aufgrund von den Leukämiezellen, eine schmerzhafte, wohlgemerkt. Ja, das ist sicher unangenehm. Da ist eben interessant, warum das so ist, ist eigentlich nicht geklärt. Man weiß ja auch nicht, warum die Zellzyklus unabhängig wirken. Weil eigentlich, was würdest du geben gegen solche Zellen, die sie nicht mehr teilen? Wie zum Beispiel, welche Gruppe haben wir schon kennengelernt? Also, einfach Alkulantien. Alkulantien wirken auch alle Zellzyklus unabhängig. Deswegen kann man Alkulantien kann man auch geben bei denen. Ja? Gut, also kleiner Exkurs. Die nächste Gruppe, die ihr kennen müsst, sind die Winkeralkaloide. Also das sind jetzt Mikrotubulus-Inhibitoren. Was sind die Mikrotubuli? Die sind ganz wichtig für unser Zellskelett. Ja, wir sagen immer, wir haben ja irgendwelche Skelettproteine quasi, wie das Aktin, wie das Mikrotubuli. Und dann Intermediärfilamente, das hat man ganz schön gelernt im Block 3 oder 4. Und wir können jetzt die Mikrotubuli hemmen. Was heißt, wir können sie hemmen? Ihr habt ja gelernt, dass die Mikrotubuli, was ist das Wichtigste, damit sie funktionieren? Die dynamische Instabilität. Die müssen die ganze Zeit länger werden und kürzer werden und länger werden und kürzer werden. Ja? Es ist nicht so, dass die nur dann, wenn sie gebraucht werden, quasi wachsen, sondern das ist ein ständiges Kommen und Gehen. Wo braucht man Mikrotubuli in den Zellen? Phagozytose? Zellteilung, ganz wichtig. Und was kann da wandern? Neurotransmitter, exzellent. Und daraus ergeben sich dann auch die Nebenwirkungen. Ja? Also Winkeralkaloide, das ist Vincristin, Vinblastin, Vindesin und Vinorelbin. Und dann gibt es noch die Taxane, das ist Paclitaxel und Docetaxel. Die hemmen jetzt alle mal die Mikrotubuli. Die können dann nicht mehr funktionieren. Sie hemmen es unterschiedlich. Die Winkeralkaloide hemmen die Polymerisation. Das heißt, die können nicht mehr länger werden. Und die Taxane hemmen die Depolymerisation. Das heißt, die können nicht mehr kürzer werden. Und für euch könnt ihr euch aber merken, das Wichtigste ist, die dynamische Instabilität wird gehemmt. Es ist eigentlich egal, ob sie nicht mehr länger oder nicht mehr kürzer werden können. Weil bei Mikrotubuli ist einfach an sich schon wichtig, dass sie beides können müssen. Ja, das heißt, egal was ich hemme, ich habe den gleichen Effekt. Winkeralkaloide, die Polymerisation hemmen, die haben als Nebenwirkung, müsst ihr euch einmal sofort merken, dass das Vincristin da heraussticht. Also ich habe mir immer gemerkt, die Christine ist anders. Ja? Okay? Die Christine ist einfach anders. Und irgendwie liebenswert dadurch.
Weil sie hat als Nebenwirkung, sie ist zwar neurotoxisch, aber nicht myelosuppressiv. Der Vincristin ist weniger myelosuppressiv. Und die anderen dagegen sind schon myelosuppressiv. Und dann, was haben sie noch für Nebenwirkungen? Die Vinca-Alkaloide können zum sogenannten SIADH führen. Was ist das? Genau, das heißt, du wunderst dich auch immer, warum da nicht noch ein S steht, oder? Oder du hörst mir nicht mehr zu. Geht auch. Okay. Also eigentlich sollte ja meiner Meinung nach hier nur ein S stehen. Das ist das Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion. Also steht hier nicht da. Was sind dann die Symptome? Du nimmst Labor ab, wie schaut das aus? Sehr konzentrierter Harn, okay, aber du nimmst das Blut ab. Hyponatriämie. Das heißt, wie schaut der Patient aus? Ödeme. Wo? Im Hirn. Das heißt, er schaut wie aus? Wie schaut jemand aus, der einen erhöhten Hirndruck hat? Er speibt. Er ist auf jeden Fall Vigilanz gemindert. Okay? Also es schaut ein bisschen so aus wie Meningitis. Er hat kein Fieber. Ja? Aber er ist Vigilanz gemindert. Er speibt. Er ist irgendwie total somnolent, kann er schon sein. Was macht's hier? Oberarzt rufen, erstens. Zweitens. Bitte? Manitol geben. Genau, warum? Ein osmotisches Diuretikum, das ganz schnell das Wasser aus dem Hirn wieder abzieht. Also volle Sätze dann beim Seminar, aber du hast sicher das Richtige gemeint. Ja? Genau. Also SIADH, Hyponatremie, Gehirnödem und deswegen müssen wir ein osmotisch aktives Diuretikum geben. Taxane, müssen wir das Paclitaxel und das Docetaxel wissen. Und bei denen ist es so, vor allem das Paclitaxel ist extrem schlecht löslich. Deswegen braucht man ganz viel Lösungsvermittler. Ja, wir müssen ganz viel Substanzen dazu mischen, damit es überhaupt in eine Infusion rein, quasi, dass es schön löslich ist in der Infusion. Wenn wir ganz viel Lösungsvermittler dazu mischen, dann sind die alle ganz stark allergen. Das heißt, das Paclitaxel ist ganz, ganz stark allergen. Okay? Macht ganz viele Nebenwirkungen im Sinn von sofortiger Blutdruckabfall und irgendwelche anderen, bis zur anaphylaktischen Reaktion hat. Ja? Was machen wir deswegen? Machst du gegen A für Vorbeugung? Was machst du? Was kann man machen gegen allergische Reaktionen? Glucocorticoide, super, und Antihistaminika. Und, das kann man noch dazu geben, es kann auch ganz stark zum Fieber kommen. Paracetamol, super. Im Zweifelsfall Paracetamol zum Fieber senken, ja? Gut, also Paclitaxel, sehr viel allergische Nebenwirkungen, Docetaxel ein bisschen weniger, ja? Und dann gibt es immer CYP2C8 und CYP3A4, okay, ja? Und sie sind auch neurotoxisch. Also alle von diesen Vinca-Alkaloiden sind schön neurotoxisch. Warum? Weil, du hast schon gesagt, das Kinesin und Thynein, wer bringt das, den Transmitter hin und wer bringt ihn zurück? Genau, Kinesin bringt ihn hin und Thynein zurück. Ja? Und wenn das gehemmt wird, dann können die Neurotransmitter nicht mehr zum synaptischen Spalt gebracht werden und deswegen wird die Neurotransmission vor allem am Anfang in den ganz, ganz langen Nerven gehemmt. Ja? Irgendwann werden wir natürlich alle Nerven abschießen, aber zuerst wird es einmal peripher passieren. Das heißt, was sagen wir dem Patienten? Also wenn es kann sein, dass es zum Kribbeln kommt. Ja? Man sagt dann handschuhförmiges Kribbeln, weil es könnte ja sein, dass irgendwie so dermatommäßig irgendwie genau einem Nerven entspricht oder einem Segment im Rückenmark. Aber es ist hier so, dass es handschuhförmig ist. Es fängt bei allen Nerven gleichzeitig an, auch beim Fuß. Socken- und handschuhförmige Kribbelparästhesien sind das Erste. Es kann auch das vegetative Nervensystem betroffen werden. Also wir warnen ihn vor, er kann eine Obstipation bekommen. Ja, so ein bisschen darauf aufpassen. Obstipationen können ja gefährlich sein. Gut, und wo wirken sie natürlich in der Mitose? Also sie hemmen einmal die Zellteilung an sich. Die nächste Gruppe von Zytostatika sind die interkalierenden und ähnliche, also wir fangen zuerst mit den ähnlichen an, mit den Topoisomerase-Hämmern. Die Topoisomerase, das erkläre ich jetzt nicht mehr, die kennt sie aus Block 3 und 4 und 5. Also dieses, da gibt es ja verschiedene Isotypen quasi. Wir brauchen jetzt die Topoisomerase 2 und 3. Und es ist so, dass wir die Topoisomerase 1 zum Beispiel hemmen können. Für die Hemmung der Topoisomerase 1
gibt es die Wirkstoffe Irinotecan und Topotecan. Na, beim Topo, da müssen Sie schon merken, das ist ein Topoisomerase-Hemmung. Und die Topoisomerase 1 führt dazu, dass ein DNA-Strang abbricht. Okay? Das kann man sich mal so merken. Topoisomerase 1-Hemmung, ein DNA-Strang bricht ab. Ja? Die Topoisomerase, was macht die normalerweise? So, wer redet? Ja, da, nochmal. Also, ich beziehe mich jetzt eher auf dieses, genau, Encoiling. Also, dieses Supercoiling der DNA wird quasi ein bisschen entcoiled. Ja, was heißt das? Es wird auseinandergeschnitten ein bisschen und ein bisschen, sagen wir, lockerer gemacht. Ja, auf Deutsch. Ich habe zu einem Blog irgendwas gelernt. Topoisomerase 1 zum Beispiel. Und wenn wir die jetzt hemmen mit Irinotecan oder Topotecan, dann führt es dazu, dass ein Strang abbricht, weil die Topoisomerase bleibt kleben durch dieses Zytostatikum. Es kommt nicht mehr weg, ja, und dadurch bricht ein Strang ab. Topoisomerase 2 Inhibitoren, die heißen Etoposid und Teniposid, die hemmen die Topoisomerase Typ 2. Und bei der Topoisomerase 2 Hemmung kommt es zum Doppelstrangbruch. Also das ist prinzipiell ja schön zu merken. Ja, Topoisomerase 1 Hemmung, ein Strang bricht ab, Topoisomerase 2 Hemmung, Doppelstrangbruch. Was ist jetzt das Problem, wenn wir Doppelstrangbruch haben? Es kann irgendwo wieder, können zwei Blunt Ends quasi einfach wieder sich zusammenkleben. Man stellt sich vor, hier ist ein Schnitt und hier ist ein Schnitt. Dann kann es einfach quasi sein, so ähnlich wie Intron Exon, so heißt es, oder? Ja, boah, ist das lang hier. Dass man so, dass sie da einfach quasi irgendein kleiner Part der DNA rausschneidet und es wird irgendwie anders wieder zusammengeklebt. Und was kann dadurch passieren? Eine extrem hohe Inzidenz von Zweittumoren haben wir bei denen. Ja? Also wir sind quasi wieder mutagen. Wir können wieder neue Tumoren auslösen. Und wenn man von neuen Tumoren spricht, ja, man sollte dann sagen, was sind das für Tumoren? Und da kann ich quasi erklären, dass die Zweittumoren, die durch Zytostatikatherapie entstehen, sind typischerweise, zuerst einmal sind es myelodysplastische Syndrome. Das ist eine Vorstufe von einer Leukämie. Okay? Also die weißen Blutkörperchen sind auf einmal wieder betroffen. Und dann haben die Patienten typischerweise so 10 Jahre später, haben sie einen Zweittumor, eine Leukämie. Also Etoposid und Teniposid, die es merken wollen, Teniposid, schön zu merken, das ist 10-mal so aktiv wie Etoposid, das steht im Namen drinnen, Teniposid, und wir haben also ein hohes Risiko für Zweittumoren, deswegen verwenden wir die zwei fast nicht mehr. Irinotecan und Topotecan, Topoisomerase 1 Inhibitoren, da müsst ihr wissen, Irinotecan ist ein Prodrug, und der aktive Metabolit ist SN38. Der Name ist wurscht. Es wichtig ist eigentlich nur, dass dieser aktive Metabolit vom Irinotecan, der wird glucuronidiert. Der wird durch UGT1A1 glucuronidiert. Mit U, ja, wird glucuronidiert und dann erst quasi ausgeschieden. Bilia eliminiert. Wo kommt er dann hin? In den Darm. Und wenn er dann im Darm ist, dann ist er in Kontakt, ist dieser Metabolit, dieser Glucuronidiert in Kontakt mit bakteriellen Enzymen. Und da gibt es die Glucuronidasen, die spalten also das Glucuronid wieder ab. Und was haben wir dadurch? Also wir haben auf jeden Fall eine 1A-zytostatische Chemotherapie im Darm. Und deswegen haben die extrem starken Durchfall. Ja, man muss sich nur denken, auf einmal ist ganz viel von dem wirkenden Prinzip ist im Darm drinnen. Kann deswegen die Darmschleimhaut extrem stark angreifen. Und natürlich haben wir einen enterohepatischen Kreislauf. Was ihr noch beim Irinotecan wissen müsst, Irinotecan macht erstens ganz, ganz starke Diarrhöen, zweitens ein cholinerges Syndrom, also es hemmt den Abbau von Acetylcholin. Ja, Acetylcholinesterasen werden gehemmt, dadurch bleibt mehr Acetylcholin im synaptischen Spalt und wir haben quasi ein cholinerges Syndrom. Wie kann sich das äußern? Beispiel, weiter. Mundtrockenheit macht was? Also wir haben eher Speichelfluss. Mundtrockenheit ist eine Nebenwirkung von Pirenzepin. Das ist ein Muskelin-Rezeptor-Antagonist. Also wir haben Speichelfluss, Bradykardie, was noch? Miosis und so weiter, ja? Gut, also Irinotecan, der Stoffwechsel. Irinotecan wird zum SN38, das wird glucuronidiert und bakterielle Glucuronidasen machen es im Darm wieder aktiv. Warum erzähle ich euch das alles? Weil ihr mir nie Irinotecan geben dürft, weil ihr dürft Menschen mit UGT1A1 Polymorphismus dürft ihr das nicht geben, ja? Bei Gilbert-Meulengracht ist das kontraindiziert. Wer hat noch Gilbert-Meulengracht?
Zwei. Weniger. Letztes Mal waren es mehr. Ja? Wann seid ihr draufgekommen? Auch während der Musterung oder später? Bei mir, also die typische Geschichte, die man ja normal hört, ist so, bei der Musterung wurde erhöhtes Bilirubin festgestellt. Ja? Und das Problem ist ja, dass man bei der Musterung meistens nicht ganz nüchtern ist. Das heißt, dann glaubt die Mama immer gleich, dass man schon eine kaputte Leber hat vom Saufen. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Man kann da überhaupt gar nichts dafür und ist eigentlich nur unschuldig. Da, ja. Genau. Genau, also mir gibt es auf jeden Fall nie Irina Dekan und den zwei Kollegen auch nicht. Interkalierende Zytostatika, die nächste Gruppe. Was heißt interkalierend? Wir stellen uns vor, dass die DNA eine Leiter ist, eine geschwungene Leiter. Und interkalieren heißt jetzt, dass sich die Pharmaka quasi zwischen die einzelnen Stufen hineinlegen und dann 90 Grad quasi, 90 Grad zur DNA-Polymerase stehen sie quasi drinnen und die DNA-Polymerase läuft sich quasi dann fest. Das sind, Professor Fleischmann sagt, das sind die Betonplatten für die DNA-Polymerasen, ja? Die interkalieren. Das sind meistens lipophile Substanzen, die sich da schön dazwischen reinpicken können. Und also weil, was ist zwischen zwei Basen von einem Strang? Eigentlich nichts. Nichts, ja. Und deswegen haben wir kein Wasser oder wenig und eher lipophil ist das Ganze und deswegen können sich da lipophile Substanzen schön reinkleben. Und was machen sie dann, wenn sie da drin in der DNA picken? Erstens, sie hemmen DNA-Polymerasen, zweitens, sie bilden Radikale, sie führen dazu, dass Radikale gebildet werden, direkt in der Nähe von DNA. Und dadurch werden auch Strangbrüche hervorgerufen. Ja? Und zusätzlich gibt es noch eine Topoisomerase-2-Hemmung. Ja, bei Topoisomerase-2-Hemmung sagt sie schon wieder was? Zwei Tumoren, ja, kann sein. Gut, Substanzen, die kennen wir, ist Doxorubicin, Daunorubicin, Epirubicin, Idarubicin und Mitoxantron. Das sind jetzt also ein paar Anthracycline. Und bei denen ist halt wichtig, dass ihr wisst, dass die auf eine gewisse Lebensdosis gesehen machen, die eine Kardiotoxizität, eine irreversible Herzschädigung. Ja, kumulative Kardiotoxizität, das bedeutet, einfach ab einer gewissen Lebensdosis von Anthracyclinen kann das Herz geschädigt werden. Ja, Lebensdosis. Das heißt nicht einmal eine hohe Dosis, sondern das heißt, wenn du mit 17 zwei Tabletten genommen hast, musst du das mit 35 trotzdem sagen, weil es werden alle Dosen zusammengezählt. Und ab einer Dosis, man sagt immer irgendwie so 550 Milligramm pro Quadratmeter beim Doxorubicin beispielsweise, dann steigt die Chance, eine Kardiotoxizität, eine irreversible zu haben, auf 20%. Ja. Also dann hat schon jeder fünfte Herzmuskelschäden. Was sagen wir den Patienten? Erstens, wir lassen sie nicht dazu kommen. Und zweitens, das ist nicht euer Patient. Ihr kriegt es denn? Formulatur, erster Tag. Also Herzinsuffizienz wieder haben. Wie schaut das aus? Wie schaut der Linksherzinsuffizienz aus? Luftnot, das heißt, der Patient wird zuerst mal sagen, heute war es ziemlich anstrengend, ins Krankenhaus zu gehen, wenn er gegangen ist, oder ja? Heute ist Treppensteigen ist ihm auf einmal ganz, ganz schwer gefallen. Man kann ja diese Herzinsuffizienz teilt man immer ein in Nyha-Stadien, je nachdem, ab wann sie schon eine Dyspnoe haben, eine Atemnot, und typischerweise hat man also hier auch, haben wir quasi auf einmal eine Herzinsuffizienz. Und durch Herzinsuffizienz kann es auch zu Ödemen kommen, das heißt, was kann der Patient noch sagen? Bitte? Schuhe passen nicht mehr gut, ja. Und zweitens, wenn man Linksherzinsuffizienz und Ödeme hat, typisch. Bitte? Bitte? Das ist dann schon die Lungenstauung. Okay, das ist noch ein Schritt weiter, wenn es schon in die Lunge zurückstaut. Aber die Beine sind geschwollen und in der Nacht, was passiert dann? Die Beine sind ja nur geschwollen wegen dem hydrostatischen Druck und das Herz, der pumpt es nicht mehr. Wenn sie der in die Horizontale begibt, wird das Wasser wieder rückresorbiert und dann muss er in der Nacht auf einmal aufs Klo gehen. Ja? Also nächtliches Wasserlassen oder nächtlicher Harndrang ist typisch für Herzinsuffizienz. Gut, nächstes ist Daktinomycin. Daktinomycin ist auch wieder so ein interkalierendes Zytostatikum. Und beim Daktinomycin ist ganz wichtig, das ist bei Kindern sehr gut einsetzbar. Also beim Rhabdomyosarkom kann man das verwenden beim Kind oder beim Wilms-Tumor. Der Wilms-Tumor ist ein kindlicher Nierentumor. Einer der wenigen Tumore, wo man keine Biopsie braucht zur Bestätigung übrigens. Wo braucht man noch keine Biopsie? Bei der CLL. Ja? Gut. Pleomycin ist das nächste interkalierende Zytostatikum.
Wirkt auch wieder wie die anderen, ja, lagert sich einfach da in die DNA zwischen die Basen rein, führt zur Radikalbildung und zerstört dadurch die DNA. Beim Bleomycin hat man festgestellt, es wird durch sogenannte Bleomycin-Hydrolasen inaktiviert und diese Hydrolasen sind vor allem dann aktiv, wenn eine niedrige Sauerstoffsättigung quasi in der Umgebung herrscht. Ja? Also überall da, wo wenig Sauerstoff ist, wird das Bleomycin inaktiviert. Überall da, wo viel Sauerstoff ist, ist Bleomycin aktiv. Und deswegen macht Bleomycin die Lunge kaputt und die Haut macht es kaputt. Ja? Welches Zytostatikum macht noch die Lunge kaputt? Busulfan und MTX. Okay? Dann gibt es noch ein paar nicht eindeutig klassifizierbare. Damit lasse ich relativ, verschone ich euch, wobei das ja fast die spannendsten sind, weil sie so exotisch wirken. Hydroxyharnstoff inhibiert die Ribonukleotidreduktase. Das ist wieder ein Schlüsselenzym, das wir brauchen, nur wenn die Zelle in die S-Phase will. Weil das reduziert die Basen und wenn wir reduzierte Basen haben, haben wir auf einmal Deoxyuridin, Deoxy irgendwas. Ja? Also das ist, braucht man immer nur für Deoxyribonukleinsäure, nicht für RNA. Bortezomib ist interessant, der Proteasominhibitor. Was ist das Proteasom? Das ist der Mistkübel der Zelle für was? Für Proteine, ganz allgemein gesagt, für fehlgefaltene Proteine, die ubiquitiniliert wurden. Und muss man sich überlegen, das Bortezomib kann man jetzt, das ist, finde ich, eine ganz spannende Indikation, bei einer speziellen Form von Non-Hodgkin-Lymphom, ja, den multiplen Myelom. Wer kennt die Krankheit? Morbus Kahler, warum heißt, also, na, so merke ich mir sie nicht, Entschuldigung. Multiples Myelom, ist das wirklich, die man nicht laut sagt. Multiples Myelom ist eine Erkrankung der B-Zellen. Die B-Zellen oder eigentlich von den Plasmazellen, ja, das sind ja die quasi die Antikörper sezernierenden B-Zellen, die Plasmazellen. Und wenn jetzt die Plasmazellen monoklonal expandieren, was passiert dann im Blut? Wenn man mal ganz viel Antikörper, okay? Und wo sitzen diese multiplen Myelomzellen? Typischerweise sitzen die irgendwo im Knochenmark natürlich. Und die sitzen dann auch im Schädelknochen und dann sieht man diese Röntgenbilder von den Patienten. Die haben den sogenannten Schrotschussschädel, weil einfach ganz viel Osteolysen haben. Ja, die haben ganz viel Herde von diesem Lymphom, wo diese weißen Blutzellen drinnen sitzen und das ganze Knochenmark quasi verdrängen. Gut, die sind also Plasmazellen, die ganz viel Antikörper produzieren. Antikörper sind Proteine, aber die sind alle mutiert, diese Zellen. Das heißt, die werden auch ganz viel fehlgefaltene Proteine produzieren. Das heißt, die multiplen Myelomzellen sind extrem angewiesen auf ein funktionierendes Proteasom. Wenn man jetzt das Proteasom inhibiert, dann erreicht man quasi sehr, sage ich mal, selektiv eine Zerstörung der multiplen Myelomzellen. Ja, das finde ich recht interessant. Und es gibt neben dem Bortezomib gibt es einen neuen Proteasom-Inhibitor, das ist das Carfilzomib. Das fällt uns dazu 2019 ein. Omeprazol vielleicht. Ja, zum Beispiel. Oder irgendein, welches Azol-Antimykotikum. Wie? Genau. Welche Nebenwirkung hast du beim Voriconazol, das du bei den anderen Azolen nicht hast? Genau. Sehr gut. Also Bortezomib oder Carfilzomib. Temsirolimus ist eher ein Immunsuppressivum, wird aber auch beim Nierenzellkarzinom geforscht, weil da der mTOR-Pathway recht wichtig ist. Also für die, die es interessiert, können Sie diesen mTOR-Pathway anschauen. Thalidomid, Lenalidomid. Das Thalidomid kennt ihr alle, weil ihr habt im Blog irgendwas. Die Fehlbildungen, Block 8 lernt man noch Fehlbildungen, oder? Und da lernt man auch die embryotoxische Wirkung von Contergan in den 50er, 60er Jahren. Dieses Schlafmittel für Schwangere, das war das Thalidomid, Handelsname Contergan, weil das ist sedierend. Und was ist die wichtigste Nebenwirkung damals gewesen bei Schwangeren? Die Dysmelie, Phokomelie, Amelie. Das heißt, die haben alle verkürzte Extremitäten. Man sieht ja jetzt ab und zu irgendwann, entweder ihr kennt solche Menschen oder man sieht ab und zu welche so herumlaufen, einfach an der Straße, man irgendwo läuft man denen über den Weg und man sieht, Mitte 50 sind die jetzt und haben halt verkürzte Extremitäten. Ja, dann kann man sich denken, das war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Thalidomid schuld. Und man kommt aber jetzt darauf, dass das Thalidomid und Lenalidomid, das ist ein neuerer Vertreter, ganz viele verschiedene Wirkungen haben, zum Beispiel antiangiogenetisch und noch ganz viele andere Effekte, die noch nicht ganz verstanden sind. Deswegen
haben die gerade so ein bisschen ein Revival, dass man sagt, man kann sie auch, bei Lepra wird sie auch quasi verwendet mittlerweile und auch bei Leukämien und so wird jetzt auch geforscht. Wo kann man das überall noch verwenden? Die Retinoide, das habe ich schon gesagt, das ist das Alttransretinoid, ATRA. Und da haben wir schon gesagt, bei der AML, bei der akuten Promyelozytenleukämie, der M3-AML, da kann man Alttransretinsäure geben, weil das führt zur Differenzierung von Leukozyten. Das heißt, was ist die Nebenwirkung? Leukozytose. Also auf jeden Fall keine Myelosuppression. Ja? Das ist einmal wichtig. Das ist auch wieder eins der Mittel, das keine Myelosuppression macht. Wie welche anderen? Und Dacarbazin. Okay? Gut. Also, die Retinoide machen auf jeden Fall auch keine also keine Myelosuppression. Das Arsentrioxid, das wirkt so ähnlich wie die Retinoide. Die sind beide involviert in einen Agonismus, beziehungsweise, also Retinsäure macht einen Agonismus an Retinsäurerezeptor A. Und ihr wisst ja, Retinsäure ist ja nichts anderes als Vitamin A. Und Vitamin A ist ja extrem teratogen. Oder? Das hat der Professor Preismann in der Vorlesung wahrscheinlich erzählt. Wenn einer Kaulquappe Vitamin A auf den Kopf tropft, dann wächst aus dem Kopf für eine Extremität oder was die halt haben, ja. Okay? Also das ist extrem teratogen. Er hat nicht gesagt, dass er es selbst gemacht hat. Arsentrioxid wirkt auch bei der akuten Promyelozytenleukämie und jetzt müsst ihr nur wissen, bei der APL, bei der akuten Promyelozytenleukämie, gibt es auch so ein ähnliches Fusionsprotein wie bei der BCR-ABL, bei der CML. Und dieses Fusionsprotein heißt PML-RAR-Alpha, ja, aber das ist, ja, passt schon. Und Anakrelid, das führt dazu, dass Thrombozyten absinken, ja. Thrombozytenabfall, es gibt halt ein paar Thrombozytosen auch noch, ja. Gut, aber das ist nicht so wichtig. So, die Sexualhormone ganz kurz. Block-4-Wiederholung. Wie wird die, also wofür brauchen wir jetzt Sexualhormone? Ja, das ist ein bisschen ein rascher Wechsel. Bis jetzt haben wir gesagt, Infertilität ist Nebenwirkung, aber wir müssen auch die Beeinflussung von Sexualhormonen selbst anschauen, weil es gibt ein paar Krebse, die sexualhormonabhängig sind. Das sind welche? Mammakarzinom, Prostatakarzinom und Endometriumkarzinom, okay? Grob gesagt, sagen wir mal, die drei brauchen wir. Das sind drei Krebserkrankungen, die sexualhormonabhängig sind. Was heißt es, wenn ein Mann eine also Hyperplasie hat, dann ist einfach Testosteron ein Agonist quasi im Sinn von, es fördert die Proliferation. Gut? Und bei Mammakarzinom, bei Mammazellen ist es einfach so, dass Östrogene, die wirken proliferationsfördernd. Und deswegen müssen wir jetzt irgendwie ganz logisch überlegen, wenn jetzt eine Patientin ein Mammakarzinom hat, würde es doch Sinn machen, dass wir die Sexualhormonsynthese irgendwie beeinflussen und dadurch eine Wachstumshemmung hat. Also, lass uns kurz anschauen, wie die Physiologie funktioniert. Im Hypothalamus wird normalerweise Gonadorelin sezerniert, das Gonadotropin-Releasing-Hormon. Wie wird das sezerniert? Wer hat gesagt? Pulsatil, genau. Pulsatil wird sezerniert. Was bedeutet Pulsatil? Es wird immer in leichten Schüben sezerniert. Warum sage ich das? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Wenn das nicht funktioniert, also hier in dem Rezeptor, am GnRH-Rezeptor, muss quasi alle, sage ich mal, 30 Minuten muss ein kleiner Stoß von GnRH kommen. Sonst, wenn das quasi ein permanenter Agonismus wäre, dann würde das nicht mehr physiologisch sein. Also der physiologische Reiz ist nur pulsatil. Ja, ganz wichtig für die Pharmakotherapie. In der Hypophyse werden ja ganz viele verschiedene Hormone sezerniert, unter anderem LH und FSH, also das luteinisierende Hormon und das follikelstimulierende Hormon. Die werden beide also nur sezerniert, wenn wir da einen Agonismus von Gonadarolin haben. Dann wird durch die Effekte von LH und FSH wird dann in den Gonaden werden dann die Sexualhormone produziert, synthetisiert und sezerniert. Testosteron beim Mann, Östrogene bei der Frau natürlich ist auch ein bisschen Testosteron bei der Frau und umgekehrt. Ja. Diese zwei Hormone wirken dann im Feedback hemmend auf die Sekretion von GnRH und von LH-FSH. Gut, und jetzt müssen wir wissen, wir können quasi pharmakologisch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eingreifen in diese Sexualhormonsekretion und Produktion, und das müssen wir uns jetzt kurz anschauen. Und ihr denkt immer daran, was ist unser Ziel?
Wir wollen Mammakarzinom und Prostatakarzinom behandeln, die zwei. Das heißt, für das Prostatakarzinom müsst ihr nur nachdenken, wir wollen Pharmaka, die irgendwie die Testosteronsynthese hemmen oder die Wirkung vermindern. Ja? Und bei der Frau ist es ja dann genau, wir wollen die Wirkung von Östrogenen hemmen, das macht man mit Östrogenantagonisten einfach, und wir wollen die Synthese hemmen, ja, das macht man dann irgendwie mit anderen Dingen. Also welche müsst ihr können? Prinzipiell fangen wir mit dem Prostatakarzinom an. Prostatakarzinom ist testosteronabhängig und das heißt, es würde mal naheliegen, dass wir dem Patienten einfach Antiandrogene geben. Antiandrogene sind Testosteronrezeptor-Antagonist. Glutamid und Bicalutamid sind die Vertreter, die ihr kennen müsst. Und es ist ganz klar verständlich, dass die extrem viele unangenehme Nebenwirkungen für den Mann haben, weil es ja nichts anderes ist als eine hormonelle Kastration quasi. Ja, im ganzen Körper funktionieren die Sexualhormone nicht mehr. Das heißt, vermindert Libido, ja, Ejakulationsstörung, Erektionsstörung, die ganzen Sachen, die für Männer natürlich immer überlebenswichtig sind, ja. Es ist auf einmal alles unterdrückt und deswegen ist es natürlich von Männern, sage ich mal, eine Therapie, die verschmäht wird. Aber prinzipiell wäre sie eigentlich gegen das Karzinom selbst, wäre sie natürlich nicht so schlecht wirksam. Und die Nebenwirkungen, ich sage jetzt nie alle, weil das muss man sich einfach kurz in Ruhe, setzt man sich hin und überlegt, was machen Sexualhormone, was passiert, wenn ich es nicht mehr habe, ja. Okay, also Gynäkomastie wäre natürlich auch eine Nebenwirkung von denen. Da muss man sich nur kurz hinsetzen und denken, was machen unsere Sexualhormone. Gut, eine Möglichkeit, Prostatakarzinom-Therapien, Antiandrogene. Zweite Therapiemöglichkeit, Buserelin, Goserelin, Leuporelin und Histrelin. Das sind sogenannte GnRH-Agonisten. Und das ist jetzt einmal recht interessant. Was machen GnRH-Agonisten? Die wirken quasi in der Hypophyse ganz stark agonistisch. Was passiert dadurch? Es wird dadurch ganz viel FSH und LH freigesetzt. Was passiert dadurch? Es wird kurzfristig ganz viel Testosteron synthetisiert. Also wundert man sich am Anfang, das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Aber wir haben gesagt, in der Hypophyse ist die pulsatile Reizung ganz, ganz wichtig. Und diese GnRH, sogenannten Superagonisten, die setzen sich ganz fest auf diesen Rezeptor drauf und aktivieren ihn permanent. Und dadurch wird nach einer kurzen Zeit, ja, im Laufe von 1-2 Wochen, wird diese LH-FSH-Sekretion auf einmal auf ein Minimum heruntergeschraubt, weil in der Hypophyse wird erkannt, das ist kein physiologischer Reiz, der da kommt, weil es ist nicht pulsatil. Das heißt, was ist ganz logisch bei diesen GnRH-Superagonisten? Wenn wir es geben, sie wirken am Anfang eigentlich schlecht für den Patienten, weil am Anfang wird mehr Testosteron produziert, 2 Wochen lang ungefähr. 2, 3, 4 Wochen lang wird mehr Testosteron produziert und dann erst kommen wir quasi in den Bereich, wo wir hinwollen, wo weniger Testosteron produziert wird. Und deswegen sagt man, in den ersten Wochen kommt es zum sogenannten Tumor-Flare-up. Ja, ganz wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Die ersten 4 Wochen wird die Tumorerkrankung verschlechtert. Und das macht Sinn, weil auf einmal ist noch mehr Testosteron da, der Tumor wächst noch mehr. Und wir haben schon gesagt, was ist meistens das Hauptsymptom von Tumoren? Schmerzen. Das heißt, das Prostatakarzinom, wohin kann das metastasieren? Knochen typischerweise, ja. Also alte Männer, die irgendwie Prostata-Probleme haben und dann irgendwie Rückenschmerzen der Lendenwirbelsäule, ist immer sehr verdächtig, ja. Und diese Symptomatik wird also durch GnRH-Superagonisten zu Beginn der Therapie verstärkt. Was machen wir deswegen? Wir können zu Beginn der Therapie, müssen wir das irgendwie vermindern. Wie können wir es verhindern? Wir können Antiandrogene dazugeben. Ja, also zu Beginn der Therapie mit GnRH-Superagonisten kommt es zu einem Tumor-Flare-up. Hitzewallungen entstehen auch, weil LH und FSH freigesetzt wird. Ja, da kann man immer sagen, immer merkt man, LH, FSH freigesetzt wird, hat man Hitzewallungen. Deswegen haben wir ja Frauen in der Menopause Hitzewallungen. Ja, das kann man sich leicht merken. Zu Beginn kommt es also Hitzewallungen, Tumor-Flare-up, die Krankheit wird verschlechtert. Aber es ist mehr Testosteron da. Jetzt kann man quasi vielleicht auf der anderen Seite anmerken, dass vielleicht dann 3, 4 Wochen das Libido extrem gesteigert ist und alles. Ja, aber es ist in dem Fall quasi den Therapieerfolg nicht wert. Man gibt also die ersten paar Wochen von so einer Therapie, gibt man Antiandrogene dazu. Wenn man die ersten Wochen GnRH-Superagonisten gibt, Buserelin, Goserelin, Leuporelin und Histrelin, dann muss man am Anfang der Therapie Glutamid und Bicalutamid geben, damit man den Tumorflare abhindert. Ja? Und dann, wenn das einmal vorbei ist, kann man diesen
die Picolutamid und Glutamid absetzen, weil dann ist eigentlich eh schon die LH-FSH-Sekretion auf Null und dann ist auch keine, sind auch keine Hitzewallungen mehr da. Gut. Und bei denen ist interessant, dass es da manche Formulierungen gibt, dass man die quasi einfach wirken, erstens so stark agonistisch und haben so lange Halbwertszeiten, dass sie auch bis 12 Monate wirksam sind. Ja, also gibt's, das kann man quasi einmal subkutan injizieren und das wirkt dann teilweise 12 Monate lang. Ja, gibt es halt Präparate. Wenn man es nachher wieder absetzt, setzt oder was? Ja, eben, das Problem ist, dass die meisten wirken viel länger. Ja, aber wenn man es gibt, die haben halt Wochen bis Monate Effekte meistens. Ja, die zerstören, also die stören schon den Hormonhaushalt. Es gibt, ich weiß jetzt die Halbwertszeit leider nicht mehr auswendig. Das müsst ihr nochmal nachschauen, ja, wenn ich jetzt ehrlich nicht auswendig sage. Es gibt auch GnRH-Antagonisten. Was machen die? Die wirken am GnRH-Rezeptor antagonistisch. Degarelix und Abarelix. Das heißt, was machen die? Die führen dazu, dass eigentlich die LH-FSH-Sekretion sofort gehemmt wird. Okay, jetzt würde man also vermuten, ja, die machen auf jeden Fall machen die keinen Tumorflare ab, weil die führen sofort zur Hemmung. Ja, aber ich bin kein Spezialist in diesen endokrinologischen Tumoren. Ja, sie werden halt wahrscheinlich irgendwelche anderen Nachteile haben im Sinne von Ansprechrate oder irgendwas. Deswegen werden sie, sind sie nicht mittelbar. Beim Prostatakarzinom müsst ihr jetzt wissen, dass typischerweise sind die Prostatakarzinome immer am Anfang, warten die quasi immer auf Testosteron von draußen. Dann kann man das mit Goserelin plus Glutamid quasi unterdrücken. Okay, dann kann man ein, zwei, drei, ein paar Jahre auf jeden Fall gut therapieren. Das Karzinom wächst nicht weiter. Und dann ist aber das Problem, dass diese Tumorzellen halt so mutieren, dass sie selbst ihre eigene Hormonsynthese machen. Und dann hat man natürlich ein Problem, dann wirken die ganzen GnRH-Agonisten so nimmer. Und dann muss man einen, oder kann man einen Androgensynthese-Hemmer geben. Das ist Abiraterone. Ja, Abiraterone ist also ein Mittel, das man als Mittel der Reserve oder beziehungsweise bei Prostatakarzinom, bei Resistenz gegen GnRH-Agonisten, kann man beim Prostatakarzinom dann Abiraterone geben. Was ist der Nachteil? Abiraterone hemmt also ein Zyp-Enzym in der Nebennierenrinde auch. Also nicht nur in den Prostatakarzinom, sondern auch in der Nebennierenrinde. Dadurch haben wir ganz viel, also einen ganz stark gestörten Hormonhaushalt, der sich wie äußert. Es wird die Cortisonsynthese gehemmt und es wird die Androgensynthese gehemmt. Es fällt also ganz viel Aldosteron an in der Nebennierenrinde. Und wenn man jetzt Aldosteron hat, ganz viel, was hat man dann für eine Symptomatik? Also was Elektrolythaushalt, wie schaut es damit aus? Hypernatriämie auf jeden Fall. Ja, Ödeme würde ich jetzt nicht zwingend sagen, weil bei Hypernatriämie muss man jetzt nicht Ödeme haben zwingend. Also, Aldosteron, wer hat ADH? In der Nebennierenrinde wird nichts ADH produziert, Leute. Ja, aber hauptsächlich holst du mein Natrium zurück. Da kann man doch keine Hyponatremie haben. Schaut mal Kohn-Syndrom nach. Das ist quasi ein Tumor. Und genau ganz viel vom Aldosteron produziert wird. Die haben eine Hypernatremie. Und was haben sie noch? Hypokaliämie. Es wird ja ganz viel vom ENaC eingebaut. Ja, es ist ja ein Kaliumverlust eigentlich. Also der, was haben sie noch? Sie haben eine Hypertonie. Hypertonie. Hypernatriämie, Hypokaliämie. Also einfach Abiraterone macht die Nebenwirkungen, die Aldosteron physiologisch quasi machen würde. So, das war jetzt eigentlich das Prostatakarzinom. Also ihr müsst quasi die Substanzgruppen kennen. Superagonisten, was merken wir uns? Tumorflare-up, Hitzewallung, GnRH-Antagonisten, die haben kein Tumorflare-up, Androgenrezeptor-Antagonisten, Glutamid, Picolutamid und Cypropionacetat geben wir nicht gern, weil sie extrem unangenehm sind für Männer und Androgensynthesehemmung mit Abiraterone. Geben wir auch eigentlich nur als Reserve, weil Aldosteron halt eigentlich auf Dauer, wenn das immer anfällt, ist es natürlich unangenehm. Gut, also beim Prostatakarzinom, ihr seht genau das, was ich angesprochen habe. Beim Mammakarzinom ist es jetzt anders. Mammakarzinom, es geht jetzt um Östrogene und da müsst ihr drei, oder eigentlich müsst ihr nur zwei Substanzen wissen.
Substanzgruppen, die Antiöstrogene und die Aromatasehemmer. Okay, die Antiöstrogene, da muss man jetzt aufpassen. Also der Östrogenrezeptor ist irgendwie speziell, der setzt sich ja zusammen aus mehreren Untergruppen quasi. Also ist egal, wie das funktioniert. Es gibt auf jeden Fall Substanzen, die wirken auf manche Östrogenrezeptoren agonistisch und auf manche antagonistisch, also wie quasi Partialagonisten. Und deswegen haben die ganz verschiedene Wirkungen auf das Gewebe im Körper. Prinzipiell muss man sich mal überlegen, wo wirken Östrogene im Körper? Also Brust, Knochen, Leber, Endometrium, grob gesagt. Ja, das sind immer die vier wichtigen Effekte, die ein Östrogen hat, wenn man es mal in den Körper spritzt. Ja, also erstens Brustwachstum. Okay. Zweitens Knochen, vermehrt Knochensubstanzaufbau, wie Östrogen jetzt wirken. Ja, also Brustwachstum, Knochenaufbau, Endometrium, Hyperplasie und Leber, Proteinsynthese wird angekurbelt. Sprich, es wird auch die Gerinnungsfaktorsynthese angekurbelt. Deswegen sagt man immer, dass Frauen, die zum Beispiel Östrogenpräparate zur oralen Kontrazeption verwenden, dass sie nicht rauchen sollen gleichzeitig, weil das Thromboserisiko ja dadurch erhöht ist. Gut, also Östrogen hat diese Effekte. So, wir wollen jetzt einen Östrogenrezeptor-Modulator verabreichen. Also, die heißt einmal selektive Östrogenrezeptor-Modulatoren oder SERM. Warum selektiv? Weil sie an manchen Rezeptoren agonistisch und manchen antagonistisch wirken. Wir wollen natürlich in der Brust einen Antagonismus. Ja, und die erste Substanz, die gewissen ist, ist Tamoxifen. Wirkt in der Brust antagonistisch, senkt also das Mammakarzinomrisiko. Und sonst wird es überall agonistisch. Das heißt, Endometriumkarzinomrisiko erhöht. Daraus folgt, alle 6 Monate ein PAP-Abstrich. Zweitens, Thromboserisiko erhöht. Ja, das heißt, man sagt, nicht rauchen. Drittens, Osteoporose-Risiko verringert. Ja, das ist auch eines der Einsatzgebiete gewesen, dass man sagt, Tamoxifen zur Prophylaxe der Osteoporose. Aber das Problem ist natürlich, dass man dann in Kauf nehmen müsste, dass das Endometrium-Karzinom-Risiko extrem ansteigt. Ja, also das ist ein Mittel, das man gegen Brustkrebs geben kann. Ja, wenn jetzt eine Frau Mammakarzinom hat, typischerweise macht man was? Rausschneiden einmal. Ja. Das ist ja quasi eine der Körperstellen, die am entbehrlichsten ist. Ja, das ist ja nicht irgendein inneres Organ, das irgendwie lebenswichtig ist, sondern Mammakarzinom ist natürlich einmal in erster Linie chirurgisch behandelbar. Und trotzdem, wir haben gelernt, adjuvante Chemotherapie, also wir geben im Anschluss dann zum Beispiel Tamoxifen. Ja, bis zu 5 Jahre. Das wäre typisch. Das machen wir prämenopausal, wirken also vor allem die Östrogen-Antagonisten, also diese selektiven. In der Brust sind es Antagonisten, sonst Agonisten. Tamoxifen. Was müsst ihr über Tamoxifen wissen? Das ist ein Prodrug. Ein Prodrug wird zu Endoxifen durch ZYP. Weiß? Durch ZYP2D6 wird es aktiviert, ja? Hat der Metabolit eine längere Halbwertszeit, ja? Und ihr müsst das über die Eigenschaften Bescheid wissen. Raloxifen ist ein zweiter SERM, selektiver Östrogenrezeptormodulator, der im Gegensatz zum Tamoxifen im Endometrium auch antagonistisch wirkt. Ja, also Raloxifen ist im Endometrium und in der Mama antagonistisch, Knochenleber agonistisch. Das heißt, beim Raloxifen, das könnte das Tamoxifen in Zukunft ablösen. Es ist nur noch nicht so lange etabliert. Ja, deswegen gibt man es jetzt noch nicht als First Line, sondern bis jetzt, meines Wissens, ist man jetzt nur beim Tamoxifen. Aber es kann gut sein, dass das Raloxifen das Tamoxifen ablöst. Warum? Weil einfach das Endometriumkarzinomrisiko nicht erhöht ist dadurch. Gut, also auch, das sind jetzt beide Stoffe, die man quasi beim prämenopausalen Mammakarzinom geben kann. Postmenopausal werden in der Frau, wo die Östrogene produziert, im Fettgewebe. Wer sich das nicht merken kann, man muss eigentlich ja nur an ganz, ganz, ganz dicke Männer denken. Wenn die viel Fettgewebe haben, dann bekommen die ja auch eine Form von Gynäkomastie. Warum? Weil eigentlich in dem ganzen Fettgewebe vom Mann auch Östrogene produziert werden können. Welches Enzym macht das? Das macht die Aromatase. Ja, die Aromatase macht also aus Testosteron Estron und aus Androstenedion das Estradiol. Es werden also aus Testosteronen werden Östrogene gemacht. Deswegen, also ich merke mir das einfach immer so, dass ganz, ganz dicke Männer können oft ein bisschen eine Gynäkomastie bekommen. Ja? Und bei Frauen postmenopausal, wenn die Mammakarzinom haben,
muss man sich überlegen, wo kommen jetzt die Östrogene her? Die können ja nicht mehr aus den Eierstöcken kommen, sondern die kommen dann auch aus dem Fettgewebe. Das heißt, man kann dann die Synthese im Fettgewebe hemmen mit Aromatase hemmen. Das ist Formestan und Exemestan und Anastrozol. Ja? Und die kann man also nur postmenopausal geben. Die bringen prämenopausal gar nichts. Letztes Mal hat mich noch wer gefragt, kann man postmenopausal auch Tamoxifen und Raloxifen geben? Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ich habe dann auch darüber nachgedacht, muss man ja geben können. Ja? Und es ist so, dass man eigentlich dort Studien macht, ob quasi prämenopausal kann man nur Tamoxifen geben, adjuvant, postmenopausal kann man dann Tamoxifen plus einen Aromatasehemmer geben. Das ist dann noch besser wirksam. Ja? Gut. Was ich noch vergessen habe bei den männlichen Hormonen, das ist ein 5-Alpha-Reduktase-Inhibitor, der hemmt die Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron. Das wäre quasi jetzt auch noch ein Mittel, das man bei Männern geben kann. Da gibt es den, da habe ich den Fun Fact gelesen, dass man den in der Schwangerschaft nicht einnehmen darf. Als Frau ist natürlich irgendwie eh klar. Vielleicht würde der Frau dran denken, damit irgendwie das Kind sicher ein Mädchen wird oder so. Ich weiß nicht warum. Aber dann war die Frage, wie ist denn das, wenn jetzt dann eine Schwangere Sex hat mit einem Mann und der nimmt dann diesen 5-Alpha-Reduktase-Inhibitor, reichert sich das im Ejakulat an und erreicht es dann auch das Kind, den Fötus, und die Studie hat dann quasi zufriedenstellende Ergebnis ergeben, nein, es ist nicht gefährlich, erst bei einer Menge von 3 Liter Sperma. Ja? Also, es geht viel. Gut, also Östrogenrezeptormodulatoren, das sind die SERMs. Tamoxifen wird aktiviert durch CYP2D6 zum Endoxifen, Raloxifen, und dann gibt es noch das Toremifen, sind eben partielle Agonisten und werden prämenopausal, vor allem adjuvant zur Therapie des Mammakarzinoms gegeben. Jetzt die Nebenwirkungen, die haben wir schon besprochen, Übelkeit, Erbrechen, müsst ihr euch merken, Zitrone zur frühen antiemetischen Therapie, Aprepitant plus Glucocorticoide zur Spätform des Erbrechens. Das Wichtigste ist, ihr müsst vor der ersten Chemotherapie beginnen mit der antiemetischen Therapie. Warum? Weil der Patient sonst quasi antizipatorisch, wenn er ins Krankenhaus geht, wird ihm ja schon übel. Wenn er das erste Mal das erlebt hat, ja, man wird ja schnell konditioniert. Ja, irgendwann werdet ihr, wenn ihr den Professor Weismut seht, bekommt man dann schon einfach, wenn man so quasi konditioniert ist, einen schnellen Puls und Schweißausbruch, ja, und sagt irgendwie ganz schnell irgendwie Antibiotikanamen. Und so ähnlich könnt ihr quasi jetzt euch vorstellen, dass das beim Patienten passiert, der ins Krankenhaus geht und die Chemo bekommt. Deswegen ist es wichtig, man muss die erste antiemetische Therapie schon beginnen, bevor er die Chemo bekommt, ja. Frühes Erbrechen, Ondansetron, Balanocetron, Canesetron, Tropisetron, ja. Spätes Erbrechen, NK1-Antagonisten, Substanz B-Antagonisten, plus Glucocorticoide. Und Konditionierung ist ein blödes Thema. Dann, es kann bei den meisten Zytostatika zu einer allgemeinen Entzündungsreaktion kommen, quasi im ganzen Körper. Warum? Weil es einfach Gifte sind. Es werden immer irgendwelche Zellen zerfallen, deswegen kann es immer zu Fieber kommen. Es kann auch bis, also man sagt dann oft, es kann so eine Art Flu-like-Syndrome oder bis zum Cytokine-Storm. Ja, es können quasi die Endothelien auch wirklich aufgehen, vor allem bei monoklonalen Antikörpern später. Und da ist einfach die Pathophysiologie immer dahinter, dass es sich um eine Freisetzung von ganz vielen Zytokinen handelt. Und deswegen kann man das meistens mit Glucocorticoiden ganz gut therapieren, weil das nur immer unsere besten entzündungshemmenden Mittel sind, die wir haben. Das emetogene Potenzial muss nicht jeder auswendig lernen. Wenn man es einfach merkt, alle Zytostatika sind emetogen, ist es gut. Und das da oben sollte eigentlich rot sein und Cisplatin und so weiter sollen da oben stehen. Ja, Cyclophosphamid, die wir durchbesprochen haben, Dacarbazin. Gut. Das haben wir auch schon gesagt. Dann, wir haben besprochen, was ist der Nadir? Das muss jeder wissen und ihr müsst auch eben wissen, wie schaut das klinisch aus. Einfach, es macht auch mehr Spaß, das Lernen, wenn man nicht nur Myelosuppression auswendig lernt, sondern wenn man sich darüber Gedanken macht, wie kommt der Patient daher? Was kann ich ihm konkret sagen? Ja? Man könnte auch immer hämatopoetische Wachstumsfaktoren geben. Ihr müsst ja auch immer parat haben, was machen wir bei Akkanulozytose. Von meinem Professor Sitte, der fragt ja da ganz gern. Ja. Also bei Akkanulozytose und Fieber können wir immer GCSF plus starkes Antibiotikum. Ja. Das Antibiotikum ist auf jeden Fall das Wichtigste. Das wäre mir in dem Fall viel wichtiger als der GCSF. Okay? Weil erstens, woher kriegt man denn einfach, wenn man irgendwo eine Landpraxis hat?
Dann hat man auf jeden Fall Antibiotika, aber G-CSF wird man nirgends rumliegen haben, das Filgrastim, ja? Also, es gibt hämatopoetische Wachstumsfaktoren für Granulozyten, das G-CSF, Filgrastim, dann gibt es für Thrombozyten, das Thrombopoetin. Was kann man noch machen, damit die Thrombozytenzahl ansteigt? Glukokortikoide geben, normalerweise, ja? Führt ein bisschen zu einer Thrombozytose, normalerweise. Bitte? Natürlich. Immer Ultima Ratio sind einfach Erythrozyten, Thrombozytenkonzentrate, ja. Das ist immer, das geht immer. Gut. Und EPO gibt es auch noch, das Erythropoetin für rote Blutkörperchen. Ja. Und dann müsst ihr wissen, welche machen wenig Nochmax-Toxizität. Das haben wir öfters besprochen. Wie gesagt, Altransretinsäure steht da gar nicht, das macht sogar Leukozytose. Die Hyperuricämie, Tumorlyse-Syndrom muss jeder wissen, vor allem bei Leukämien. Am Anfang der Therapie zerfallen ganz viele Zellen. Wie schaut das Labor aus von einem Leukämie-Patienten, wenn er zu euch kommt? Bitte? Das Labor, wie schaut das aus von einem Leukämie-Patienten? Bitte? Okay, Megaloblasten. Du machst jetzt kein Differentialblutbild, sondern du machst ganz normal, du bestimmst so ein bisschen die typischen Laborparameter, wo du nur siehst Leukozyten, Erythrozyten und du siehst ein paar chemische Sachen, ein paar Proteine. Wir gehen davon aus, dass wir Hausärzte sind. Ja? Dann würde man jetzt sagen, bei Leukämie ganz allgemein, erstens Leukozytose ist typisch, muss nicht sein. Ja, es gibt viele Leukämien, wo eigentlich initial keine Leukozytose vorhanden ist. Ja, Leukozytose. Zweitens, es ist LDH erhöht. Ja? Kann Kalium erhöht sein, vor allem ist LDH erhöht. Was ist LDH? Die Laktatdehydrogenase und die steigt immer dann an, wenn wir Zellzerfall haben. Okay? Harnsäure ist angestiegen, weil wir Zellzerfall haben. Blutsenkungsgeschwindigkeit ist angestiegen, weil wir Entzündung haben. Gut, also Allopurinol wäre so unser Prophylaktikum, damit wir keine Gichtanfälle durch Tumorlyse-Syndrom bekommen. Was können wir Ultima Ratio bei Tumorlyse machen? Raspurikase oder Peglotikase, dieses Enzym. Die Uratoxidase, die Harnsäure weiter abbaut. Kardiotoxizität, da haben wir gesagt, die Anthracycline müsst ihr da wissen, die eine kumulative Kardiotoxizität haben. Dann gibt es noch ein paar andere neue Signalinterzeptoren und monoklonale Antikörper, die eine Kardiotoxizität machen. Dazu kommen wir gleich. Cyclophosphamid in sehr hohen Dosen. Lungenfibrose haben wir auch gesagt. Das wisst ihr, Bleomycin, Busulfan, Methotrexat und so. Ja? Nephrotoxizität, da gehen wir schneller drüber. So, ganz kurz noch, das dauert jetzt nicht mehr lange, aber ihr müsst es auch noch wissen. Und eigentlich geht jetzt erst, ich bin da immer ganz traurig innerlich, weil jetzt würde ich erst eigentlich beginnen zu präsentieren, weil das sind ja die spannendsten Substanzen, die monoklonalen Antikörper und die modernen Tyrosinkinase-Inhibitoren. Ja, deswegen sind eigentlich die Zytostatika so ein cooles Thema. Und was müsst ihr jetzt wissen? Prinzipiell gibt es monoklonale Antikörper. Warum? Man ist eben draufgekommen, Tumorzellen haben typischerweise irgendwelche speziellen Oberflächenproteine oder halten irgendwas nach draußen, was eine physiologische Körperzelle nicht machen würde. Ja, klar verständlich wäre das bei irgendwelchen Blastenleukämien zum Beispiel, wenn irgendeine Vorstufe von Blutzelle auf einmal zu Tausenden im Blutkreislauf unterwegs ist, ja, dann ist das natürlich, die hat ganz andere CD, also diese Cluster of Differentiation Moleküle als irgendwie eine reife, also sie, natürliche Killerzelle, ja. Und das war, also der Beginn war quasi, sie haben einfach festgestellt, wir können, wenn wir gezielt Antikörper gegen Tumormoleküle machen, dann können wir quasi gezielt das Zytostatikum nur zum Tumor bringen. Ja, wenn ein Antikörper an irgendeine Oberfläche, an irgendein Antigen bindet, was passiert dann mit der Zelle? Erstens antikörpervermittelte Zelltoxizität, ja, das wird allein durch die Bindung ja schon kaputt gemacht, und zweitens werden die Tumorzellen dadurch opsonisiert und es können dann die eigenen Immunzellen die Tumorzelle wieder besser angreifen und auffressen. Ihr müsst, ja? Komplementvermittelte Zytotoxizität gibt es auch noch. Ja? Da werden drei Komponenten, wie das super gegen Tumorzellen wirkt. So, was war aber am Anfang das Problem? Die ersten Antikörper, die gemacht wurden, sind waren Murine, monoklonale Antikörper. Wie das gemacht wird, ist hier dargestellt, ja, aber das ist. Du musst quasi Lymphozyten isolieren, du musst ihnen ein Antigen geben, gegen das sie Antikörper produzieren und dann lässt es halt ganz oft teilen. Du machst also eine Fusion mit diesen meistens Chinese
Hamster-Ovary-Cells, diesen CHO-Zellen, damit sie unsterblich sind, und dann kannst du ganz viel von dem Protein ernten. Okay? Das ist ein Antikörper. Wenn der Antikörper nur aus einer Murina-Sequenz, Proteinsequenz quasi besteht, also Aminosäure-Sequenz, so, sprich von einer Maus oder Ratte, dann ist es ein sogenannter Murina-monoklonaler Antikörper und hat die Endung OMAP. Ja, MAP steht immer für Monoclonal Antibody, und das O, soll ich jetzt sagen, der ist wirklich Murin. Was ist das Problem? Diese FC-Region, die ja normalerweise als Opsonisierungsstelle quasi dann von den FC-Gamma-Rezeptoren genutzt wird, die schaut ja anders aus als von Menschen. Das heißt, erstens, die Opsonisierung wird nicht so effektiv sein. Zweitens, beim Komplement, das wird wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Und drittens, alle fremden Proteine, die man einfach so im Blutkreislauf werfen, sind an sich schon ziemlich allergen. Ja, also die führen sofort zu irgendwelchen Überempfindlichkeitsreaktionen. Also alle monoklonalen Antikörper mit OMAP hinten sind schlecht verträglich. Dann gibt es XIMAP, da haben sie dann schon die FC-Region auf jeden Fall humanisiert und dann schon Teile der, also quasi auch Teile der Variablen der leichten Kette, das war die schwere Kette und das war die leichte Kette, und sie haben da schon größere Anteile des Antikörpers humanisiert. Dann heißt der XIMAP, also Chimera. Als Merkhilfe kann man da immer sagen, die Xiberger, das hat man letztes Jahr in Vorarlberger gesagt, Xiberger sind irgendwie eine Mischung aus Österreichern und Schweizern. Ja, deswegen sind sie Chimera. Aber in Wirklichkeit bestehen sie ja nur trotzdem aus irgendwelchen Mäusen. Und dann gibt es humanisierte monoklonale Antikörper, die haben die Endung ZUMAP. Ja, also ihr müsst euch einfach merken, warum sagen wir euch das? Die sind ganz stark allergen, die sind mittelallergen, die sind wenig allergen und die sind so gut wie gar nicht mehr allergen. Ja, also trotzdem ein bisschen ein Potenzial, aber natürlich viel weniger als der Murine. Okay, also ihr müsst euch die Endungen merken. OMAP für Murin, XIMAP für Chimera, ZUMAP für humanisiert und MUMAP für human. Alles ist dann human. Welche Antikörper müsst ihr kennen? Trastuzumab ist ganz wichtig, Bevacizumab ist ganz wichtig, Cetuximab und Rituximab sind ganz, ganz wichtig. Diese vier muss jeder verstehen und auch wissen, wie wirken sie. Zum ersten, zum Trastuzumab kann ich sagen, HER2, wer kennt dieses Protein, diesen Rezeptor? Brustkrebs. Ein Stichwort wird in den Raum geworfen. Also HER2, das ist ein Rezeptor, der eigentlich auch EGF Receptor 2 heißt. Ja, dann kann man sich schon eher vorstellen, was er macht. Prinzipiell könnt ihr euch merken, den braucht man im Körper eigentlich nur im Herzen. Okay? Das könnt ihr schon ganz leicht merken. HER2 brauche ich im Herz. Ganz gut zu merken. Sonst gibt es den physiologisch fast nirgends. Aber was kann der HER2 machen, der EGF Receptor 2? Er kann, wie willst du es sagen? Genau. Er dimerisiert mit dem HER1. Also ihr müsst den Namen merken. HER1 ist gleich EGF Receptor 1 ist gleich RP1 und HER2 ist gleich RP2 ist gleich EGF Receptor 2 ist gleich neu. Ja? Jetzt haben wir ganz viele Synonyme. Also der HER2, der normalerweise nur im Herz vorkommt, ist jetzt ein EGF Receptor 2 und der kann mit dem EGF Receptor 1 dimerisieren. Ja? Was passiert dadurch? Der EGF Receptor 1 wird leichter aktiviert. Dadurch ist leichter ein Wachstumsreiz da, weil das ist ja der epidermale Wachstumsfaktor. Welche Zellen machen das? Das machen Brustkrebszellen. Brustkrebszellen haben also normalerweise den EGF Receptor 1, aber wenn sie so mutiert sind, können sie irgendwann einen EGF Receptor 2 auch produzieren und dann sagt man dazu, das sind sogenannte HER2-positive Brustkrebszellen. Ja, deswegen werdet ihr ab jetzt immer bei Brustkrebs, wird man dann immer lesen in der Diagnose, ist ganz wichtig die Unterscheidung HER2 oder, also HER2 positiv oder nicht. Ja, und wenn eine Brustkrebszelle diesen EGF Receptor 2 exprimiert, dann können wir einen monoklonalen Antikörper genau gegen dieses Molekül geben. Der bindet dann den EGF Receptor 2 auf dieser Brustkrebszelle ab. Das kann nicht mehr dimerisieren, erstens. Das heißt, die Wachstumskaskade wird schon mal nicht so stark aktiviert. Zweitens, wir haben immunvermittelte Zytotoxizität auf diese Brustkrebszellen. Ja? So wirkt Trastuzumab gegen HER2-positive Brustkrebszellen. Was müsst ihr beim Trastuzumab wissen? Zumab, das ist quasi ein humanisierter Antikörper, das heißt, der ist nicht mehr so stark antigen wie zum Beispiel Allergen wie Rituximab, aber er geht aufs Herz. Ja, das müsst ihr euch ganz wichtig merken. Herzeptin ist auch der
der Handelsname davon. Also das ist schön zu merken. Herceptin, Handelsname, HER2, daran bindet er. Und Nebenwirkung Herz. Ja? Was ist ein Herz, die Nebenwirkung? Es macht eine Herzinsuffizienz. Ja? Also so ähnlich wie Doxorubicin, Daunorubicin, Idarubicin, Epirubicin, Mitoxantron, diese Anthracycline. So macht auch das Trastuzumab eine Kardiomyopathie. Und das habe ich in der letzten Formulatur auch, also nicht in der letzten, im letzten Sommer, Bad Ischl, ganz kleines Haus, und trotzdem habe ich das dann dort gesehen. Ja? Da ist eine Patientin gekommen mit Postkrebs, die hat Trastuzumab bekommen und hat auf einmal akute Verschlechterung Atemnot gehabt. Und die ganzen Ärzte haben irgendwie so gesucht. Und irgendwie sind so Kliniken am Land dann so, wenn man irgendwie so Pharmawissen an den Mann bringen will, dann sind so, die schauen dann immer ein bisschen abwertend an und sagen, was ist eigentlich da? Aber ich habe dann irgendwann immer öfter gesagt, es könnte doch trotzdem irgendein Trastuzumab-induzierte Kardiomyopathie sein. Und dann irgendwann hat sich herausgestellt, das war es auch. Ja, es ist schon spannend, das gibt es dann wirklich in der Klinik. Man sieht es auch. Und das war also Trastuzumab. Bevacizumab ist ein Antikörper, der bindet nicht einen Rezeptor, sondern der bindet einen Wachstumsfaktor selbst. Wichtige Unterscheidung, das verwechseln dann immer ganz viele. Ja? Also das Bevacizumab ist ein VEGF-Antikörper. Du denkst wieder, wenn du Zumab liest, denkst du das Wort humanisiert. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon noch immer mittelstarkes allergenes Potenzial. Ja? Es ist schon besser als bei Zimab, aber es ist trotzdem nur stark allergen. Und das Bevacizumab bindet den VEGF, also den Wachstumsfaktor, der so durchs Blut zirkuliert und soll dadurch die Angiogenese von Krebs, von soliden Tumoren hemmen. Ja? Das Problem ist, also prinzipiell ist ja die Annahme, der menschliche Körper macht keine Angiogenese mehr, deswegen soll es wenig Nebenwirkungen haben, aber wir brauchen diesen Vascular Endothelial Growth Factor trotzdem überall im Körper, deswegen hat der Bevacizumab sehr viele Nebenwirkungen. Ja? Bevacizumab hat Nebenwirkungen, die alle das kardiovaskuläre System betrifft. Sprich, Hypertonie, Thrombosen, Wundheilungsstörungen, ja, also die ganze Blutversorgung. Sobald irgendein Schaden ist, kann die Blutversorgung auch dorthin nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt Wundheilungsstörung. Das nächste ist gastrointestinale Perforationen können vorkommen. Das heißt ein Ulkus beispielsweise ist wieder eine Kontraindikation. Ja, das ist also das Wichtigste. Und was eine spannende Theorie ist, dass Bevacizumab die Blutversorgung vom Tumor so verändert, dass die Chemotherapie den Tumor dadurch besser erreicht. Und deswegen wird Bevacizumab gerade ist ganz in Mode. Es wird quasi gerade überall bei allen Tumoren versucht, dass man es dazugeben kann. Natürlich nicht bei Leukämien, ja, das macht keinen Sinn, weil die brauchen kein Gefäß, das ist klar, das darf man nicht quasi sagen. Aber bei allen soliden Tumoren wird jetzt probiert, dass man Bevacizumab dazu gibt. Auch zum Beispiel beim Glioblastom. Ja? Da kannst du auch erstaunlich gute Ansprechdaten erzielen. Weil dadurch die anderen Chemotherapeutika besser hinkommen. Das Cetuximab ist ein EGF-Rezeptor-Antikörper. Also normalerweise zeichne ich das immer ganz schön auf, aber es ist schon relativ spät und deswegen beschleunige ich gerade ein bisschen. Ja? EGF-Rezeptor-Antagonist des Cetuximab, es ist ein Chimera-Antikörper, sprich es macht sehr starke allergische Reaktionen. Und Cetuximab ist als EGF-Rezeptor-Antagonist vor allem beim Kolonkarzinom kann man es verwenden. Man könnte es auch bei anderen Karzinomen verwenden. Aber wichtig ist jetzt nur für euch, es hemmt den Rezeptor, den epidermalen Wachstumsfaktor. Deswegen ist die Nebenwirkung ganz, ganz logisch. Ja? Wenn den epidermalen Wachstumsfaktor hemmt, wo wir die Nebenwirkungen haben, der Epidermis, oder? Also man hat ganz starke Hautausschläge. Ich sage euch gerade immer nur die wichtigsten Nebenwirkungen. Bei denen ist es echt nur so, die haben so viele Nebenwirkungen meistens daneben stehen. Also ihr seht, ich habe ja die Tabelle da in dieses Facebook-Forum von euch reingestellt. Da sind auch dann mehr Nebenwirkungen noch drinnen und da werdet ihr jetzt sehen, das ist echt teilweise schon, dass man sagt, da gelangt jedes Gehirn irgendwann an seine Kapazität, weil das kann man sich nicht alles merken. Aber beim EGF-Rezeptor-Antagonist auf jeden Fall Akne merken. Was ihr euch noch merken müsst, bei allen monoklonalen Antikörpern, immer diesen Cytokine Storm. Die führen immer zu einer systemischen Immunreaktion. Ihr müsst euch nur vorstellen, was wäre, wenn mein Körper auf einmal überall Immunglobuline hätte. Ganz viel mehr, als er normal hätte, ja, hochdosiert. Dann ist es ja quasi, wie wenn ich gerade schwer krank bin. Und so sind die Patienten auch. Die haben Fieber, die werden rot, haben Blutdruckabfall, alle möglichen Symptome. Ja. Das ist dieser sogenannte Cytokine Storm, der immer auftreten kann. Und dazu können auch die Lebervenen bei allen Zytostatika zugehen. Bei diesen monoklonalen Antikörpern machen sie es gern und sie machen es auch bei anderen Zytostatika gern. Dieses
Diese Krankheit, also dieses Symptom heißt dann VOD, ist eine Veno-Occlusive Disease. Ja, also da machen auf einmal die Lebervenen zu. Wie äußert sich das? Also mal Ikterus, wenn die Leber, da muss ich schon ein bisschen länger gewartet haben, aber auf jeden Fall Ikterus, wenn die Leber kaputt wird, Aszites wäre das erste Symptom. Ja, wenn ich einfach logisch denke, wenn ich die Portalvene zuhalte, was passiert? Staut zurück in den Bauch, ja? Aszites. Gut, also Cetuximab, ganz starke Akne. Rituximab, ein CD20-Antikörper. CD20 ist jetzt ein Oberflächenmolekül, das auf Lymphozyten sitzt, ja? Und deswegen wird Rituximab bei Leukämien verwendet. Bei lymphatischen Leukämien kann man Cetuximab verwenden, ja? Also das bindet einfach an das Oberflächenprotein von B-Zellen zum Beispiel. Dadurch werden die ganzen B-Zellen im Körper zerstört. Was hat der Körper, wenn er keine B-Zellen mehr hat? Müsst ihr aufpassen. Also meine Infektneigung und vor allem würde ich sagen, der Impfschutz, das war mir nicht mehr wirklich gegeben. Ja? Weil wenn ich alle B-Zellen, die meine Antikörper produzieren, hinmachen, muss ich aufpassen mit Impfschutz. Ja? Und es ist dann auch tatsächlich so, dass man nach Rituximabgabe mal so 12 Monate oder so keine Impfungen mehr verabreichen darf. Also, ja. Und allem Putzumab ist jetzt egal. Das ist eigentlich MS. Es gibt ja ganz viele verschiedene, da kann man sie durchforsten. Das ist meiner Meinung nach eines der spannendsten Gebiete in der Medizin. Und ich kann jetzt nicht auf alles eingehen. Ja. Auf jeden Fall, diese ganzen Antikörper können immer so grippeähnliche Symptome verursachen und einen Cytokine Storm, Zytokin-Freisetzungssyndrom, wo es zu Angioödem wie eine starke allergische Reaktion und dazu noch Immunsuppression. Ipilimumab ist spannend, das bindet CTLA4 und das habt ihr im Block 8 kennengelernt. Letztes Mal, Sonntag, haben sie gesagt, nein, im Block 8 hat das niemand kennengelernt. Irgendwer hat es kennengelernt, oder? CTLA4. Bei uns damals wurde es unterrichtet, dass CTLA4 einer quasi dieser Co-Rezeptoren von den T-Zellen ist, die wichtig sind, wenn man bei T-Zellen Allergie induzieren muss. Ihr wisst ja, T-Zellen, das Wichtigste, die müssen ja geschärft werden, was ist körpereigen, was ist körperfremd. Wenn was körpereigen ist, dann muss man es ihnen so präsentieren, dass sie nie wieder dagegen reagieren. Und das macht man mit diesem CTLA4 gemeinsam, ja, zeigt man ihnen da so ein Co-Signal und dadurch werden sie in Allergie versetzt. Dadurch werden sie hoffentlich nie wieder dagegen reagieren. Wenn schon, dann hätte man Autoimmunerkrankung. Ipilimumab ist jetzt so ein CTLA4-Antikörper, bindet das an dieses CTLA4. Und wenn wir das binden, dann können T-Zellen nicht mehr in Allergie versetzt werden. Ja, Allergie, das heißt, es war dieser Zustand von T-Zellen reagieren nicht mehr auf was Fremdes. Und wenn wir jetzt den binden, können T-Zellen nicht mehr inaktiviert werden. Das heißt, die T-Zellen werden auf einmal viel aktiver. Und was ist die Hauptnebenwirkung? Colitis, Thyreoiditis, Hepatitis, Pankreatitis. Alle Organe werden auf einmal angegriffen. Ja, weil die T-Zellen nicht mehr allergisch werden. Das heißt, wieder mal ein spannendes Therapeutikum. Was wir hier sehen, bei einem metastasierten Melanom, das eigentlich eine schon eher magere Prognose hätte, sehen wir, wie das ausgeschaut hat, wie sie es in die Studie eingeschlossen haben und dann wurde Ipilimumab abgegeben. Nach 12 Wochen schaut es auf jeden Fall so aus, als ob schon eine starke Entzündungsreaktion am Gange wäre. Es schaut sogar größer als es hier. Aber Woche 16, 4 Wochen später ist es quasi schon verschwunden. Und dann 5 Jahre später sieht man, dass das Ipilimumab diesen Patienten teilweise, also wahrscheinlich wirklich geheilt hat. Ja? Also das ist ja wirklich ziemlich spannend, was mit diesen neuen gezielten Therapien gemacht werden kann. Das ist nur eine Grafik, die soll zeigen, ganz schön darstellen, dass Bevacizumab Bevacizumab auf jeden Fall die Tumorangiogenese hemmt, ja, der Tumor liegt dann hoffentlich irgendwann im Trockenen, ja, das ist natürlich eine Wunschvorstellung. Nebenwirkungen von Bevacizumab als vaskulär endothelialer Growth Factor Antagonist, ganz viele kardiovaskuläre Nebenwirkungen, habe ich schon gesagt, ja. Hypertonie, es kann zur Wundheilungsstörung, gastrointestinale Perforationen, Thrombosen, Blutungen, Herzinsuffizienz. Okay? Bei Bevacizumab. Aber ihr seht, Bevacizumab verlängert das mediane Überleben. Ja, ist jetzt der Irinotecan, 5-FU und Leucovorin plus Bevacizumab. Also das ist das Folfiri, von dem ich geredet habe.
Ja, das ist ja jetzt schon ein Begriff. Plus Bevacizumab verlängert das Überleben. Das heißt, ihr seht, diese neuen monoklonalen Antikörper sind extrem wichtig für die Zukunft. Also für uns alle, wenn wir dann irgendwann Kliniker sind, dann wird es gang und gäbe sein, dass wir ganz, ganz viel spannende monoklonale Antikörper haben zur Krebstherapie. Kinase-Inhibitoren, jetzt müssen wir noch ganz kurz, das letzte Punkt. Wir haben gesagt, die monoklonalen Antikörper binden von draußen an den Wachstumsrezeptor. Und ich habe schon gesagt, die Tumoren ganz am Anfang können diese Wachstumsrezeptoren mutieren. Sie können so mutieren, dass sie konstitutiv aktiv sind, von innen. Dann bringt der Antikörper von draußen nicht mehr viel, ja? Dann hat es nicht mehr viel Sinn. Weil dann ist es egal, ob von draußen ein Agonist binden kann oder nicht, der ist sowieso aktiv. Deswegen wurden die Kinase-Inhibitoren erfunden oder entwickelt. Das erste ist Imatinib, das ist so immer der Prototyp, das kennt ihr sicher schon, das habt ihr immer wieder gehört, verwendet bei der chronisch-myeloischen Leukämie gegen die fusionierte BCAA-Abl-Tyrosin-Kinase, das Philadelphia-Chromosom. Welche Chromosomen sind betroffen? 9, 22. Und bei welcher Leukämie gibt es ganz oft noch ein BCAA-Abl-Fusionsprotein? Bei der ALL. Bei CML ist es quasi zu 95% oder mehr. Und bei ALL kommt es auch häufig vor. Ja, das wissen dann wieder meistens weniger. Es kommt auch bei ALL häufig vor. Imatinib ist prinzipiell recht gut verträglich, aber es kann sein, dass der Tumor resistent wird und dann gibt es Reserve-Kinase-Inhibitoren. Das ist das Dasatinib und das Nilotinib. Lapatinib ist ein IGF, und dann fangen wir zuerst mit Erlotinib an. Erlotinib und Gefitinib sind IGF-Rezeptor-Kinase-Inhibitoren. Die binden jetzt also von intrazellulär an den IGF-Rezeptor. Was wird die Nebenwirkung sein? Wenn wir den epidermalen Wachstumsfaktor haben, Akne. Genau, danke. Also, so wie beim Cetuximab haben wir auch beim Erlotinib und Gefitinib Akne als Nebenwirkung. Und warum haben die Kinase-Inhibitoren so viele andere Nebenwirkungen? Weil sie nie selektiv eine Kinase hemmen. Okay? Die hemmen immer ganz, ganz viele andere Kinasen auch. Es gibt x, ich weiß nicht wie viel, hunderte Kinasen in unserem Körper und Imatinib ist schon sehr selektiv, das hemmt so 4, 5 Kinasen. Okay? Und trotzdem, wenn ich irgendwelche anderen Kinasen in anderen Zellen hemme, dann ist das natürlich nie gut. Ja, Erlotinib und Gefitinib machen auch Akne. Und dann ist es ganz wichtig, ihr müsst wissen, je stärker die Akne ist, desto besser spricht der Patient und der Krebs auf dieses Medikament an. Ja, also das kann man dem Patienten beruhigend mitgeben, wenn der sich beschwert, dass er einen ganz starken Ausschlag von dem Medikament bekommt, dann sagt man, je stärker der Ausschlag, desto besser für uns alle. Ja? So, das Lapatinib, was ist das jetzt? Das ist ein Kinase-Inhibitor, der sowohl den IGF-Receptor 1, diese Kinase hemmt, als auch die Kinase vom IGF-Receptor 2 oder HER2. So, und jetzt könnt ihr mir sofort sagen, was hat das sicher für Nebenwirkungen? Akne plus das Herz ist betroffen. Genau, also das ist schön, dass man sich das so zusammenreimen kann. Beim Lapatinib kann auch das Herz kaputt werden. Ja, das sind da Bilder. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu lang quälen. Schaut euch das einfach vielleicht in Ruhe an. Das ist sehr spannend. Imatinib, Dasatinib, Nilotinib, wo die noch zum Einsatz kommen. Zum Beispiel bei gastrointestinalen Stromatumoren. Die Nebenwirkungen sind sehr heterogen. Bei Imatinib ist so typisch, dass es zu Ödemen kommen kann und Myelosuppression. Ja. Erlotinib haben wir gesagt Akne, Lapatinib haben wir gesagt Akne und Herzinsuffizienz. Vemurafenib ist ein Kinaseinhibitor, der gegeben werden kann bei Melanomen. Und das ist nur bei Melanomen, die das BRAF mutiert haben, im Sinn von das Valin ist zu Glutamat mutiert. Und das ist schön, weil das kann man sich ganz leicht merken, VE, Valin zu Glutamat, mutiert beim BRAF, also beim RAF, und dann Inib, okay, müssen wir es merken. Vemurafenib, ja. Ist cool, weil es spannende Wirkung, es hemmt einerseits die Proliferation von diesen mutierten Melanomzellen, die diese Mutation V600E haben, andererseits stimuliert es leider die Proliferation von allen gesunden Melanozyten, das heißt, oder von allen gesunden Plattenepithelzellen, das heißt, Nebenwirkung ist Plattenepithelkarzinom. Hier seht ihr jetzt noch ein Bild von der Erlotinib-Akne, ja, IGF-Receptor-1-Akne und eine Grafik, die euch zeigt, kein Ausschlag und die Überlebens- und quasi das Überleben geht ganz schnell gegen Null. Die überleben nur durchschnittlich, sage ich mal, 5 Monate, 4 Monate. Und wenn der Ausschlag ganz, ganz stark ist, da oben ist noch eine blaue Linie, ja, wenn der Ausschlag ganz, ganz stark ist,
dann überleben die sogar ein paar Jahre lang. Ja, also je stärker der Ausschlag, desto länger das Überleben. Und es gibt dann noch ganz viele andere, die stehen auf der Tabelle. Schaut es euch an. Sie werden jetzt ehrlich gesagt beim Seminar meistens nicht so genau geprüft und man muss ja ehrlich gesagt sagen, dass da kommen jedes Jahr ungefähr 10 neue dazu. Das heißt, da verliert man zwangsläufig den Überblick. Ja, das kann ich auch euch den Motivierten sagen unter euch. Also ihr seid natürlich alle motiviert, aber den Menschen, die jetzt schon irgendwie so die ganze Zeit diese ganz fundierten Fragen stellen, dass man sie da nicht entmutigen lassen soll, da kommt man nie mit diesen ganzen Kinaseinhibitoren. Fürs Seminar sind sie jetzt, sage ich mal so, vom Verständnis her muss man sie quasi kapiert haben, wie funktioniert das und die Nebenwirkungen grob, aber man muss jetzt nicht 15 Kinaseinhibitoren aufsagen können, ja? Gut, das war's von meiner Seite.